bisschen zu viel Hype? Es gibt kein zu viel Hype, Maxim. Mit Games kannst du in eine Welt voller Abenteuer eintauchen. Aber jedes Abenteuer birgt auch Gefahr. Du klickst auf einen Phishing-Link in einem Gaming-Forum und dir wird dein Passwort geklaut. Du lädst dir das falsche Programm runter und plötzlich ist Malware auf deinem Gerät. Du verlierst ein Multiplayer-Match wegen einer Botnet-Attacke. Oder du benutzt NordVPN und schützt deinen Traffic mit der modernsten Verschlüsselung. Spiel nicht mit deiner Sicherheit. Bleib auf der sicheren Seite. Und damit herzlich willkommen zum letzten Tag der Play-Ins zur Knockout-Stage. Und ihr merkt schon, ich bin heute besonders gehypt, denn wie könnte man nicht gehypt sein mit Kalle an seiner Seite? Ah, ich freue mich, Mori, wir beide, wir dürfen heute kommentieren, zusammen, wir machen das Internet kaputt. Das ist schön. Ich bin auch der festen Überzeugung, ganz spannend, ob wir heute zuhören, ob sie wollen oder nicht. Ob du willst und nicht. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es heute ablaufen wird. Ich bin auf jeden Fall hyped, mit dir zusammen gleich das Kommentatorenpult zu zerrupfen. Aber gleichzeitig freue ich mich natürlich auch, dass die Gruppenphase bald losgeht. Na, wir sind ja kurz davor. Heute letzter Tag. Wir sehen heute zwei tolle Best of Fives und ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Auch wenn irgendwann mal der World Song kommt. Aber ich glaube, wenn wir... Sonst müssen wir einfach spannender Hardbass nehmen. Das ist eigentlich Kalle, jetzt hast du es verraten. So. Das ist eigentlich die Überraschung, Leute. Ja. Spannender Hardbass ist eigentlich der World Song. Aber ist eigentlich geil, wenn das so ganz viele Cosplayer würden dann einfach dazu abdancen. So, und dann so ein bisschen... Ja, ich finde es cool. Ja, Leute. Ja, wir haben einiges hinter uns. Einige großartige Spiele bereits. Und jetzt sind wir am Start eben mit dem letzten Tag der Play-In-Phase. Gestern ging es auch schon rund. Wir sehen hier die Ergebnisse. Dumbone hat das erste Spiel überhaupt verloren gegen Loki. Allerdings nur das erste. Danach gab es eine ziemliche Rasur, genauso wie im zweiten Spiel. Kalle, du bist ja jemand, der schaut eigentlich fast alle Spiele der World. Ja, also das erste Spiel hat mich natürlich gefreut, tatsächlich, dass Loki das für sich entschieden hat, obwohl es natürlich super turbulent dann gelaufen ist. Trotzdem, ja, Dumbone hat sich dann natürlich durchgesetzt. War auch, glaube ich, so der Favorit der gesamten Play-Ins, so hatte ich das Gefühl, waren das bestperformte Team. Und die werden natürlich jetzt in der Gruppenphase auch nochmal ein starker Gegner werden. Im zweiten Best of Five fand ich ein bisschen schade, dass Royal Youth sich nicht durchsetzen konnte gegen Clutch Gaming. Ich hätte sie tatsächlich lieber in den Gruppen gesehen. Nicht, weil es ein NA-Team ist, sondern weil ich einfach schon am Samstag gesehen habe, dass die auf jeden Fall Bock haben, ein bisschen was zu reißen. Und ich mag so Underdog-Teams. Clutch Gaming ist jetzt auch ein Underdog-Team, kommt aus NA, aber trotzdem. Ja. Hat nicht ganz gereicht, aber dafür darf Klatsch durch. Ja, und damit die Leute vielleicht auch wissen, warum dürfen wir heute überhaupt ran? Wie kam es dazu? Letzten Endes, ich habe gefailed. Du hast gefailed? Ja, ich habe dich im Trade vergessen. Stimmt, genau. Ach so, richtig. Ja, also eigentlich war es so, die ganze Story hat begonnen beim Finale der EU Masters, wo ich mit Johnny zusammen gecastet habe. Und das hat mega Bock gemacht. Wir sind komplett eskaliert. Gibt es auf Johnnys Kanal übrigens auch ein Highlight-Video. So, guckt euch das gerne mal an. Richtig. Dann hast du einen Tweet rausgekommen, dass du dich bei allen Castern bedankst. Und ich war natürlich total erbost, weil ich ja jetzt auch Kommentator bin. Und du hast mich einfach generell vergessen. Und dann hast du gesagt, ja gut, dann lass uns doch einfach zusammen casten. Und dann wurde es jetzt möglich gemacht. Ich habe Samstag schon mal trainiert mit Bart nochmal. Und heute... Reißen wir die Hütte ab. Ja, also ich glaube, die krassesten Hypecaster stehen jetzt hier auf dem Platz und entsprechend haben wir ziemlich viel Hype übrig für die Spiele von heute, die da wären. Die folgenden. Ja, wir haben Hong Kong Attitude gegen Isurus Gaming. Da werden Kalle und ich richtig Abriss machen. Also Kalle heute nicht im Chat dabei, sonst immer der Aktivste. Das heißt, ihr müsst das jetzt mit rausholen quasi. Tag weh. Und im Anschluss haben wir dann quasi EU-Slot 3 gegen EU-Slot 4, kann man fast schon sagen. Ja.
Ja, ich bin gespannt. Also ich wünsche es tatsächlich ein bisschen mehr den Unicorns, bin ich ganz ehrlich. Splice hat mich am Ende des Splits nicht mehr überzeugt. An der LEC haben die so ein bisschen nachgelassen. Aber sie haben sich jetzt hier durchgesetzt, haben sich jetzt in die Play-Ins gespielt. Und dann bin ich auch froh, dass sie natürlich, wenn sie jetzt den Platz an sich reißen. Aber ich gönne es irgendwie den Unicorns ein bisschen mehr. Ich mag Sheepy total. Und Unicorns, die müssen einfach bei den Worlds dabei sein. Es ist halt ärgerlich, dass sie aufeinandertreffen. Ich meine, Storytelling-technisch natürlich großartig. Ja. Ja, ehemaliges EU-Team nach Russland gewechselt, trifft jetzt auf den dritten EU-Seed, also da ist jetzt schon eine Menge Potenzial drin. Das Ganze werden wir allerdings nicht kommentieren, sondern wir machen nur das erste Best of Five, weil vielleicht haben wir danach keine Stimme oder lauter Anklagen wegen Ruhestörungen in ganz Spandau. Ja. Ja, wobei, wir sind ja bis 17 Uhr hier, also da ist auf jeden Fall die Möglichkeit drin. Wenn es ein 3-0 wird, dann kriegen wir vielleicht noch ein Spiel ab, aber ansonsten, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich meine, da ist auf jeden Fall die Möglichkeit drin, dass auf jeden Fall ein EU-Team noch die Gruppenphase erreicht und das ist ganz nice. Ja, ganz nice. Sind auch immer wieder die Videos, die Riot Games produziert. Und ja, um den Hype noch weiter anzukurbeln, schauen wir einfach mal da rein. Heroes will be made. Titans will fall. 我觉得我们的实力是最强是进到16强，所以这个 BO1 我们是简单拿下来的。我觉得我们没有输的理由。2000 health now on the very stolen by HKA. Can they win the team fight afterwards? You'll be the king. We'll rule it all until the time's fall.就是一直以来就是NS的。 成绩就算是没有很好，然后就是现在可能大家也不看好我们，但是就是我们就是会尽我们最大的努力啊。我会用我们队伍的实力去证明给全世界看 ，LMS 是不能被看小的。 Magnar is the better storm, gonna try and avoid kickback there onto Pop, and Duel is gonna go down. HKA getting them one after the other. Pop. I'm going to play really, really good, and I trust every teammate that I have, and I know we will win that best of five. The we haven't shown all of our cards. We can get a really excited best of five because we have a lot to show and we will do our best. To take it all, break it all. We can get out of groups for sure and we're going to try even harder now to actually get there. То, что мы заняли второе место, на нас, скорее всего, повлияло так, что мы будем больше вкладываться в тренировки и, возможно, покажем хороший результат. NX jumps forward, yet to see a unicorn fall! The unicorns are dominant! Every time people have doubted Splice to win a series, we've proven them wrong, and we're about to do that again. Now as well, but it's not quite enough. Great knock-up. That's going to grab Slow for the first kill. Immediately, Seiya follows up as Mizuchachi gets a huge wallop under two. We're Angulus. You can't Killer Instinct your way out of this one. The Nexus turrets are next, and Splice will be 2-0. All of the hard work we put in this year, starting from spring, has led us to this point now. I think we're really confident to beat anyone. I think I'm the best AD in this playing stage for sure. Is taken by Kobe and Oni falls. Here comes Seiya from the side. Hooked up straight away. Seiya down. Kobe with the shot to the back of the mid laner. Splice secure first seed in their group. And at the end of it all, we'll have our champion. Und da sind wir wieder und an meiner Seite nicht nur Deutschlands neuester Hype-Shoutcaster, sondern natürlich auch Prediction-Meister
ja, über alle Games hinweg. Ja. Also egal ob Counter-Strike oder League of Legends, eigentlich führst du ja immer die Tabelle an, oder? Ja, also zum ersten Punkt, ich nenne mich ja jetzt ja auch ausdrucksvoll Kalle Kolumna, der rasende Hypecaster. Ja, also ich bin auf jeden Fall da natürlich sehr vorne mit dabei. Was die Pick and Buns angeht, beziehungsweise die Predictions, da bin ich gerade noch so ein bisschen im Kommen. Ja? Ich lasse mir noch einen Moment Zeit. Also lässt du ein bisschen Vorsprung dabei. Ja, ich habe ja jetzt die letzten Male alles gewonnen. Ich meine, ich habe die Krone auf, was soll ich machen? Also, ich habe keinen Druck. Wir schauen mal, wie die Prediction-Tabelle so ausschaut. Das ganze Summoners-In-Team, zumindest die On-Air-Talents, haben alle für euch getippt. Und ihr in der Community seid auch immer fleißig dabei. Auf Twitter oder auch auf summonersin.de könnt ihr eure Tipps abgeben. Und da sehe ich, ich bin zumindest heute d'accord mit der Community. Und ja, ich meine, Twitter-Community geht gut ab, zusammen mit Maxim. Führen sie das Ganze. Ich muss sagen, ich muss auch noch mal ein bisschen aufholen. Da waren ein paar verrückte Games dabei. Letzter Platz momentan allerdings der gute Barton. Ja, Clarks und ich die einzigen, die 3-2 für Hong Kong Attitude heute getippt haben. Ich erwarte einfach 5 Games, aber ich erwarte auch, dass Hong Kong Attitude gewinnt. Deswegen habe ich 3-2 getippt. Im späteren Spiel sind sich viele einig, glaube ich. Also 3-1 für Splice, ja. Aber ich habe ja schon vorhin gesagt, ich gönne es eigentlich den Unicorns, aber man muss auch ein bisschen realistisch bleiben. Splice ist eines der besten Teams Europas. Sie sollten eigentlich die Oberhand haben. Daher natürlich auch der eindeutige Trend auch von uns allen. Und die Community hat sich auch für ein 3-1 entschieden. Von daher, ja, die Worlds sind aber noch lang. Leute, also ich kann hier noch alles wieder rausholen, die Krone, die hole ich mir noch zurück. Ja, es ist ja gerade mal die Play-In-Phase, so. Leute. Also es ist ja zum Aufwärmen, kann man schon sagen, sind trotzdem noch alle nah beieinander, also keiner irgendwie massiv abgeschlagen, 4 Punkte Unterschied. Das holst du einmal auf, wenn du einmal das richtige Ergebnis tippst. Ja, ja, bei The Main könnten wir dann ja vielleicht auch den Sieger krönen, ne? Den Prediction Master. Ja, können wir dann ein kleines, so eine Fliegenklatsche und eine Krone, da sehe ich mich. Ne? Das ist auf jeden Fall nice. Ja, Kalle, du musst mir immer, also die Ideen, die wir für The Main haben, sind einfach schon geil. Ja? Ja. Und da ist es halt einfach die Frage, ja, kann man, gerade bei uns beiden oder bei The Main, gibt es zu viel Hype? Bisschen zu viel Hype? Es gibt kein zu viel Hype, Maxim. Und das ist auch heute unser Motto. Es gibt nicht zu viel Hype. Es gibt nicht zu viel Hype. Heute wird der Laden abgerissen. Also wenn ihr Probleme mit eurem Gehör habt, also wenn irgendwie zu laut nicht gut ist für euch, dann dreht jetzt schon mal den Stream ein bisschen leiser, weil wir werden heute hier. Das wird eine komplette Eskalation. Mann, das Internet kaputt. Wir löschen es, das Ganze. Und Area 51 muss einen neuen Server aufmachen. So krass wird das heute. Ja, also wirklich, wir wecken alle Aliens direkt gleich mit auf. Passend eigentlich, wenn man sich so fasst. Aber ja, wow. Wir haben heute unsere erste Begegnung, die wir zusammen kommentieren. Ja. Das Ganze wird ein unvergessliches Erlebnis. Hong Kong Attitude gegen Azurus Gaming, Taiwan gegen Lateinamerika. Und alle sehen die Taiwan-Region, LMS natürlich historisch stark vorne. Nichtsdestotrotz die Frage, was kann so eine Region wie Azurus machen, um sich dann doch noch irgendwie durchzusetzen? Ja, also wir haben ja schon bei den Jungs von Flamengo Esports gesehen, haben wir natürlich schon gesehen, dass da die Erwartungen recht hochgeschraubt waren, die eigenen Erwartungen und auch die der Community, weil natürlich BRTT da im Team war, der einfach gefühlt ein Weltstar im lateinamerikanischen Raum ist. Und da hat man ein bisschen anders performt, habe ich das Gefühl gehabt. Jetzt bei Azurus hoffe ich natürlich, dass sie einfach in so einer Pick-and-Bun-Phase gut adaptieren können. Das heißt, selbst wenn sie das erste Spiel nicht gewinnen, dass sie dort dann sagen können, okay, im zweiten Spiel müssen wir das machen, müssen wir uns einfach anpassen. Das haben wir zum Beispiel im Tiebreaker-Game am Samstag auch gesehen, dass es auf jeden Fall die Teams gibt, die da auf jeden Fall was machen können. Loki zum Beispiel hat das gut gemacht oder beziehungsweise auch die von der Royal Youth, die haben das sehr gut adaptiert. Hat aber leider dann natürlich nicht für Loki gereicht, aber da warte ich einfach, dass man im Laufe dieses Best of Fives sich entwickelt und deswegen mag ich Best of Fives auch eigentlich ziemlich gern. Ja, Best of Fives ist sowieso schön, da sieht man viele Strategien, viele verschiedene Picks. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, 80 Champions oder so mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber vielleicht kommen noch ein paar mehr dazu. Wir springen rein in die Champ Select. Ja, sehr schön. Und damit geht es los. Das erste Spiel soll also jetzt gleich
losgehen zwischen Hong Kong Attitude und Isurus Gaming. Beide Teams wollen natürlich in die Pick-and-Bun-Phase, in die Pick-and-Bun-Phase sowieso, aber auch in die Groups. Und das ist jetzt natürlich der erste Weg dorthin. Ja, 5 Spiele sind maximal drin und 3 Wins muss man sich holen. Tristana, Gragas, das sind auf jeden Fall Picks und Bans, die wir sowieso während der ganzen Worlds mal wieder sehen. Xayah, wahrscheinlich der high-contestete AD Carry aktuell. Ja, auch ein Gangplank sehen wir mal wieder, Renekton. Und jetzt noch der letzte Bann gleich für Isurus und das ist Pantheon. Ja, Pantheon, ich weiß gar nicht, ob er schon auf 100% kommt, aber gefühlt auf alle Fälle. Der ist ein bisschen zu stark geworden auf diesem 9-19er Worlds Patch. Syndra ist ein First Pick, den wir jetzt schon häufiger gesehen haben. Auf jeden Fall ein Safe Pick. Ja, wie du schon gesagt hast, Tristana raus, Flexpick bärenstark, auch schon auf der Play-In-Phase. Und ja, jetzt sehen wir Jayce und Yuumi, die ist nämlich offen geblieben. Gut möglich, dass man sich eventuell dann noch Garen sichert, aber mit Jayce auf jeden Fall schon mal ein Champion, der ordentlich Pressure machen kann und ebenfalls geflext werden kann. Auch wenn meistens eher auf der Top-Lane zu Hause. Ja, dass man jetzt hier Yuumi auflässt, könnte natürlich so ein bisschen backfiren. Yuumi eigentlich wahrscheinlich der Supporter, der am wichtigsten für die meisten Teams hier bei diesem World sein wird und den man auf jeden Fall immer im Auge haben muss. Wird natürlich in vielen Kombinationen gespielt. Garen wäre hier natürlich noch drin, gerade wenn man auf der Toplane hier noch nicht so die krasse Frontline hat. Aber ich bin gespannt, was man jetzt darauf antworten wird. Und es wird vielleicht der Pike. Es wird vielleicht der Pike. Gut möglich, hier nochmal eine Menge Roam-Potenzial vorhanden, wenn man hier Pike nimmt und auch Lane-Pressure. Eventuell ja auch Syndra-Pike auf der Botlane. Wäre auch denkbar, sie ist da ebenfalls. Also ich muss rein optisch muss ich jetzt schon mal sagen, also für uns beide sind die Picks bisher schon sehr schön. Ja, wir haben Lee Sin, da können die Insane Insects kommen. The Shepard. Ja, wir haben jetzt einen Pike, der kann die Leute einfach nur in den Boden stampfen. Da freue ich mich drauf. Und Vladimir One-Shot einfach AD Carries, also von daher. Ach, vielleicht Vladimir Botlane dann gegen die Sin oder Botlane? Ja. Alter, Kalle, wollen wir uns einfach mal drauf einigen, der nächste Champion, egal wer gepickt wird, werden wir ultra durch die Decke hypen, einfach aus Prinzip. Ja, aber jetzt nicht, wenn er irgendwie Soraka wird oder so. Ja, Soraka wird das sowieso nicht. Ja, aber ich meine ja nur. Können wir gerne machen. Schauen wir mal, was wird jetzt erstmal Bannphase. Genau. Wir warten natürlich auch noch, also ich meine, Akali ist immer noch offen, das ist auf jeden Fall hier noch eine Möglichkeit. Ansonsten, Irelia wird jetzt rausgenommen, das ist auf jeden Fall ein hypebarer Champion. Ja, kann man auf jeden Fall sagen und vielleicht auch was Gutes für Sayer gewesen, aber da hat man, beziehungsweise für Mission hier in dem Fall, weil man es ja bei Isurus gewandt hat. Schauen wir mal, Irelia raus. Ansonsten Akali wäre auch noch offen, allerdings Isurus tendenziell mit 2 Solo-Lanes jetzt schon gepickt, es sei denn der Vladimir geht Mod. Denkbar wäre das natürlich. Ja, dann haben wir noch die Rexer jetzt rausgenommen, also dann nimmt man logischerweise jetzt die Jungler raus, die Early Game contesten können gegen den Lee Sin. Eine Rek'Sai wäre darunter zu finden. Ja, Elise, Olaf, all sowas wären noch Early Game starke Jungler. Ich muss übrigens sagen, du hast eben gesagt, Vladimir Botlane wird mit Yuumi wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie gut das ist. Also, ich glaube, da gibt es stärkere Kombinationen. Ich würde den Vladimir ungern auf der Botlane sehen. Qiyana und Jarvan werden jetzt hier nochmal rausgenommen. Das sind auf jeden Fall nochmal natürlich auch Potential Playmaker, die hier jetzt mal das Schlachtfeld verlassen werden. Aber die Zeros, die können jetzt nachziehen. Die brauchen noch einen Jungler. Und da wünsche ich mir natürlich jetzt was auch natürlich, was einen guten Einfluss hat. Skarner wäre eine Möglichkeit, hier eine Syndra rauszupicken. Da muss man nur schauen, dass man da auch rankommt. Man hat da auch viele Leute, die dafür peelen können, bisher schon mit Lee Sin und mit einem Pike. Ja, Skarner auf jeden Fall so einen immobilen Champion wie Syndra in der Lage abzuholen. Gar keine Frage. QSS ist dann fast schon Pflicht. Jetzt der mögliche Gnar für die Toplane. Und das meine ich, ne? Jetzt hattest du gesagt, der nächste Champion Skarner, wie sollen wir den hypen? Der, stimmt, ja. Das ist halt ein Skorpion, der rollt über das Feld. Skarner ist wirklich zu langweilig. Ja, einfach nur so ein Kack-Giftstaffel am Hintern, weißt du? Das bringt nichts. So, aber genau, den könnte man auf jeden Fall hypen, wenn der eine gute Ultimate setzt gegen die Wand. Da sind auf jeden Fall einige Plays drin. Man nimmt jetzt den Ezreal raus, beziehungsweise überlegt noch zwischen ihm und Lucian. Beide würden mit Yuumi aber auch gut stehen. Und Lucian wird immer populärer tatsächlich hier wieder bei diesen Worlds. Ja. Aber es könnte der TF werden. Also wenn es der Twisted Fate wird, dann sage ich jetzt schon, das wird Syndra, Pike, Botlane. Hatte ich vorhin ja schon durchaus vermutet. Also Hong Kong Attitude hier, das ist eine knusprige Böllerkomm, ne? Das ist heiß und frittiert. Ja, Syndra haben wir auch schon mehrmals auf der Botlane jetzt gesehen. Tatsächlich auch bei den EU Masters im Finale wurde es schon gezeigt. Und jetzt hier bei den... Braucht schon AD Carries, Leute. Wer braucht AD Carries? Kay, Yuumi Bot. Oh, das hätte ich gut gefunden. Aber oder Heimerswinger. Heimerswimmer. Oh ja.
Oh, ja, da sehe ich. Das ist unser Champion, Akali. Und ich habe ja gesagt, die ist noch offen. Und die böllert da die Sterne in die Backline, Alter, und das geht dann richtig los. Ich sag's euch. Ja. Und die, also, da gibt's auch so viele Playmöglichkeiten. Also Akali gegen Twisted Fate. Ich sag's, ich hab's gecallt, ne? Syndra Pai gegen Vladimir Yumi Botlane. Also, ja, gut, ja. Hast du wieder recht gehabt. Aber ist okay. Bin ich gespannt, wie es läuft. Ich weiß nicht, ob es schon mal in der Kombination so gab. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt Sustain ohne Ende. Ich meine, er hielt sich selber ohne Ende. Dann hast du noch so eine Katze. Ja, und die knallt dann nochmal ihre komischen Zipfel da in die Gegend. Vor allem, wenn im Pool gehen, sind einfach beide untouchable auf der Botlane. Ja, das ist halt schon wirklich so die Baby Don't Hurt Me Combo. Ja. Und auf der anderen Seite ist halt so One-Shot-Potenzial. Ja, was natürlich auch den Leuten sofort auffällt. AD Carries, die gibt's nicht mehr. Die sind vorbei, die haben Urlaub. Ausgelöscht. Die haben Urlaub heute. Ja, das ist, Riot hat einfach gedacht, wie ärgern wir Sola am meisten. Ja. Ja gut, ich meine, der muss auch mal langsam anfangen, sich so ein bisschen umzuwandeln. Also, wobei, AD Twisted hat er ja schon lange gespielt. Ne? Syndra warte ich aber auch mal von ihm, ne? Muss ich auch sagen. Gut, das erste Spiel soll also gleich los gegen Hong Kong Attitude gegen Isurus Gaming. Und wir sehen keine AD Carries. Ja? Wir sehen vor allem Vladimir auf der Bonde mit Yumi. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, die können einfach... Vladimir ist sowieso ein Scaling-Champ. Der kommt übers Late. Und ich glaube, da wird einfach nicht viel passieren. Selbst wenn das Gather of the Week rausgeht, dann hat man einen Pool und dann war's das. Und da kommt nicht mehr viel. Ne? Klar hast du noch einen Hook mit Pike. Und dann hast du aber 30 Heals auf Yumi und Vladimir, dass da einfach nichts passiert. Die werden einfach nicht sterben. Gehe ich ganz stark von aus. So, Leute. Ja, gehe ich auch von aus? Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es hier ordentlich scheppern wird. So, meine Freunde, los geht es. Hong Kong Attitude gegen Isurus Gaming Lateinamerika gegen Taiwan. Und mit dabei der Kalle. Holt die Ultraschalls raus. Ja, Mann. Rein in die Kluft. Ja, das wird auf jeden Fall nice. Und ich erwarte, dass der Chat heute richtig mit abgeht. Ja, wir wollen hier heute Geschichte schreiben. Wir wollen das Internet komplett kaputt machen. Knallt alles, was heraus. Raus aus der Rüstung. Raus aus die Rüstung und rein in die Kluft, wie gesagt. Und jetzt soll es dann auch gleich losgehen. Akali gegen Twisted Fate in der Mitte. Und ich bin sehr gespannt, welcher Champion hier das erste Play machen wird. Ich gehe mal davon aus, dass Garner natürlich spätestens ab Level 6 da viel versuchen wird. Aber Andy Sin, der ist natürlich auch auf Crash ziemlich gefährlich. Haben wir am Samstag schon gesehen, dass er da einiges machen kann. Ich bin voller Hoffnung, dass er dort natürlich vielleicht, auch vielleicht gegen so einen Jace auf der Toplane, er wird auf der Toplane auf jeden Fall einiges machen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr Snowball-lastig. Also Jace hat da erstmal Vorteile gegen nahe als solchen vom Poke her. Auch vor allem, solange er Mana hat, kann er da deutlich besser traden. Nichtsdestotrotz, ja, es ist Snowball-Matchup, genauso auf der Botlane sowieso, die Syndra, wenn die in Snowball kommt, Twisted Fate, Akali brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, wir haben Assassins dabei, wir haben Damage dabei, wir haben alles dabei. Viel CC, schöne Plays und genau das wollen wir natürlich sehen. Und hier geht's auch schon früh einfach nur mal rein zum Nerven. Ja. Der Vorteil von Jace, er hat einfach auf Level 1 schon zwei Spells, die er nutzen kann, um hier Krawall und Remi-Demi zu machen. Und deswegen nutzt er die Zeit geradeaus ein bisschen zu poken, sowohl gegen Gnar als auch Lee Sin, um da seinem Team einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Ja, er wird auch jetzt den Farm-Vorteil haben, beziehungsweise den XP-Vorteil für den Moment. Das bedeutet, er könnte jetzt, ich weiß nicht, ob Gnar jetzt beide Minions noch bekommen hat. Nee, hat er auf jeden Fall nicht bekommen. Nee, ich meine XP-mäßig, ob er da schon in Reichweite war. Das ist jetzt auf jeden Fall ausschlaggebend. Mit der nächsten Wave könnte er tatsächlich dann im Nachteil sein, wenn Jace das Level 2 zu früh bekommt. Ja, und wie gesagt, gerade Jay ist da super eklig, weil er einfach das Doppelte an Spells hat zu diesem Zeitpunkt. Und ja, das Level 2 hat er natürlich auch schneller, weil er den First Push hat. Thema First Push, auf der Botlane sieht es ein bisschen anders aus. Klar, durch das Range-Matchup bedingt hat Syndra hier erstmal den Vorteil. Ja, Vladimir, der hat zu diesem Zeitpunkt halt nicht so die Push-Pressure, wie es eine Syndra hat. Der muss da erstmal langsam ins Spiel kommen. Das ist wirklich, ja, die Variante. Man guckt erstmal, wartet, was passiert, Hauptsache nicht sterben und der Rest soll dann schon regeln. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze dann ausgewirkt. Ansonsten, ja, Lee Sin jetzt auf der Botlane unterwegs, beziehungsweise Richtung Botlane, aber da ist der Druck natürlich schon entsprechend hoch. Man könnte schon versuchen, hier bei der Akali so einen Flash zu forcieren, aber die Shroud, die wird jetzt auch verfügbar sein. Und mit der kommt man eigentlich aus allem raus. Also das wird super schwierig, hier in der Mitte zu ganken. Klar, mit der Stun-Card kann man ein bisschen was machen, aber dann ist die Shroud aktiv und dann wird schon wieder schwierig. Da muss man natürlich im wahrsten Sinne blind das Q treffen auf Seiten von Lee Sin. Und wenn das hittet, dann kriegt man auch einen Flash. Im wahrsten Sinne blind treffen. Aber ja, denkbar schon. Allerdings, wie du schon gesagt hast, wegen der Shroud vielleicht nicht ganz so lukrativ. Sayer hat sich auch für die Ignite-Variante entschieden. Also nicht irgendwie mit Läuterung, sondern ja, der hat da das Selbstbewusstsein für sich gepachtet. Top Lane, wie zu erwarten,
der Push und wir sehen es ja auch gerade, ja, Isurus ist der LLA Split 2 Champion und Hong Kong Attitude ist einfach nur der dritte Seed aus der Taiwan-Region, einfach weil es insgesamt eine sehr, sehr starke Region ist. Ja, ist auch immer für Überraschungen gut, also ich bin gespannt. Ja, immer die Korea-Killer traditionsgemäß. Ja, wobei, also bei Korea muss man dieses Jahr echt wieder aufpassen. Ich meine, am Samstag gibt es das erste Gruppenphasen-Match zwischen Fnatic und SKT. Ja? Also wenn man das schon hört, da kriegt man ja schon wirklich Gefühle am ganzen Körper. Ja, und da bin ich auch schon richtig hype drauf. Heute erstmal. Da kriegst du richtig Frühlingsgefühle, sagst du. Ja, genau. Genau. Ich lese deine Tweets hier. Ja, ich bin Tweeter. Ich mach sowas. So, Hong Kong Attitude jetzt gegen Isurus Gaming. Wie gesagt, hier die erste Partie. Das wird jetzt hier auch natürlich so ein bisschen antastend sein. Ich erwarte, dass hier beide Teams ein bisschen was ausprobieren. Jetzt dann ist da geht's früh drauf. Exhaust jetzt, da kommt die Katze nochmal raus. Und was geht da rein in den Pool und rein in die Rüstung jetzt mit der Schildfunktion. Gerade nochmal bleiben gerettet, aber in der Mitte, da ist der First Blood. First Blood. Und diesmal für Seiya hier in der Mitte. Ich habe gesagt, Akali ist schwer zu töten in der Mitte. Und da hat man das gleich ausgenutzt. Und der Pool, der hat es jetzt hier gerettet in der letzten Sekunde. Ich habe gesagt, die sind schwer zu töten. Da hat man sich ein bisschen baiten lassen, aber ist auch noch nichts passiert. Ja, aber da sieht man schon die ersten Anzeichen für den Verlauf dieser Lane. Ja, natürlich nach wie vor der Push auf der Botlane, aber in der Mitte für Akali die erste Kill. Die Immobilität von Twisted Fate direkt ausgenutzt. War ein bisschen zu offensiv. Wir sehen es, wie es passiert ist. Seiya geht offensiv rein. Mission hat tendenziell sein Flash, hat allerdings keine Vision Topside. Und hier geht er zu weit nach vorne, was du nicht machen darfst, wenn du keine Topside Vision hast. Ja, er versucht auch gar nicht erst zu flashen. Finde ich auch die richtige Entscheidung an dieser Stelle. Weil er es zu spät gesehen hat, kommt er da eh nicht mehr raus. Der Movement Speed Hype hier von Skana auf jeden Fall zu gefährlich gewesen und somit kriegt man da auf jeden Fall safe den Kill. Flash ist aber noch verfügbar, das bedeutet, man muss jetzt ein bisschen auf die Vision achten und dann könnte man auch sicher stehen. Lee Sin muss jetzt mal vorbeikommen und dann löppt der Lachs. Dann löppt er richtig. Ja, Lachsfarm am Start. Wir haben Crash, der farmt sich erstmal so einen schönen leckeren Wolkendrachen. Kann er natürlich machen. Er hat Botside Prio. Sehen auch da den knackigen Farmvorteil bisher von 9CS auf seiner Botlane. Ja, aber auch Bugex ist auf der Toplane ziemlich weit vorne tatsächlich und kann hier tatsächlich auch diesen Vorteil, den man sich so schon auf dem Level 1 im Jungle so ein bisschen verschafft hat, ausnutzen. Hat hier auf jeden Fall Freezet so ein bisschen in die Mangel genommen und ist jetzt hier schon gute 15 Farmen vorne. Ja, und kann sich hier auf jeden Fall erstmal behaupten. Das kann sich natürlich auch im Level bemerkbar machen. Ich meine, er ist jetzt schon Level 6. Bringt jetzt bei Jace nicht allzu viel, ja, aber jetzt erst hat auch der gute 3Z auf Gnar sein Level 6 bekommen. Ja, sehr wichtig, auch die Ninja-Tubbies sehr, sehr früh. Wir sehen es, Bugex geht auch direkt auf Penetration hier und ja, da kommt der nächste Gang, Level 6 ist am Start, da kommt der Stachel! Der nimmt ihn in die Mangel und wird ihn einfach nur verpoolt, da wird hinterher geflasht, da wird draufgestampft, raufgesprungen und dann hat man sich den Kill abgeholt. 2-0 hier für Isurus Gaming und das nach 7 Minuten. Sauber von den Jungs hier aus Lateinamerika und sie zeigen jetzt erstmal den Jungs hier aus Hongkong, wo der Frosch die Locken hat. Und zwar in dem Fall. Kennst du dich? Ja, ist geil. Klassiker. Ja. Oh Mann. Also ich erwarte, dass es einfach ein schöner Tag ist. Es ist so ein schöner Tag, Kalle. Ja. Ich wusste es. Gut, 2-0 jetzt hier, der leichte Vorteil tatsächlich. Ich hoffe, ihr habt auch alle die Milch am Start, die mit 5,0% Fett. Jo, Alter, guck mal auf die Uhr, ey. Ich finde sogar ich ein bisschen unangenehm jetzt. Aber gut. Was, wir reden über Milch? Ja, ist gut. Trinkst du die Milch zu der Party? Das heißt fettarme Milch und dann gibt es noch fettvolle Milch. Ne? So, ja, oder die starke Milch. Ja. Holt die starke Milch. Gibt's nicht auch Mischmilch? Mischmilch, ja. Gibt's wohl. Das ist ein Kakao. Oder so eine Vanillamilch, Alter. Ja. Gut, wir sind gut drauf. Und die Jungs von Isurus Gaming im Early Game auf jeden Fall auch. Sie haben sich hier, wie gesagt, den kleinen Vorteil verschafft. Der Goldvorteil ist noch nicht vorhanden. Aber der erste Drake, der ging auch an Hong Kong Attitude. Und jetzt gibt's hier so ein bisschen den Lane Gang. Twisted Fate Ultimate. Ja. Flash hat er nicht mehr. Gold Card ist da, der Stun unter Turm. Sofort die Lara Ultimate. Aber er schlägt zurück mit dem Hammer. Kriegt dann den Kill nicht mehr.
was natürlich klar ist, trotzdem ordentlich Damage rausgeböllert. Ja, einfach mit dem Kick dann nochmal mit der Auto-Attack dann abgeholt. Auf der Botlane haben wir auch ein bisschen was versucht, da hat aber noch nichts geholfen. Jetzt hat man sich aber wieder zurückgemeldet. Ich weiß aber nicht, warum tatsächlich Crash sich den Kill hier genommen hat. Das war so ein kleiner Kill-Stil. Er läuft einfach der Lane hinterher und sagt sich, ja gut, also wenn den keiner will, dann nehme ich den. Ich hätte ihn lieber Twisted Fate geben wollen, aber gut. Die werden sich schon was dabei gedacht haben, aber vielleicht war es auch ein bisschen unkoordiniert. 2,5 Minuten, bis der nächste Drache da ist, aber ja, wir haben schon 3 Kills in der 9. Minute. Das ist nicht wenig und Vorsicht. Natürlich so ein bisschen richtungsweisend. Odi insgesamt im Level auch schon vorne. Ja, erste Ultimate konnte er gut einsetzen, ist auch bei Twisted Fate zum Beispiel wichtig. Auch er, seine erste Ultimate konnte zum Kill führen, auch wenn nicht für ihn selber. Nichtsdestotrotz. Ja, der kleine Vorteil hier bei Syndra auf jeden Fall gegeben, aber das wird sich wahrscheinlich ein bisschen relativieren, sobald es hier die größeren Aktionen gibt. Weil das Wichtigste, was Unified hat, ist hier sein Flash. Wenn er das verliert, dann wird auf jeden Fall der gute Odi vorbeikommen und würde sich sagen, ich knall mal meinen Stachel rein und dann geht's aber richtig nach vorne. Und dann, wenn Vladimir dann die ersten Kills bekommt, das wird dann auf jeden Fall zum Verhängnis. Und das sollte man hier auf jeden Fall zu verhindern wissen. Aktuell hat man aber noch keine Vision in River. Das bedeutet, wenn jetzt der gute Skarner gleich vorbeikommt, dann könnte es auf jeden Fall gefährlich werden. Man kriegt mindestens das Flash. Ja, wichtig auch im Übrigen die Platings natürlich. Odi gesehen durch den Ward, sofort angepinkt und wir sehen auch den Swap. Ja, der Drache ist nicht da, der Herald spawnt gleich, dass man hier den Lane-Swap vollführt. Da sind alle unterwegs von Hong Kong Attitude. Bogax geht hier sehr offensiv. Odi sieht, da ist was. Wird hier selber gehuckt, die Goldcard gegen ihn. Plötzlich stehen da 3 Mann und auch Bogax hat Probleme. Ja. Und Hong Kong Attitude, da kommt direkt der ganze Squad. Und Double Kill für den Pike. Das seht ihr. Schlechter nicht laufen können. Isurus hat nicht auf die Uhr geschaut. Und ja, da wird auch noch das Gold geshared. Das ist super bitter. Ja, ich habe sogar 2 Probleme, denn man hat es jetzt nochmal ganz knapp gesehen, als Odi auf den Tribush zugelaufen ist, hatte er noch sein Trinket ab und er hat es noch verwendet. Und in dem Moment, als er die Ward hätte sehen können, ist es ausgelaufen. Das bedeutet, er wusste gar nicht, dass man ihn schon sieht. Ja, im unteren Busch hätte man es vermuten können. Aber was Bogax da gemacht hat, er ist natürlich, hat sich auch engagen lassen. Die Ultimate von Gnar geht relativ viel raus und tatsächlich wurde Odi dann relativ schnell auch vom restlichen Team gelöscht. Und jetzt hat man hier natürlich den Druck auf den Top-Lane-Turret, den wir man bekommen und das ist der First Tower nach knapp 11 Minuten. Ja, und das ohne den Herald hier einzusetzen, also da hat sich Isurus komplett verkalkuliert, also ein Blick auf die Uhr hätte gereicht und zu wissen, okay, Herald ist da, Laneswap sehr wahrscheinlich und sich dann darauf einzulassen, das war hier ein ganz klar Makrofehler, hätte man wissen können, dass Odi dann Topside ist, also entweder gibst du dann die Topside auf oder du rotierst halt gegen, aber so ist halt ja 2 Leute gegen das komplette Team, die wirklich alle dazugekommen sind und du hast es angesprochen, jetzt gleich die Nahult. Ja, finde ich ein bisschen schade, dass Odi hier so lange gewartet hat. Jetzt wird aber erstmal gedived in der Mitte, beziehungsweise Mission zieht sein Flash frühzeitig und somit hat man gesagt, okay, wir gehen hier raus, das reicht uns erstmal. Aber was man eben auf der Toplane gesehen hat, ist auf jeden Fall, dass Bugex sich hat engagen lassen, nachdem er so ein bisschen reingebaitet hat. Und ich hätte von Odi erwartet, dass er auf jeden Fall hinterhergeht. Er hat das Flash ab, er hat seine Ultimate ab. Und man kriegt vielleicht sogar den Gnar down, bevor die anderen 3 Leute da sind. Und vielleicht kommt man zu zweit sogar noch raus aus der Situation. Vielleicht muss man aber auch nur einen abgeben. So hat man beide verloren und nichts bekommen. Das war schwierig. Ja, und Kalle legt natürlich ein ordentliches Sprechtempo vor. Das merken wir gerade, weil der Junge, der hat richtig, ich hab richtig Bock. Ja, so merkst du das hier auch. Schöner Pool, um das General Week zu dodgen. Ich hab's gesagt. Ja, der geht einfach baden und dann war's das. Ja, das ist vorbei dann. Pool Party Vladimir. So, in dem Fall jetzt erstmal direkt der Herald aktiviert. Isurus Gaming ohne Trap Card. Machen sie da Crossmap Action. Es sieht nicht danach aus. Also, Lumps macht es. Der Turm ist one-shotted. Ja, das ist auf jeden Fall nice. Ja, und damit haben wir jetzt den 2. Tower bekommen. Man hat jetzt hier schon fast ein 5000 Lead. Ja, gut 4200. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall ein guter Vorsprung, den man sich jetzt hier in den letzten Minuten tatsächlich und mitunter über diese Toplane-Aktion gerade erarbeitet hat. Und man hat hier die komplette Kontrolle. Man kann jetzt hier gleich für den nächsten Dragon gehen. Der ist jetzt in dieser Phase des Spiels jetzt auch nicht so schlecht. Und da kann man sich auf jeden Fall gut was aufbauen. Und es wird jetzt schwierig für Isurus Gaming hier einen Pick zu landen. Sie müssen auf jeden Fall schauen, dass sie die Syndra rausbekommen oder Twisted Fate. Der hat gerade keinen Flash. Da kann man vielleicht was machen. Aber die Frage ist natürlich, man hat einen Pike im Gegnerteam. Man darf sich nicht zu low bursten lassen, weil sonst gibt es eine Ultimate und dann war's das. Mensch, das ist ja Flash. Kann man da was machen? Ja, in dem Fall, Hong Kong Attitude kann eine ganze Menge machen. 4000 Gold Vorsprung inzwischen für sie, einfach durch deutlich besseres Makro. Isurus Gaming lässt sich da komplett vernaschen und dabei blättert Hong Kong Attitude einfach nur das Lehrbuch eine Seite nach der anderen um und spielt hier wirklich komplett nach Skript und Isurus, ja, die haben das Skript nicht gelesen, Hausaufgaben nicht gemacht, setzen 6 und so merkt man es hier auch gerade. Mission hat Stärke der Einigkeit fertiggestellt.
Das ist natürlich auch nochmal ein sahniger Powerspike. Und ja, Sayer eigentlich gut ins Spiel gestartet, aber er kann das Ganze hier nicht umsetzen. Wenn man sich da so ausrotieren lässt, wird's schwierig. Die ersten Türme hat man bekommen. Wenn man jetzt noch den Midlane-Turm bekommt, eröffnet sich der Jungle und dann, ja, dann wird richtig der Swag erst aufgedreht. Stärke der Dreieinigkeit. Ja? Okay. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Wir können auch auf Deutsch kommentieren. Ja, gerne, super gerne. Ja. Dann machen wir ein zweites Game. Challenge. Ja, ja, ja. Also Deutsch, spielt auch keiner auf Deutsch. Wobei, jetzt gibt es ja Ehre. Ne? Es gibt ja dieses Honor-System und dann gibt es ja Ehre. Das finde ich ganz nice. Ehrensystem. Ja, das Ehrensystem. Ja, du kannst immer einen Gegner ehren und du kriegst auch diese Ehrenkapseln. Na, kannst du dann immer aufmachen. Die Ehrenorbs. Orbs. Ja, da freue ich mich immer. Gut, ja. Klinge der Gerechtigkeit, Alter. Die würde ich gerne heute nochmal sehen. Aber die kommt von Garen. Die habe ich damals mit Johnny zusammen in die Tat umgesetzt. Heute bisher kein Garen gesehen. Vladimir aber auf der Botlane. Und ich finde, der hat sich trotzdem gut geschlagen hier gegen die Syndra. Sie hatte tatsächlich aber die Priority auf der Lane. Ja, das war allerdings klar. Und abzusehen, 1760 Gold, 11 Turret Plates. Ah, Isurus, das sieht ein bisschen mager aus damit vier. Ja, die haben wahrscheinlich die Magermilch in dem Fall genommen, während Hong Kong Attitude mit Vollmilch unterwegs war. Jo, die haben auf jeden Fall voll einen in der Rüstung drin. Mit Vollgas. Mit Vollgas. Ja, Rüstung ist auch ein gutes Stichwort, denn beide haben sich hier die Ninja-Tabbies auf der Top-Lane geholt. Ist auf jeden Fall der richtige Move. Aber man sieht hier auch natürlich, obwohl der Farmvorteil bei Jace da ist, kann er sich hier auch nicht wieder rausbringen aus dieser Situation. Er kommt jetzt nicht mehr wirklich nach vorne, wenn er zu weit vorgeht. Man hat auch die Vision schon im Jungle. Das bedeutet, Crash kann da auf jeden Fall schnell zur Stelle sein. Er muss da jetzt sich erstmal so ein bisschen eindrücken lassen. Die Frage ist, kann man auf dem Rest der Map so ein bisschen was machen? Und da sollte man natürlich jetzt ein Auge drauf legen. Ja, generell sollte Isurus da aufpassen. Ich meine, das Scaling natürlich mit Vladimir nicht schlecht. Der wird ja gerade nochmal kurz erwischt, muss rein in den Pool. Also, ja, Damage ist in der Haus hier. Ja. Man hat ja auch gesehen, die Ultimate wurde jetzt so ein bisschen defensiv eingesetzt, um die Gegner so ein bisschen abzuschrecken. Wenn man da 2-3 Tower Shots zu viel bekommt, dann kann das sogar zum Kill führen unterm Turret. Aber, ja, man hat den Druck weiter hoch und das auf allen Lanes mehr oder weniger. Man kann sie hier auf jeden Fall gut gegenhalten. Akali, ja, der Pegel muss gehalten werden. Der Pegel muss hier halten werden, ja. Der Milchkonsum, der darf auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden in dieser Situation. Und jetzt gibt's den Midlane Turret. Ja, ab auf den Turret und Isurus versucht das Ganze zu verteidigen, allerdings in Unterzahl. Und hier merkt man auch schon einen Fehler. Sie haben nicht wirklich Wave Clear, vor allem nicht über Range, der Turm fällt. Und ja, Hong Kong Attitude, sie kommen immer weiter voran. Ja, und vor allem, der Gegner kann nichts machen. Also Hong Kong Attitude nimmt sich einfach diesen Midturret. Die haben gesagt, das ist jetzt meiner. Und der Gegner kann nur zuschauen. Akali kann auf der Botlane auch nichts machen. Die Mission ist sofort wieder da. Hat Ultimate ab, falls es brenzlig werden würde mit dem Turret. Man muss hier gar nichts aufgeben. Man kriegt eigentlich nur noch mehr dazu. Und das ist jetzt schon ein saftiger Vorteil von 6000 Gold. Ja, da muss Isurus auf jeden Fall kommen, das Team aus Lateinamerika. Haben natürlich traditionsgemäß immer eine große Fanbase. Und ja, Fanbase, Leute, da merke ich im Chat gar nichts. Ihr seid so ruhig. Trinkt ja euch mal einen Kaffee. Ja, da muss auch ist ja der mit dem Puls. Schuss Milch. Wo ist der Puls hier? Ja, ja. Aber gut, wir warten natürlich noch auf die großen Teamfights. Ich glaube, dann wachen auch dann spätestens alle auf. Ja, wir haben hier die Kollegen auch schon vorgewarnt. Die haben auch vorhin schon gesagt, dass sie sich hier vielleicht noch Oropax besorgen. Aber schauen wir mal. Ja? Isurus Gaming, die brauchen jetzt auf jeden Fall eine gute Idee. Sie haben Pick-Potenzial auf jeden Fall mit einem Skarner. Sie können da auf jeden Fall ein bisschen was machen. Was mir ein bisschen fehlt, ist der generelle Engage. Also sie haben halt einen Vladimir. Okay, mit dem kann man mit der Ultimate irgendwie was machen, aber das ist kein Engage. Ja, der Engage ist halt wirklich Skarner-Stapel, ja. Und das war's. Ja. Was passieren kann, ist, dass Bugex einen kleinen Flank leistet, ja, wenn man die Gegner weit vorne hat und in die Backline geht. Aber selbst dann hat man Scatter of the Week auf einer Syndra. Man hat einen Hook, man kann mit Pike tatsächlich Leute auch komplett stunnen. Also man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu kompakt steht, damit der Pike da ankommt. Und dann ist der Follow-up halt ziemlich groß. Jetzt Akali auf der Botlane. Oh, Sayer versucht hier zu dodgen. Der Hook sitzt allerdings. Es geht hinterher. Ja. Oddi kommt mit dazu. Und das ist halt eine Akali, ja? Hm. Shroud und ihr seht mich nicht. Ja, was man natürlich gut gemacht hat, hier nochmal das Trinket zu verwenden. Aber es bringt halt trotzdem im Endeffekt nicht so viel, dass man da den Kill bekommt. Ja, der gute Oddi war auch in der Nähe. Aber man hat wieder vier Leute, die dann zur Stelle sind und auf der Top-Lane. Da muss man jetzt natürlich aufpassen, dass Freezet da nichts verliert. Man hat jetzt aber in 20 Sekunden den nächsten Drake und alle im Gegnerteam sind auf der Top-Side. Das ist einfach... Die wollen hier ja den kleinen Flausch hinholen. Ja, aber man wird dafür nichts bekommen, außer vielleicht den einen Turret. Man verliert jetzt wieder einen Dragon. Also das finde ich... Ja gut, ein Kill, was ist das schon? Und mit der Nah-Ultimate. Flash hätte er theoretisch auch noch, aber lebt hier ziemlich lange und holt sehr viel Zeit raus. Oddi mit dem Kill. Und jetzt die Frage, kommt man auch rechtzeitig runter? Du hast es angesprochen, der Drache ist da. Ja. Geht jetzt aber erstmal für den Midlane Druck hier an die Druck. Druck.
Ist auch okay. Ich meine, Twisted und Lee, die sind auf der Botlane und die üben jetzt auch natürlich den gewissen nötigen Druck hier auf diesen Botlane-Turret aus. Und man kriegt wieder ein Objective und alle Gegner sind meilenweit entfernt. Man kriegt jetzt den ersten Turret auf der Toplane. Man tradet sozusagen, aber ich finde, es ist kein guter Trade. Tier 2 gegen Tier 1, ja. Ist kein guter Trade. Ja, man kann jetzt zum Dragon gehen, sich den Mountain Jack holen und dann ist der Vorteil noch größer. Also, ja, Isurus Gaming hier tatsächlich nicht wirklich präsent bisher. Und ja, die machen den Ali-Move. Gar nichts. Lul. Jetzt alle Ali-Spieler im Chat komplett getriggert, KQW. Ja, jetzt wird's der Dragon und also man sieht's, also die Gegner, Isurus Gaming hier tatsächlich sehr passiv unterwegs und ja, die lassen das gerade so ein bisschen über sich hier gehen und Hongkong Attitude, die machen hier wohl richtig Krawall und Remi-Demi. Ja, 5500 Gold vorne inzwischen. Pike früher auch mit der QSS, genauso wie Mission und auch 3Z. Crazy. Alter, bin getriggert, AF. Ja, ist auf jeden Fall gut. Ja, wichtig gegen den Scanner natürlich, die ganzen Quecksilberscherben. Definitiv. Ja, was wir sonst sehen, ist natürlich, dass in der Mitte noch nicht so viel passiert ist. Ne? Also wir haben hier Mission und Akali, TF und Akali, die sich hier natürlich so ein bisschen Farm aneignen. Der Power Spike auf jeden Fall bei Akali schon da. Sie hat den Orb, sie hat das Gunblade und sie hat sogar einen kleinen Goldvorteil. Ich hoffe einfach, dass hier gute Teamfights entstehen können. Aber ich sehe einfach nicht den großen Crowd-CC. Also wir sehen den eigentlich eher bei den Teams von Hongkong Attitude, also bei den Champions vor allem von Hongkong Attitude. Wir haben Gnar, der mit seinem Ultimate viel machen kann. Scatter the Weak kann gut setzen, dann kann man mit einem Pike noch followen. Man hat eine Stun-Card, man hat den Kick, also man hat so viel zur Verfügung, wo man die Gegner hier ein bisschen in Bedrängnis bringen kann. Und auf der anderen Seite setzt man alles auf einen Spieler. Ja, das Problem eben bei Isurus ist halt auch einfach gewesen, sie sind darauf angewiesen, dass sie eigentlich in der Laning-Phase durchböllern und durchknuspern, aber das ist halt nicht passiert. Ja. Stattdessen hat Hongkong Attitude früh das Spiel an sich gerissen. Jetzt ist halt der Nash schon live. Alter, der Pike-Backport ist größer als die Schlange. Was ist das? Wer hat die größte Schlange? Ja, Pike offensichtlich, ey. Ja, das ist Garner hat den härtesten Stachel. Gut. Lassen wir das. Ja. Aber dafür hat Lee den krassesten Kick. Oh, wow. Ja. Der kickt da so richtig rein. Eieiei. Kick weh. Kick weh. Gut. Ja, also, ja gut, das ist halt... Oh, jetzt ist es slow. Ja gut, aber es ist halt auch Pike. Also, ich meine, der ist im unsichtbaren Modus. Ja. Der cheatet sowieso schon. Dann drückt er E und dann ist er eh wieder raus und wieder full life, egal was vorher passiert ist. Deswegen ist er auch so ein geiler Champ. Ich liebe den. Ja, der ist einfach unfair. Pike ist einfach unfair. Ist halt wirklich so die Ultimate... Sehr, sehr gut. Oh, ihr macht auch mich stolz, Gold zu beschaffen. Ja, ist halt echt so. Der Chat, Freunde, ja, volle Party hier. Ne? Wir machen, da ist der Ballermann gar nichts gegen. Oh, so, und jetzt Flash, der will er, der hat Bock. Ah, ja, Mike, aber Crash sagt nein. Ah, das tut weh. Aber da hat er richtig einen Korb bekommen hier. Ja, aber er kommt doch wieder raus. Ne? Der zieht dann wieder die Schlange aus der Schlinge. Eieiei. Ja. So, pack die Schlange wieder ein. So. Hier kommt K.A. Hongkong Attitude. Ja, oh, ich will den Stachel ausfahren. Ich sehe es ganz genau. Der hat richtig Bock hier. Der Gürtel ist auf. He is prepared. Ja, ja. Ah, 2 Minuten noch, dann ist der nächste Drache da, Hongkong Attitude. Es steht nur 3-3 in Kills. Also, ich bin ja gerade ein bisschen enttäuscht. Hätte ich mir ein paar mehr Umdrehungen hier gewünscht. Aber ja, was nicht ist, kann auch werden. Jetzt geht's auf jeden Fall den ganz großen Wurm. Ja, und man wird auch nicht in Bedrängnis genommen. Man merkt eigentlich mehr oder weniger gar nichts. Jetzt wittert man so ein bisschen was, man hat keine Vision. Und jetzt wird man das Ganze natürlich mitbekommen. Jetzt gibt es den Hook. Tja, der Knallzapfen ist noch da. Jetzt gibt es sogar noch einen Teleport. Wenn man da jetzt irgendwie reinkommt, dann geht rein für den Ziel. Komm, gib ihn! Mach den Stachel aus! Weiter, wer ist down? Der geht hier schneller down als der Ali, wenn die Horde rennt. Und jetzt kommt allerdings Isurus, versucht hier nochmal zu supporten und stört das Ganze hier. Ja, unfassbar, dass man hier natürlich das so spät mitbekommt. Man hat keine Vision am Baron. Geht dann natürlich für den Steal, aber man bekommt hier nichts raus. Ja, auch sehr gut der Damage-Stop an der Stelle hier von Hongkong Attitude. Und der Stachel, der geht ins Nichts. Und somit auch das Smite, beziehungsweise das Smite ist sogar noch ab. Audi wird abgeholt. Und oh, schön, Scatter the Weak. Und ja, jetzt natürlich nochmal herangeholt. Und da kommt die Pike nochmal. Einfach weggeböllert. Da hat Sky Wing gemacht, Alter. Weißt du, der hat einfach weggestampft. Und das war natürlich jetzt hier der krasse Move, den man hier brauchte, um
tatsächlich die komplette Kontrolle weiterhin an sich zu reißen. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Der Hook geht früh raus und man denkt jetzt, okay, wir können jetzt mit den Knallzapfen natürlich vieles machen. Aber mit der TF-Ultimate sieht man alle Gegner. Man weiß, wo jeder ist und das ist sehr stark gemacht hier an der Stelle. Damage-Stop ganz eindeutig hier. Audi ist da mittendrin. Man versucht natürlich da unten nochmal was zu machen. 1000 Leben hat der Baron noch, bevor der Jungler stirbt. Und somit ist es natürlich ein leichtes hier zu smiten. Sehr gut gemacht. Man verliert ja nicht mal was, ja. Man kommt hier mit allen Leuten gut raus und selbst Crash kann sich hier nochmal retten. Das war natürlich schwierig. Was jetzt Bugex da macht, das verstehe ich nicht ganz. Er will hier unbedingt nochmal committen und wird dann einfach komplett zerberstet. Das ist eigentlich so, gut, wir wollen hier komplett die Leute nochmal abholen und das wird man auf jeden Fall schaffen. Scatter the Weak sitzt gut und dann kriegt man hier 2 Kills. Und das ist natürlich, ja, weiß ich nicht. Ne? Und das hat Boom gemacht. Es hat Boom gemacht und es hat geklatscht und zwar ordentlich und somit hier 10.000, wenn nicht sogar schon über 11.000 Gold Vorteil. Und das Ding ist gegessen. Und das Motto jetzt bei Hong Kong Attitude ist hier, reiß die Hütte ab. Und zwar ganz, ganz schnell. Mission ist da unten am Start. Der erste Neptun ist down. Währenddessen 3Z oben noch am letzten Tier 2 Turm. Und ja, Isurus, die gucken gerade wirklich nur zu. 5.000 Gold Baron Powerplay bisher. Ja, also das ist hier eigentlich so ein bisschen Bot-Game, mehr oder weniger. Muss ich ganz klar leider so sagen. Isurus Gaming hier ohne irgendwelche Gegenwehr. Ja, das ist hier so ein bisschen sehr keusch, was sie hier machen. Und in dieser Phase des Spiels. Ja, die sind noch nicht warm. Ja. Hong Kong Attitude, die haben das hier komplett unter Kontrolle. Würde mich wundern, wenn die Jungs von Isurus Gaming hier nochmal zurückkehren. Klar, sie haben Vladimir, sie haben eine Akali, damit kann man ein bisschen was machen. Aber der es wird Zug ist abgefahren, ja. Da ist die 18 schon in Istanbul. Alles klar. Ja, währenddessen 3Z oben Tier 2 eingerissen, jetzt fällt der Inhib. Also da muss man sich ein bisschen was überlegen, auf Seiten von Isurus fürs zweite Spiel. Ja, 3Z jetzt hier natürlich auf der Toplane ein bisschen bedrängt, aber jetzt hat er seine große Form gleich. Und ich meine, Auto-Attack nur und man muss flashen. Oh, da kommt gleich der Flauschi nach, der will da rein. Jetzt ist er groß. Und der Wachsen, Ultimate. Die Ultimate nicht ganz perfekt gesetzt, aber egal, der Turm ist trotzdem down. Und jetzt geht's weiter voran. Der Teleport natürlich nochmal hinten rein. Was soll das denn bitte sehr? Seiya bekommt immerhin noch den Kill, aber dann der Stun. Nar gleich wieder flauschig. Jetzt wird's langsam ein bisschen sloppy hier. Vrungulus schafft zurück in die Base, aber der Inhib ist down. Und Hong Kong Attitude 2 auf den Inhibs oben. Wäre nochmal eine riesige Wave, aber das kann man nicht mehr nehmen gerade. Dafür geht schnell auf den Weg nach Hause. Nochmal bei Meckes vorbei, den Bergdrachen mitgenommen. Jo, auf jeden Fall. Ich finde auch gut, dass ich gesagt habe, gute Ultimate. Und du sagst, ja, die Ultimate war nicht ganz so gut, aber es ist nicht so schlimm. Ich meine, Gnar hat einfach die Gegner in... Er hat sie einfach geultet. Er hat sie natürlich zu seinen eigenen Team gebumst, aber da war natürlich der Turm nicht mehr an richtiger Stelle, sodass man die Wand hätte nutzen können. Beziehungsweise hat sie einfach verfehlt. Hier sehen wir das jetzt nochmal. Und wir sehen auf der Top-Lane, einmal ganz kurz oben drauf achten. Wir sehen, dass 3Z hier ziemlich low geht und er trotzdem gleich jetzt für den Re-Engage geht, weil er ist kurz davor, groß zu werden. Ja, geht jetzt hier für die Plays und somit ist der Jace erstmal raus. Ja, währenddessen wird natürlich eine auch engaged und man versucht hier natürlich irgendwie nochmal was zu verteidigen, weil das ist wahrscheinlich so die letzte Möglichkeit gewesen. Ja, genau, Ultimate nicht ganz perfekt, aber trotzdem geht man jetzt hier sogar noch weiter hinterher. Ja, ein bisschen rein muss natürlich auch mal sein, sage ich ja immer ganz gerne. Seiya kommt hier in dieser Situation aber auch nochmal raus und somit kann man hier die Gegner auf jeden Fall in die Flucht schlagen. Man bekommt hier aber den zweiten Inhib und das ist genau das, was man will. Alter, guck dir mal diese Gold-Difference an. Also es geht ja absolut steil hier. Hong Kong Attitude hat auf jeden Fall das Party-Ticket schon gebucht und ja, bei Isurus Gaming, die haben die Einladung immer noch nicht bekommen. Vielleicht für Spiel 2. Ja, gut. Ja, also auf der Seite von Isurus heißt wahrscheinlich jetzt schon abhaken das Spiel. 14.000 Gold nach 27 Minuten. Das ist hier eine ganz eindeutige Kiste. Gibt jetzt sogar gleich nochmal den 5. Drake und das ist nochmal ein Cloud-Drake. Gut, kann man mitnehmen, muss man nicht. Man sollte das Spiel jetzt einfach über die Top-Lane beenden. Man hat jetzt hier aber auch gleich nochmal einen Baron. Wenn man den unbedingt braucht, kann man sich den natürlich auch nochmal holen. Ja, und Isurus Gaming, die hatten nicht so wirklich einen Teamplan hier. Also es ging nicht so ganz auf, wie sie sich das vorgestellt haben. Die Pick-Comp mit dem Skana, die ist leider überhaupt nicht aufgegangen. Auch in Vladimir, ich meine, da steht 0-0-1. Er hat einfach nur nichts gemacht in diesem Spiel. Na, der hat jetzt hier 2 Items fast fertig. Nicht mal. Oh, da kommt ja der Burst einfach. Ja. Also ich habe ja gesagt, der Follow-up von dem ersten CC ist einfach insane bei dem Team von Hong Kong Attitude. Und da kann man einfach einzelne Ziele super rausnehmen. Und ja, es wirkt auch schon so, als würden sie sich nicht mehr wirklich wehren. Aber das Gefühl hatte ich tatsächlich das ganze Spiel über. Seit den ersten Aktionen war Hong Kong Attitude hier eigentlich immer vorne. Und damit auch der verdiente Sieg, sollte es dann soweit kommen. Aber ich gehe ganz stark davon aus. Ja, jetzt nimmt man sie hier nochmal richtig in die Mangel. Oh, Flashback, Oddi hinterher, Bruder. Aber der Squad ist da. Sie kommen hier, um zu helfen. Der Stun ist lange, aber nicht lang genug. In der Zwischenzeit sagt man sich einfach, ja, fightet halt einfach. Ja, wir reißen eure Hütte ab.
Ja, und die ist jetzt auch natürlich schon komplett in Trümmern. Genau, Ultimate nochmal zum Zone. Akali kann hier wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Und das, meine Damen und Herren, sollte es gewesen sein. Man versucht hier natürlich nochmal Helms Klamm zu verteidigen. Aber ich meine, guckt euch mal die Toplane an. Die rennen da irgendwo hinterher. Lee Sin kriegt nochmal einen Double Kill. Und der erste Sieg hier für Hong Kong Attitude in dieser ersten Partie. Vollkommen verdient. Fast ja, 17.000 Gold waren es, glaube ich, am Ende, wo man hier vorne war. Man hat das einfach gesnowballt. Das war der größte Schneeball überhaupt. Wenn nicht sogar schon eine Lawine. Und wer auch eine Lawine ist, ist natürlich unser Mori. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sind Best of Fives. Und hier werden wir heute auf jeden Fall noch einige Spiele sehen. Und ich bin gespannt, wie Zerus gleich zurückkommt. Das bin ich auch. Also das war, natürlich hatte das wenig von Helms Klamm in dem Fall. Das war einfach komplett, ja, Abrisswagen gegen Hundehütte in dem Fall. Und ja, was soll man sagen? Zerus, da war die Hundehütte, da war relativ wenig Gegenwehr. Sie haben sich sehr, sehr schnell damit abgefunden, hatten allerdings auch einen Draft gehabt, der darauf angewiesen war, zu snowballen. Und da sind sie nicht in den Snowball gekommen. Problem ist, sie hatten dann ein Team ohne Wave Clear, ohne Engage und ohne Möglichkeiten, das dann entsprechend rumzureißen. Entsprechend schwierig, ja, mit so einem Draft dann überhaupt noch ein Comeback zu fahren. Ich würde mir wünschen, dass die nächsten Partien vielleicht weniger eindeutig ablaufen, ein bisschen mehr Spannung reinbringen, beziehungsweise vielleicht auch, dass Zerus Gaming mal was Verrücktes auspackt. Ja, also der Vladimir konnte leider nicht überzeugen auf der Botlane. Da war auf jeden Fall zu wenig Druck einfach über die Botlane. Also ich habe das schon so ein bisschen befürchtet, weil der Engage im Team einfach komplett gefehlt hat. Man hat einfach nur diesen Scanner gehabt und danach wäre nichts mehr gekommen. Währenddessen hat man auf der anderen Seite Early Games Champs gehabt, wie zum Beispiel Lee Sin, der sehr viel machen kann. Ein TF kann mit Level 6 sofort roam. Und auch eine Gnar-Ultimate kann natürlich mal gut gesetzt werden, wenn ein gutes Teleport rauskommt. Und da hat man einfach viele Möglichkeiten gehabt, das Team in die Mangel zu nehmen. Das hat man auch sehr gut hinbekommen. Ja, ich meine, man hat es am Anfang ging es noch, ja, die ersten Aktionen tatsächlich, auch das First Blood, das war soweit noch gut, man ging mit 2 Kills in Führung, aber dann hat man sich immer zusehends zurückgezogen, beziehungsweise Hong Kong Attitude kam ins Spiel, dann kam einfach gar nichts mehr. Ja, man hat gesehen, sie haben viel auf die Laning Phase verlagert und als das dann eingebrochen ist, dann makrotechnisch war es einfach unterlegen. Das waren 2 verschiedene Welten. Ja. Ja, das eine ist eine Wildcard-Region und das andere ist halt eine Region, die so eine halbe Major-Region ist. Ja, also muss man natürlich sehen, dass man hier, wie gesagt, jetzt sich nicht verunsichern lässt. Ne? Also ich habe ja gesagt, ich würde mir wünschen, dass Zerus hier jetzt adaptieren kann, dass sie den nächsten Draft besser ausspielen, weil ich glaube, wenn sie bessere Champions haben, trauen sie sich auch mehr. Man hat ja ganz eindeutig auch gemerkt, dass sie sich zurückhalten, dass sie auch so ein bisschen eingeschüchtert sind ab einem gewissen Punkt des Spiels und da hat man auch einfach keine Gegenwehr mehr gespürt und dann hat man es einfach nur runtergespielt und die Experience mitgenommen. Das war's. Ja, wir haben tatsächlich nochmal die Replays, wo wir jetzt dann auch reingehen werden zu diesem Spiel. Und da sind sie, die ersten Szenen. Ja. Gesagt, am Anfang vielversprechend. Ja, was man im ersten, was man, die Szene, die wir jetzt gerade nicht gesehen haben, war das First Blood in der Mitte, was sehr, sehr gut war, auf jeden Fall von dieser Risk Gaming. Auch diese Aktion, davon hätte ich mir viel mehr gewünscht, dass man da wirklich aggressiver vorgeht. Hätte man das gesnowballt, diese Situation genutzt, weil Skana war einfach die Condition, womit man die Lanes hier nach vorne bringt. Aber hier in der Situation hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass man entweder frühzeitig rausgeht, weil man muss die Gegner einfach irgendwann bemerken, man muss auch ein bisschen besser koordinieren. Und dass man hier wieder beide Leute verliert, das ist natürlich super tragisch. Und hätte man Bugex entweder früher rausgezogen oder hätte man gesagt, wir gehen jetzt auf jeden Fall für den Kill of Rezi, dann hätte man hier was machen können. Auch hier sehr schlau gemacht natürlich von Hong Kong Attitude, dass man den Baron stoppt, sobald der gegnerische Jungler rauskommt oder ist auf jeden Fall mehrmals das Lehrbuch angesprochen, dass man hier auf jeden Fall wieder angewandt. Ja, einfach keinen Damage mehr auf den Baron machen, sobald der gegnerische Jungler im Pit ist. Der Rest des Teams konnte ich auch nicht folgen. Ja. Ja, gerade bei der ersten Szene ist man halt einfach in den Lane-Swap reingelaufen, während man selber noch ein Lagging machen wollte. Also da hat man überhaupt nicht aufs Makro geachtet. Auch hier immer wieder in den Szenen. Das Ganze war dann schon mehr oder minder verzweifelt. Ja. Das war dann einfach nur ein Aufräumen. Hier nochmal die Nahult. Zwar kein wirklich gestunt, aber ja, ich meine, ne, bisschen durch die Gegend geschubst, das hilft ja auch. Ja, die letzte Aktion, die wir jetzt vorhin noch in den letzten Zügen des Spiels gesehen haben, war auch dann natürlich nur noch Verzweiflung, wusste, das Spiel ist eh schon verloren. Und das wusste man hier eigentlich auch schon. Weil, ganz ehrlich, man hat einfach kein Potenzial, hier wirklich das Ganze nochmal zu turnen. Man hätte vielleicht immer für einen Ambush gehen können, aber das hat auch einfach nichts mehr gebracht, nachdem man hier die beiden Inhibs verloren hat. Hier sieht man nochmal, wenn man auf die Toplane achtet, da chase man bis ins Unendliche. Ja, da holt man wirklich nochmal den Drive-In raus und geht nochmal auf die andere Lane. Aber das ist nicht so schlimm, weil man hat jetzt hier zwar das erste Game verloren, man darf jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken. Das habe ich ganz ausdrücklich so gesagt, denn man darf jetzt sich hier wirklich nicht verunsichern lassen. Man muss jetzt einfach schauen, dass man wieder zurückkommt, die nächste Pick-and-Bun-Phase besser spielt und dann geht's auch nach vorne. Ja, und für uns hier geht's auch ins zweite Spiel. Sind gleich wieder für euch da und dann natürlich mit weiter Partystimmung. Also gönnt euch da nochmal ab zum Kühlschrank und dann bis gleich. TQW.
Mit Games kannst du in eine Welt voller Abenteuer eintauchen. Aber jedes Abenteuer birgt auch Gefahr. Du klickst auf einen Phishing-Link in einem Gaming-Forum und dir wird dein Passwort geklaut. Du lädst dir das falsche Programm runter und plötzlich ist Malware auf deinen Geräten. Du verlierst ein Multiplayer-Match wegen einer Botnet-Attacke. Oder du benutzt NordVPN und schützt deinen Traffic mit der modernsten Verschlüsselung. Spiel nicht mit deiner Sicherheit. Bleib auf der sicheren Seite. Zu viel Hype? Es gibt kein zu viel Hype, Maxim. Standing in this room, I'm thinking how we were amazing, you and me on the same ship. Built a little life with each other, but love was a hurricane, so we both drowned one another. Lying just enough to get me through another night. You're on the inside looking for another. I'm on the outside lost in the weather. You left me in this hell. I'm yelling to save me from myself as I go tumbling down. Tumbling down. Feelings. Oh, it was amazing. Dreaming big while we blazing.
ride or die with each other. But love was a hurricane, so we both drowned one another. Now I'm floating, breathing just enough to help me through another night. You're on the inside looking for. Lost my heart in the waves of a hurricane. Und da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, ihr seid eingedeckt, wieder zurück vom Kühlschrank ran, vor den Fernsehgeräten, Tablets, Smartphones, PCs. Wo guckst du am liebsten, Kalle? Ich gucke ganz viel tatsächlich am PC. Also wenn ich abends oder wenn ich tagsüber schaue, dann bin ich am PC und spiele nebenbei WoW tatsächlich. Und ja, ist ganz, ganz normal. Also, aber ich gucke auch gerne mal, wenn ich abends im Bett liege, am Tablet tatsächlich. Also... Das ist so das Gängigste. Es gibt ganz viele Leute, die auch am Fernseher gucken. Also immer vermehrt gucken Leute am Smart TV, glaube ich. Ich gucke tatsächlich ganz oft, wenn ich, hört sich jetzt mega lame an, wenn ich am Bügeln bin. Also wirklich Wäsche bügeln, so. Auf dem Fernseher ist dann immer ganz praktisch. Ja. Aber machst du dann auch so ein Tuch um und sowas? Wie so eine... Nee, das mache ich nicht. Aber ich gucke dann immer und höre dann wunderbar den Cast zu und würde mich freuen, wenn ich das jetzt wäre. Unterhemd und dann so eine Flasche Milch dazu. Würde mich natürlich freuen, wenn das nächste Spiel weniger eindeutig ausgehen würde. Insofern natürlich die Frage, was müsste man jetzt picken? Ja, die Antwort kriegen wir jetzt vielleicht in der Champ Select, damit das diesmal besser läuft für Isurus. Ja, das hoffen wir natürlich ganz besonders. Rennington Bun geht jetzt über Isurus Gaming raus. Sie sind diesmal auf der blauen Seite. Das könnte jetzt vielleicht so ein bisschen Auswirkungen haben. Sie haben eben die Yuumi selber gespielt und da muss ich sagen, hat es leider überhaupt keine Wirkung gezeigt. Zumindest in Kombination mit der Vladimir Botlane.
Das war nicht so gut, finde ich. Da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Der Pike, jetzt eine Reaktion. Das finde ich gut, dass man jetzt hier reagiert auf das, was eben gut funktioniert hat. Der Pike wirkte vielleicht nicht so präsent, aber hat hier und da auf jeden Fall gut was rausgeholt. Die Hooks, die saßen auf jeden Fall und da hat man auf jeden Fall mal einen Pick bekommen. Kiana jetzt hier auch wieder der Bann. Auf der Gegnerseite ist man mit Pantheon, Graras und jetzt auch der Syndra auch gut bedient. Ja, Syndra vorhin ja Blind Pick gewesen, aber damit Xayah Rakan offen und ja, schwuppdiwupp hast du hier die Xayah eingeloggt. Also selten, dass das hier nochmal durchkommt in dieser Play-In-Phase, aber hier ist es dann eben doch passiert. Und ja, auf der anderen Seite die Antwort, man bereitet sich schon vor, jetzt den Rakan wegpicken ist eine Möglichkeit, allerdings Rakan alleine nicht so stark wie Xayah alleine, aber man macht es trotzdem Hongkong Attitude, einfach nur um diese Combo zu denyen. Also Rakan hat nicht so viel Potenzial wie Xayah Rakan, aber es ist quasi die Adaption in dem Fall. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Move, dass man hier Rakan nicht abgibt und ihn selber ins eigene Team holt. Ezreal kann man auf jeden Fall machen. Ist auch generell ein guter Spieler guter Champion, um hier natürlich auch gewisse Plays zu forcieren. Wenn man jetzt hier noch einen Iceborne Gauntlet draufkriegt, dann kann man die Gegner auf jeden Fall auch slowen. Da ist natürlich die Frage, ob man Gegner hat, die man slowen will. Na, Kali, die will man auf jeden Fall zurückhalten, da sollte man aufpassen. Eben haben wir auf Sia aber nicht so viel gesehen, also da warte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr nach vorne. Mit Thresh kann man Xayah auf jeden Fall sehr gut kombinieren, da kann man Hook landen. Ob man Rakan jetzt hooken will, ist die Frage, aber vielleicht kommen ja noch ein paar Ziele, die da ein bisschen besser sind. Ja, gut möglich. Also die Akali an sich gefällt mir gut. Da hatten wir von Xayah eine ordentliche Performance gesehen, auch wenn man das natürlich nicht aufs ganze Spiel übertragen konnte. Schade. Also mir hat auch Rakan bei Isurus gefallen, weil sie hatten im letzten Spiel nicht so viel Wave-Clear tatsächlich. Ja, gut. Muss man jetzt natürlich irgendwie durch. Jetzt erstmal die zweite Bannphase. Der Gangplank, der wird jetzt nochmal dazugenommen und der wird blind gepickt. Beziehungsweise den könnte man eventuell als Antwort nutzen, um hier gegen... Mori nimmt ja das ganze Studio aus. Man hört dich gerade nicht mehr, ist nicht so schlimm. Jetzt hören wir dich. Gut, Quinn wird jetzt hier gebannt. Nachdem man den Gangplank hier blind gepickt hat, könnte man natürlich, wie gesagt, auch gegen Akali setzen. Und was wir jetzt noch sehen werden, sind drei weitere Bans, die hier hoffentlich dann auch nochmal das Gegnerteam oder die Gegnerteams im wahrsten Sinne noch ein bisschen eindämmen. Galio-Ban, der wundert mich jetzt ein bisschen. Wüsste jetzt nicht, ob man den jetzt hier in die Mitte spielen will. Vielleicht gegen Akali, okay. Muss man dann sehen, aber jetzt, wie gesagt, erstmal rausgenommen. Quinn finde ich auch ein guter Bann. Tristana auch ein sehr starker Pick bei diesen Worlds bisher. Jetzt der letzte Bann und dann geht's weiter mit Unified. Ja, letzter Bann eben für Isurus. Und was sollte man natürlich jetzt rausnehmen? Also wir haben jetzt viele Flexpicks schon gesehen. Gut denkbar, dass wir da jetzt auch nochmal so einen Midlane-Bann sehen, einfach um die Akali nochmal besser reinzubringen. Ja, voilà, da haben wir es. Corki eben. War abzusehen, dass hier ein Midlane-Bann kommen würde. Hongkong Attitude, einen Jungler brauchen sie noch. Und sie vertrauen erneut auf Lee Sin. Hat ja. Im letzten Game sehr gut funktioniert. Also da haben wir wirklich gutes Jungle-Pathing von Crash gesehen. Ja, ich glaube, somit auch in den letzten drei Games hat Crash immer Lee Sin gespielt. Und er war auch immer dominant. Also ich glaube, dass man ihn sogar hier schon mal fast bannen kann. Der Galio-Bann wäre hier vielleicht für mich die Option gewesen, wo man sagen würde, lieber den Lee Sin rauszunehmen. Aber gut, muss man jetzt sehen. Ja, vielleicht gibt es auch viel zu viele Optionen für Crash hier gut zu performen. Vielleicht legt man da nicht den Fokus drauf. Der nächste Pick jetzt hier wird eine Elise werden. Gefällt mir gut. Ja. Gefällt mir richtig gut. Also Isurus jetzt auch mit einem deutlich stärkeren Gameplan als im letzten Spiel. Jetzt mit Thresh und Elise. Pick-Potenzial. Dazu das Ganze mit Akali mit dem Assassin kombiniert und ein Scaling und AD Carry. Ja. Interessant ist jetzt allerdings Klett für die Top-Lane. Wahrscheinlich gegen Gangplank. Dagegen funktioniert er gut. Vor allem Klett als solcher ein sicherer Pick. Also von daher deutlich besser Draft nochmal von Isurus in diesem Spiel. Ja, gefällt mir sehr gut, was sie jetzt hier adaptiert haben, dass sie jetzt hier auch gemerkt haben, wir haben weniger Engage gehabt, wir haben einfach keine Möglichkeit gehabt, das Spiel zu eröffnen und das haben sie jetzt angepasst. Im Gegnerteam sehen wir, ja, viele Picks, die natürlich hier dafür sprechen, dass man natürlich auch viel Schaden austeilen kann, das ist sehr gut. Aber ich muss sagen, mit einer Klett-Elise-Kombination kann man hier sehr viel machen. Auch Klett-Thresh kann sehr gut funktionieren, wenn man da einen Hook gut sitzen kann. Ich bin sowieso ein Fan von Hooks auf der Botlane, ich finde das immer ziemlich nice und das kann auf jeden Fall viel bewirken. Mit einer Laterne kann man auch mal jemanden dazu holen, also es sind auf jeden Fall viele Möglichkeiten gegeben, dass Isurus jetzt hier auf jeden Fall ein deutlicheres Spiel liefert als eben.
Oder besseres vor allem. Ja, trotzdem natürlich, ja. deutlich, ja, also deutlicher geht immer, aber natürlich wieder das gleiche Midlane-Matchup. Also da hatte man zu Beginn natürlich einen Vorteil. Ich finde auch Elise insofern ein bisschen besser als Garner, dass du den Kokon häufiger zur Verfügung hast als den Flash-Stachel quasi. Mhm. Das heißt, du kannst auch schon vor Level 6 hier mit den Gangs ankommen und das brauchen sie. Also Isuru muss halt deutlich eher nochmal aktiv werden. Sie haben aber auch ein gutes Late-Game jetzt eben sich mit der Xayah gesichert. Sie haben alles, was sie im letzten Spiel nicht hatten. Sie haben diesmal Long-Range-Wave-Clear, sie haben diesmal Nady-Carry, sie haben diesmal Gank-Potenzial Pre-6, sie haben bessere Lanes, sie haben Engage mit drin. Ja. Also deutlich, deutlich runder. Ja, gefällt mir wie gesagt auch viel besser. Jetzt natürlich die Frage, wie spielt man es aus? Weil eben haben wir im Spiel gesehen, dass sie in den ersten Minuten auf jeden Fall das Potenzial dafür gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, auch frühzeitige Plays zu liefern. Und das erwarte ich jetzt komplett in diesem Spiel. Ich erwarte jetzt, dass die Isurus jetzt komplett nach vorne ballert, dass sie jetzt hier auch wirklich die frühen Plays suchen und dass sie auch mit Hilfe von Elise hier einiges reißen werden. Ja. Wollen wir es hoffen, ne? Hongkong Attitude wirkte an sich natürlich stärker, auch rotationstechnischer Natur mit Twisted Fate. Sehr gut möglich, dass sie da diesmal wieder besser in die Rotation kommen. Wir schauen rein ins zweite Spiel. Lateinamerika mit Isurus Gaming und die Taiwan-Region vertreten durch Hongkong Attitude. Und ja, ich habe es gerade gesagt, Rotation Makro war besser bei Hongkong Attitude und auch diesmal Global Ultimates bei Twisted Fate und Gangplank. Das könnte Isurus natürlich so ein bisschen den Garaus machen. Hier jetzt sehr früh auf beiden Seiten die D-Boards. Ja, beziehungsweise der kompletten Welt, aber man geht auf jeden Fall an die Stelle, wo der gegnerische Jungler nicht ist. Ja, man swappt hier tatsächlich wirklich Positionen. Aber das ist gut. Ja? Man geht natürlich hier für die Vision und man weiß dann jetzt natürlich auch frühzeitig, wann gleich vielleicht der nächste Rap-Buff abgeholt wird. Und jetzt wird sich hier zurückgezogen. Die Botlane bzw. Elise geht jetzt sogar nochmal auf den Redbuff zu. Und da kann man natürlich jetzt schauen, gibt man jetzt hier noch für eine Trap? Wenn man jetzt die Gegner noch frühzeitig sieht, könnte man sogar stayen. Aber... Nee. Zurück. Also das letzten Endes ist einfach so klassisch. Du guckst halt, wenn der Gegner schon am Redbuff ist, dann holst du ihn ab. Ansonsten, da beide hier für diese D-Boards gegangen sind, sind beide Red... Dass alle da sind. Man weiß jetzt, ja, dass alle da sind. Aber es sind halt auch beide Red-Buffs geworden. Ja. Also letzten Endes anders natürlich ähnlich. Du weißt halt im Endeffekt, dass Lee Sin nicht an seinem Red-Buff startet, sondern dass er jetzt Blue-Buff starten wird oder zumindest Bot-Side. Ja. Und das sind natürlich beides wichtige Informationen. Klar, Hongkong Attitude weiß ein bisschen mehr durch diesen direkten Board. Den hat man aber auch sofort vermutet, also da gecleared. Aber man weiß jetzt auch zum Beispiel, dass Bogax jetzt über den River kommen wird. Da geht man auch natürlich direkt schon für die Vision an der Stelle und kann sich natürlich darauf vorbereiten und hat hier die Möglichkeit zumindest da sich, wie gesagt, so einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Er hat jetzt aber nicht gepusht, war ein bisschen knapp die Zeit auf der Toplane. Aber ich meine, man hat es sehr gut genutzt. Man hat hier auf jeden Fall die Wards so gesetzt, dass man von allen Gegnern alle Informationen bekommt. Ja, und Oddi geht auch im Übrigen nicht voll in Full-Clear-Bot-Side, sondern geht über die Wölfe jetzt direkt zum Blue-Buff. Lässt er die Raptoren erstmal aus. Sicherlich auch aus Angst vor einem Invade und Crash. Ja, aber selbst gerade ausgelaufen, der Ward. Also man hat ihn aber noch gesehen. Also weiß quasi, dass er ja ebenfalls keinen Full Clear macht, sondern dass er quasi von Red Buff, beziehungsweise vom Blue Buff direkt zum Red Buff geht. Ja, und das, die Ward da quasi am Busch zwischen der Midlane und den Raptoren auf der unteren Seite, auf der Blue Side, die hat die Information auf jeden Fall geliefert. Und jetzt weiß man natürlich, Elise ist auf der Top Side. Und die nächste Krabbe, die kann man jetzt hier contesten. Man sieht jetzt hier auch die Ward im Pixelbush, im Tribush auf der Top Lane. Da hat man sich direkt vorbereitet. Und jetzt die Raptoren, die könnten jetzt sogar schon contestet werden. Ja. Und Twisted ist auf jeden Fall in der Lage, hinterher zu gehen. Ja, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit hier, beide Midlaner gerade noch vergleichsweise even, Oddi allerdings, ja, ihm dürfte natürlich klar, er stealt auch noch den Großen. Aber er hat Smite genutzt und jetzt gleich die Krabbe da, das bedeutet, na gut, Lee Sin zieht sich eh zurück. Also er hat trotzdem den größeren Burst-Align mit dem Concord dann, denn wir wissen ja, die Krabbe nimmt nochmal mehr Damage, verliert er die Resistenzen, wenn sie zählt. Nächster Hook, der trifft direkt das Auspeitschen. Ignite ist auch raus, aber... Das war's dann auch. Ja, ein bisschen frühzeitig, bisschen... Wichtiger Ward jetzt von Grungelos. Sieht Crash, Botside. Das Signal war ein bisschen drüber, finde ich. Das hätte noch nicht sein müssen. Weil man noch nicht sicher war, ob man da überhaupt was bekommt. Flash ist auch auf beiden Champions im Gegnerteam noch ab. Und auf der anderen Seite aber auch das Heal rausgedrückt. Sehr gut finde ich, dass 3Z jetzt sich defensiv zurückzieht. Er weiß, dass Oddi jetzt Topside ist. Aber es kommt auch zum Dive mit Elise. Natürlich so ein Dive. Teleport geht sehr raus. Gut.
Ja, und das muss die Xayah sein, die jetzt hier dazu. Nee, ist Twisted, Leute. Leute, ist das andere Team, ich bin dumm. Ja, ich habe auf der anderen also, Seite geguckt. Das wäre auch witzig gewesen, wenn die Xayah. Das wäre echt geil gewesen. Ja, so direkt gestorben. Ja, war Twisted Fate, ist aber nicht so schlimm. Er hat natürlich auch eine Ultimate ab, mit der er da natürlich dann auch was machen kann. Also er hat sie jetzt gerade nicht ab, aber künftig. Es gibt halt wieder den Midlane-Push. Es war wichtig, also sonst gegen diesen Dive kannst du verhältnismäßig wenig machen. Klar, du hast halt deine Orangen mit am Start dabei, liest auch mit dem Repel in der Lage nochmal Aggro zu resetten. Das macht er sehr stark, genauso wie Klett mit seiner Passive. Auch er ist sehr, sehr stark im Dive, denn auch er resettet die Aggro, wenn er einmal abgemountet wird. Dann ist er halt kurzzeitig untargetable und der Reset ist da. Also das heißt, diese Kombo aus Elise und Klett ist halt sehr, sehr stark in Dives. Einfach weil du sie nicht sofort runterbürsten kannst als Turm. Ja. Ja, auf der Botlane warten wir natürlich auf die Engages. Also die Supporter, die müssen hier natürlich dafür sorgen, dass man hier irgendwie an die Gegner rankommt. Aber beide Teams haben da auf jeden Fall gute Möglichkeiten rauszukommen. Unified jetzt ein bisschen weit vorne und würde jetzt aber die Elise sehen. Und wenn man jetzt das E nutzt. Oh, man flasht hier sogar. Ja, muss sie hier direkt flashen, weil der Hook quasi an die Stelle kam, wo der Cane Shift hingekommen wäre. Und ja, aber, von daher direkt den Summon heraus. Weiß ich nicht. Also es war aber, das ist halt das die, Ding, ne? Die eigene Wave pusht sowieso rein. Wenn du in den River gehst und über die Wand gehst, dann hast du das gewonnen. Aber gut, hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Ja, aber die Elise hätte mit dem Kokon hinterher flashen können, das ist das Problem. Ja, jetzt muss ich auf der Top nehmen. Oh, lol! Ey, der nächste Flash raus. Also Azurus macht hier auf jeden Fall Dampf. Aber das ist halt das Problem, ne? Wenn du quasi zwei Sachen hast, die du flashen musst und dann eine Zange genommen wirst, einmal Kokon und Hook, flash du nicht, kommt der Kokon, flash du, ne? Prediction Hook. Ja, ja. Man will ja auch nicht derjenige sein, der das First Blood abgibt. Das ist immer schon so ein Mental Breakdown, wenn du dann merkst, oh scheiße, jetzt haben die schon wieder einen Kill. Aber währenddessen jetzt hier natürlich das Duell der Jungler. Das wird jetzt hier auch so in den nächsten Minuten so ein bisschen gehen. Elise und Lee Sin werden hier auf jeden Fall den nötigen Druck ausüben. Hilft aber auch einen Hook nach dem anderen. Ja. Im Übrigen, die Leute, die sich natürlich gerade im Chat fragen, wo ist der World Song? Den gibt es bei Kalle auf dem Kanal dieses Jahr. 10-Stunden-Version. Ja. Also ich habe mich eben verplappert. Eigentlich war das noch ein Geheimnis, aber das ist der offizielle World Song. Ja. Wird dann jetzt natürlich auch in allen Regionen rauf und runter gespielt. Ja? Ist auch ein internationaler Song. Ja, der eigentlich müssen wir da mal eine Challenge rausmachen. So, die Leute dancen quasi in Hardbase nach. Wer soll das machen? Die Community und schickt dann die Videos, wie sie es nachtanzen. Es gibt tatsächlich einige Videos. Oh. Also hier gibt es auch erstmal einen Fight. Sagst du gleich weiter. Twist jo. Fate und Ultimate. Dann mit Leute, der geht für den Dive. Oh. Der geht für den Dive. Der taucht tief ein und holt sich den Kill. First Blood. Rein mit dem Körper, rein in den Twisted. Das war insane. Der jumpt da hinterher. Das macht er einfach. Oh, ganz, ganz stark. Ei. Boah, da ist aber der Puls direkt am Start hier. Ja, sehr gut. Azurus Gaming zeigt sich. Und das möchte ich natürlich jetzt weiterhin sehen. Und aber wieder das First Blood, auch mit der Akali-Beteiligung. Ja. Sehr gut, auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich genau die Aggression, die wir uns wünschen. Was ich eben sagen wollte, es gibt tatsächlich schon einige Videos, wo dann Zuschauer sich hingestellt haben. Jetzt sehen wir das First Blood nochmal. Und da wird natürlich nochmal ganz klar gezeigt. Man hat jetzt hier gleich das E drauf. Und das ist natürlich dann die Condition. Zack, man geht jetzt hinterher. Ist einfach der beste Move im Spiel. Ich glaube, es gibt keinen geileren Spell als dieses E von dieser Akali, mit der man einfach auf der ganzen Map immer hinterhergehen kann, egal was passiert. Man hat sich hier versucht zu flüchten mit der TF-Ultimate. Bringt aber nichts. Zack, First Blood, Flash wird zwar gezündet. Ignite ist auch raus, aber das ist ein guter Kill. Der Fehler von Mission war, dass er die Blue Card vorher gezündet hat. Da natürlich auch logischerweise die Gold Card auf Cooldown. Und die Akali, beziehungsweise hier Seiya, die Chance für ein All-In gesehen und auch direkt genutzt. Erster Hook, der so ein bisschen fragwürdig war, jetzt hier auf das Minion. Ja, wobei, also ich sag mal so, wenn Drunglos die Minion schnell geklärt hätte, alle beide, dann wäre er durchgegangen, ne? Also. Hat aber recht. Gut. Schauen wir mal. Azurus Gaming jetzt hier gefällt mir in den ersten 8 Minuten auf jeden Fall deutlich besser als im letzten Spiel. Zumindest wäre es gut, wenn sie das jetzt halten können. Wenn sie jetzt hier den Druck hochhalten können und da natürlich auch entsprechend weiter agieren können. Oh, jetzt Klett Ultimate. Diesmal wollen sie jetzt wissen mit dem Dive. Da ist auch die Ultimate hier von Gangbang. Aber da kommt ja die Sin wieder zu, der nächste Flash. Rein ins Repel. Oh, okay. Und das geht hier komplett in die Hose. Oh Gott. Oddi auch nochmal abgeholt. Also das war ein Schuss in den Ofen. Team Rocket wäre stolz. Ja, das war auf jeden Fall schwierig. Also man hat jetzt hier auf jeden Fall eigentlich einen guten Move geleistet und man hätte auf jeden Fall den Kill bekommen können. Die Gangplank Ultimate war jetzt nicht so stark, dass man jetzt hätte sagen können, okay, die macht zu viel Schaden an den Gegner. Aber das hier entscheidend war auf jeden Fall das Delay, dass man hier mit der Orange noch entsprechend lang gewartet hat und vor allem, dass Crash dabei war, der hier natürlich immens viel gemacht hat und hier für den Double Kill auf der Toplane sorgt. Stark predicted hier von Hong Kong Attitude, dass hier der nächste Dive-Versuch
hat stattfinden sollen. Natürlich, wie gesagt, es bietet sich eigentlich an, mit Klett und Lies zu diven, aber ja, in dem Fall die Taucherausrüstung zu Hause gelassen. Ja, Lies Sin ist da. Ja, die Grundidee natürlich nicht schlecht. Mit Elise zu diven ist immer easy. Das kann man auf jeden Fall machen. Sag ich nur Kick-W dazu. Kick-W, ja. Aber Kick-W war auch dann tatsächlich der Grund dafür, warum hier tatsächlich Double Kill dann an die Jungs von Hong Kong Attitude geht. Ja, war stark gemacht. Was man hier macht, ist, finde ich, auch nicht schlecht, dass man hier für diesen Early Drake geht. Wobei Early ist auch schon wieder ein bisschen übertrieben. 9 Minuten ist der Infernal Drake schon da. Beziehungsweise 9 Minuten ist das Spiel alt. Aber man bekommt jetzt hier diesen Drake und der ist uncontested. Und das ist das Wichtige an der Stelle. Dass man hier jetzt wirklich mal Akzente setzt und wirklich dieses Early Game trotzdem besser spielt, auch wenn die Aktion eben auf der Top Lane eben nicht so glanzreich war, finde ich sehr gut. Und die Zeros Gaming, die leben. Ja, trotzdem nur Level 5. Wir sehen hier nochmal Pro-Play. Crash. Kick-W. Kick-W in den Chat. Ja, man sieht jetzt, die Orange ist tatsächlich spät gezündet und jetzt läuft er eigentlich nur noch davon. Und die Ultimate von Gangplank, die war natürlich lange dabei. Und jetzt hier über die Ward mit dem Flash, weil man das Q nicht mehr abhatte, holt man sich dann den Kill. Das E macht den Rest. Und das ist dann der nächste Kill für Crash. So schaut's aus. Trotzdem noch der Vorteil nicht so groß wie im letzten Spiel. Dazu der Höllendrache auf Seiten von Isurus. Und sie haben ja tendenziell kein schlechtes Scaling mit der Xayah. Also da ist noch alles drin. Xayah hat hier auch schon die Penetration Boots. Wird dann wahrscheinlich schnell noch auf Double Pen gehen. Ja, Hextech Revolver wird wahrscheinlich das nächste sein. Und dann folgt irgendwann noch der Orb, wenn das Gunblade dann fertig ist. Das ist der typische Akali-Build. Ja, der ballert auch. Und jetzt hat man natürlich auch schon den Vorteil sich erarbeitet. Man hat einen Farmvorteil, man hat den Kill bekommen und auch schon ein bisschen Damage am Turret gemacht. Wobei der natürlich noch ziemlich gering ausgefallen ist. Ja, Platings stehen da noch einige. Na, der Herald jetzt das nächste Ziel. Diesmal Isurus da vielleicht eher drauf eingestellt. Wir haben auf jeden Fall diesen Lane-Swap diesmal von ihm mitgeführt. Ja, da muss er aufpassen. Hoddy hat hier den Kick abbekommen. Das hätte auch ins Auge gehen können, aber das Repel, das hat hier nochmal Schlimmeres verhindert. Das war sehr gut. Und geht jetzt hier trotzdem weiter für diesen Herald. Man gibt den auf der anderen Seite auch ab. Also finde ich sehr, sehr gut, wie Isurus hier reagiert. Man hat jetzt auch gemerkt, der Rakan war schon da und man geht wieder für den Lane-Swap. Und das bedeutet auch, man rotiert jetzt gemeinsam für den Herald. Danach wird dann die gute Xayah auf die Toplane gehen und Slow wird wahrscheinlich voll. Herald einsammeln. Herald einsammeln. Ein Sandwich drin hier. Schön. Und jetzt geht's weiter. Raus für das Team von Hong Kong Attitude. Ja, man hat einen Flash bekommen auf Gangplank. Das ist sehr wichtig. Aha. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Man hätte zu 5 committen können. Da waren 3 Leute im Sandwich. Wenn man da deeper reingeht, dann kann man sich hier wirklich auch mal einen großen Vorteil verschaffen. Weil aktuell ist der Goldvorteil tatsächlich noch bei Hong Kong Attitude da. Aber diesmal beantwortet man den Swap auf die Toplane deutlich früher. Man hat das auf jeden Fall frühzeitig gemerkt. Dafür kriegt man hier den Herald. Ja. Und das ist unnormal belohnt, wirklich. Also es ist sehr stark, was hier Isurus Gaming jetzt in diesem zweiten Spiel zeigt. Es ist halt wirklich so. Also Isurus Gaming, deutliche Steigerung im letzten Spiel. Haben sie das mit dem Herald vercheckt. Diesmal haben sie sich einen Timer gestellt. Und ja, wurden belohnt. Du hast es gesagt. Komplett unnormal. Selber mit dem Herald am Gute Start. Gute Adria-Ult. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Und die Frage ist natürlich, wo sie den Herald dann einsetzen werden, wo sie möglichst viel Druck ausüben könnten. Ja, Midlane ist immer so das Primärthema, hat natürlich nochmal ein bisschen Zeit. Hauptsache, oder im Idealfall noch vor der 14-Minuten-Marke, bevor die Platings fallen. Ja. Ja, da haben beide Teams sich noch nicht so wirklich mit rumbekleckert. Man hat bisher 2 Platings bekommen. Aber die gehen auch an den Isurus Gaming. Aber wie gesagt, der kleine Goldvorteil tatsächlich aufgrund des Farbenunterschiedes, wobei tatsächlich sogar Klett mehr Farben hat hier als sein Gegenüber. Trotzdem noch bei Hong Kong Attitude. Ich glaube auch, dass... Ja, da kommt jetzt der Herald und da muss man aufpassen. Ja, 3Z cleared hier nochmal, aber Crash, jetzt der Dive über Klett. Ja, wenn man gleich zoned, weg zu zonen. Man zont den Gegner weg, aber 3Z, der ist auf der Botlane da noch unterwegs. Ja, der muss jetzt hier aufpassen, dass er nicht abdankt. Der hat den Obstkorb mit dabei, hat hier die Orange schon gefressen. Q sitzt und man zieht sich zurück. Platings mitgenommen, hier diesmal nicht zu tief reingegangen, bevor es da kein Zurück mehr gibt. Die Xayah dafür allerdings alleine auf der Topside. Man hat den TP von Ezreal bekommen und damit kriegst du auch hier nochmal Platings. Insgesamt also noch vollkommen worth für Isurus. Oh, das Flay. Hat keiner gesehen. Der ist ja Laktoseintoleranz. Slow, wo ging das hin? Der hat wahrscheinlich wirklich Laktoseintoleranz noch von gestern. Eieiei. Flay daneben, Hook nach Korea Süd. Wir sind hier in Europa, Alter. Muss aufpassen, wo die Dinger hingehen. Naja, nicht so tragisch. Hätte klappen können.
Na, man hätte auch in die andere Seite vielleicht flashen können. Oder na, die Prediction-Möglichkeiten, das ist ja Mathematik. Ja, gerade bei so einem Fresh-Hook. Aber gut. Andere hätten jetzt gesagt, es war nicht so gut. Ja, mein Gott, das ist ja World's Play-In, ne? Das ist alles, das ist geplant, Kalle. Das ist für, aber ja, es ist für auch, die Klicks. Ist auch slow, vielleicht hat er Ping. Das kann ich nicht. Gut. Schwamm drüber. Trotzdem, wie gesagt, das Early Game bis hierhin von Isurus Gaming deutlich besser als im letzten Spiel. Ah, ich würde es gerne nochmal betonen. Man hat jetzt hier gleich den nächsten Dragon, der dann spawnt. Und es wird ein Mountain Drake werden, der hier jetzt auch für beide Teams tatsächlich sehr attraktiv ist. Ja, ja, so ein Bergdrache ist immer super attraktiv. Also der macht sich da, der putzt sich da immer richtig raus. Eieiei. Unified. Ja. Das war mal eine gute Azure Ult. Das war eine gute Azure Ult. Zusammen mit dem Sheen Proc kriegt er da viel Schaden raus. Aber jetzt der Dragon natürlich. Komm, da hätte man natürlich auf die Gegner kommen können. Oh, der Engage jetzt von Rakan. Der Charm ist da, die Twisted Fate Ultimate. Aber da ist das Ausbreiten sofort die Thrashbox Sky und der Ultimate Flash schon mal raus von Mission. Ah, Mission. Und von hinten kommt Zaya und die ist gefährlich. Ja, da muss man aufpassen. Die dive jetzt hier direkt rein. Holt sich den ersten Kill, holt sich den zweiten ein. Und das ist Triple Kill. Zack, da holt man alle ab. 4 Kills hier für das Game. Für das Team, meine ich. Natürlich von alles für das Game. Kill. 3 Kills für Zaya. Für genau die Akali. Und das Shepard ist richtig, da rappelt es. Geil. Und wenn der zuschlägt, da wächst gar nichts mehr, da macht's BÄM! Bumm! Macht's da, ja, kick weh! Da kriegt ihr gar nichts mehr, der hat noch sein Ultimate ab, da hat man sich vernaschen lassen hier in der Situation. Man kriegt einen Tower, man kriegt den nächsten Dragon, man kriegt die Leute, man kriegt den Fame, man kriegt das Geld, man kriegt hier und alles! Und Isurus ist da, ja? Und da denkt sich einfach, du Hongkong-Attitude, Bruder muss los, ab in die Base, ja, das war gar nichts. Ja, der Gage eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ich meine, man versucht hier natürlich für den Pick zu gehen. Man hat hier zwar die Elise, die natürlich mit dem Repel jetzt hier nochmal rauskommt. Ansonsten hat ja, die Fresh Ultimate Sound jetzt hier die Gegner aber nochmal so richtig gut weg von dem AD Carrier. Da ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass E connected hier von der... Entschuldigung, der Spell hat jetzt hier gerade nicht connected und das war das W, glaube ich, von Ezreal. Und dann hier dieser astreine Dive hier von Sayer auf der über die Botlane, der dann natürlich dazukommt und dann hier wirklich die Leute vernascht und abholt. Der steht jetzt 4-0-1, hat einen Powerspike und einen Darkseal. Der hat alles, ne? Der geht in den Club und der holt die Olga ab. Hol die Olga ab. Ja. Ganz, ganz schnell. Ja, 4-0-1, also das ist halt wirklich, ne? Graf Koks, so viel Kohle wie der hat. Direkt mit dem Goldvorteil, also wenn der kommt, ja, dann läufst du lieber. Definitiv. 5-2, der Stand in Kills und Seiya hat mir schon im letzten Spiel gut gefallen, dann allerdings mit dem Team so ein bisschen untergegangen, jetzt hat er die Chance komplett abzuräumen. Der ist an allem beteiligt gewesen, der macht ja alles. Ja? Das ist quasi, also wirklich, der hat hier die Hosen an gerade. Na, der hat die Hosen schon aus. Ja, hoffentlich. Ja. Gut. Sehr schön, auf jeden Fall. Ich habe es eben angesprochen, dieses Spiel läuft deutlich besser für Isurus Gaming. Sie haben jetzt 4 bekommen. Sie haben den dritten Turret jetzt und zwar auf eines. Und wieder ist Seiya mit dabei. Der gefällt mir so gut, dieses Spiel bisher. Hat hier wirklich vieles schon erreicht. Und jetzt muss Bugex nur aufpassen, dass er diesen Vorteil nicht verspielt. Oh, die Rakan Ultimate. Ja, die geht halt. Das war sehr optimistisch gesetzt. Sieht aber gut aus. Ne? Sieht gut aus, wenn er da in seiner Form läuft. Ist ja dieser neue Star Guardian Skin oder so, glaube ich. Also, gut. Ist so, aber jetzt hier der Dive Sayer. Boah, das ist einfach weggradiert hier. Den gelöscht. Komplett. Ehre. Ja, nicht nur gelöscht, sondern gleich mitformatiert. Dann muss er erstmal neu installieren danach. Ja. Jetzt geht das Game langsam so in die andere Richtung. Ich habe das Gefühl, die Teams, die heute auf der blauen Seite stehen, die kriegen hier immer so diesen Mental Push. Und der hat jetzt hier auf jeden Fall gewirkt. Sayer jetzt mit dem nächsten Kill. 6 Kills insgesamt für Isurus Gaming. 5-0-1. Dieser Boy ist gefeedeter als... Ja? Ja. Ich zu meinen besten Zeiten. Ich wollte jetzt irgendwas sagen, irgendwie, aber weiß ich auch nicht. Keine Sorge, Kalle. Da kam nichts. So gefeedet wie Kalle auf Ballermann. Jo. Ne? Hashtag schütten. 2,5 Minuten noch, bis der nächste Drache da ist. Und Isurus Gaming, ja, es sieht wesentlich besser aus für den Underdog aus Lateinamerika hier. Ja, so hat man sich das gewünscht. Ja. Einfach mal, ja, keine 3-0-Series. Nachdem das erste Spiel so eindeutig war, gönnt man es ihnen hier.
Ja gut, der Schnitzel ist hier noch nicht gegessen, ne? Das muss man auf jeden Fall sehen. Also man muss sich hier auf jeden Fall weiter ranhalten. Aber hier die Akali klein zu halten, das wird auf jeden Fall schwierig in den nächsten Minuten. Da muss man auf jeden Fall schauen, mit welchen Möglichkeiten man da arbeiten kann. Das Scaling aber tatsächlich auch auf der Seite eher, finde ich, von Isurus Gaming. Man hat einen Ezreal, der nicht so gut wie eine Xayah skaliert, meiner Meinung nach. Ja, man hat hier auch einen TF, der dann natürlich seine Spells rausklappt. Dann war es das erstmal, während der Akali gefühlt keine Cooldowns hat. Und da muss man natürlich erstmal schauen, wie man damit jetzt gleich arbeitet. Auch der Klett, der gefällt mir hier als Pick an sich einfach deutlich besser. Man hat einen schnelleren Engage. Die Elise, die kommt raus. Also man hat sichere Champs gepickt. Man hat Champs gepickt, mit denen man besser engagen kann. Dieser Draft, der geht für mich auf jeden Fall in Isurus Gaming. Ja, wir hatten es ja schon in der Pick-und-Bann-Phase angesprochen, dass uns der Draft deutlich besser gefällt. Und ja, auch die Umsetzung, die stimmt jetzt. Generell dürfte es für Hongkong Attitude schwierig sein, da diese Akali nochmal zu stoppen. Also du brauchst halt auf jeden Fall CC, da muss die Goldcard sitzen und dann muss der Burst Damage kommen. Aber das ist das Problem. Sie haben keinen Burst Damage. Ja. Ja, da ist nur nicht genügend fetthaltige Milch getrunken worden auf Seiten von Hongkong Attitude. Also da ist man weder groß noch stark. Jetzt nochmal der Kampf so ein bisschen um den Red Buff. Kann natürlich Bugax nicht gewinnen ohne Smite. Ja, aber Ultimate ist raus. Guck mal, wie tanky und stabil der da ist. Was soll er da machen? Also was will Crash da noch machen? Unified macht hier noch nicht genug Schaden. Der hat ein Item fertig und kann hier einfach noch gar nichts ausrichten. Nicht mal die Träne ist schon gestackt. Und da ist natürlich das Problem, dass man hier einfach deutlich zurückgefallen ist an dieser Stelle und sich erstmal wieder rehabilitieren muss. Aber wie gesagt, auch eine Late Game Xayah, eine Late Game Akali gefallen mir besser als CF oder ein Ezreal. Und da muss man einfach schauen, dass man vielleicht über den Rakan ein bisschen was macht, einen guten Kick W rausholt und dann macht man das vielleicht schon. Aber hier tatsächlich Isurus Gaming auch in dieser Szene weiterhin am Zug und sie halten den Druck hoch. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, haben hier die komplette Kontrolle über den Botside-Jungle und das ist natürlich wichtig, gerade wo der Drache gleich spawnen wird. Rungalus, ja, bisschen, sagen wir mal, gutgläubig da vorne unterwegs, kriegt aber die Laterne gereicht und ja, klar, noch ein bisschen unscheinbar. Xayah allerdings mit einem Item noch nicht so taktvoll, kraftvoll unterwegs. Ja. Das kommt vielleicht noch. Ja, da muss man vielleicht nochmal zum Kühlschrank vorher. Und so gerade nochmal gesehen, der eindeutige Vorteil hier auch für die Jungs von Isurus Gaming, was die einzelnen Spieler angeht. Und auch Sia hier ziemlich weit vorne. Jetzt gibt es sogar den nächsten Drake und wir sehen wieder die Elise, die da dran knabbert. Und der wird auf jeden Fall gleich... Ja, das ist der Vorteil natürlich, wenn du die kleinen Spinnlein hast als Elise, kannst du so einen Drachen ganz gut allein nehmen. Man nennt ihn auch Oddi und die Kakerlaken in dem Fall. Lol! Holt sich da den Drachen ab. Das kennen wahrscheinlich die wenigsten noch. Also, weiß nicht, wer kennt noch Oggi und die Kakerlaken, Alter? Das ist ja. Das passt eigentlich ganz gut. Ich hatte mal ein bisschen Angst davor. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Serie früher, als ich ganz klein war. Der Zeichenstil war ein bisschen weird. Ja, das ist dieser amerikanische. Ja. Ne? So wie das Rockos modernes Leben und so. Stimmt, das war auch richtig weird. Das war richtig weird. Gut. Also, ich sag mal so, da hast du auf jeden Fall vorher auch ein bisschen geschüttet, bevor du sowas gezeichnet hast. Ja. Also, jetzt meine Vermutung, aber die Leute kennen's. Ja, sehr gut. Sehr gut. Man kennt's. Natürlich, natürlich. Ist der Oggi oder Ozzy? Ich weiß gar nicht mehr. Oggi, glaube ich. Oggi, aber der heißt ja Oddi hier. Ja. Ich habe das schon verstanden. Aber danke, dass es mir nochmal sagt. Gerne. Ehre. Aber ihr wisst ja alle, was wir meinen. Ja? Sehr gut. Ja, Rungalus, der hat sich noch so ein bisschen unbemerkbar gemacht, aber hat ja auch schon seine zwei Items fertig. Auf der Gegnerseite hat man jetzt auch bei Ezreal die Stärke der Dreieinigkeit sich natürlich einverleibt. Und weißt du, was das andere Item heißt, was Twisted Fate hat? Was Twisted Fate hat? Das zweite. Auf Deutsch. Ende der Weisheit. Ende der Weisheit? Ja, und das passt gerade ganz gut. Flash. Oh. Und dann ist auch das Ende der Weisheit erreicht, denn Akali ist hinterher. Aber er kommt trotzdem raus. Ja, Stuntcard hat gesessen diesmal. Das war auf jeden Fall der wichtige und springende Punkt hier. Ultimate jetzt raus bei Akali. Ist ein wichtiger Spell hier auch für Teamfights. Aber man pusht hier weiter, das ist gut. Das Gegnerteam, das lässt sich natürlich langsam blicken. Klett aber auf der Botlane. Gangplank, der moved jetzt so ein bisschen in den Jungle, versucht sich hier ein bisschen Vision zu besorgen. Man könnte mit der Xayah tatsächlich auch natürlich mit der dem Teleport noch hinzukommen. Aber finde ich wirklich sehr gut, dass man hier den Druck auch am Baron jetzt dann langsam aufbaut. Oh. Ambush. Schade. Aber man hat's auch gerochen. Also man hat es auch gerochen. Der Kick ging natürlich Richtung Busch und der Kokon sitzt an dieser Stelle dann nicht. Aber man will hier auf jeden Fall diese Ward verteidigen. Ja, das Auge kriegt ihr nicht. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn im wahrsten Sinne. Ist halt echt so. Ja, Kokon trifft hier weiter nicht. Kaiwing ist mobil mit seinen Dashes. Aber letzten Endes, man hat immer noch Bugax auf der Bot-Side.
während auf der anderen Seite Honking Attitude da komplett im Jungle ist. Ja. Also das heißt, ist es gar nicht schlimm, wenn Isurus gerade den Nashor nicht macht, denn ja, Bukax freut sich, Free Farm und Free Push natürlich auf den Turret. Ja, vor allem, man hat es gerade gesehen, die Azure Ult ging dazu, zu schauen, ob die am Baron dran sind. Also man hat überhaupt keine Vision, man hat überhaupt keine Kontrolle über dieses Ziel und kann sich jetzt überhaupt nur ausmalen, ob die Gegner jetzt dran sind oder nicht. Und das ist wirklich eine Partie, wo ich sagen muss, Hut ab, Isurus Gaming, ihr habt euch zurückgekämpft, ihr habt das erste Spiel abgehakt und hier auf jeden Fall die Hosen oder den Schlübbi oder was auch immer ganz bis nach oben, bis unter die Achselhöhlen gezogen und das hat auf jeden Fall, ja, Wirkung gezeigt. Ja, auf alle Fälle. Also da hat man ordentlich getankt in der Pause und die Zeit genutzt. Ja, solltet ihr natürlich auch immer wieder machen. Jetzt weiterhin die Nash-Pressure, während Bugax nach wie vor im Split-Push ist. Also da kann 3Z auch nichts machen. Gefährlich. Ja, wenn da ein Hook sitzt, dann ist es vorbei hier. Also da musst du aufpassen. Ja, und währenddessen, ja, Bugax immer noch im Split gegen 3Z. Clearen hier weiter in die Vision. Also Hongkong Attitude, sie müssen eigentlich jetzt irgendwie einen Pick landen oder so, weil wenn das halt so weiterläuft, dann kriegt ihr so auf lange Sicht entweder den Turm oder den Nash oder beides. Ja. Also merkt auf jeden Fall, dass sich Isurus hier deutlich besser fühlt in dieser Partie. Jetzt wollte man hier für den Sieg. Oh, jetzt kommt der Rakan-Ultimate rein, geht's. Gangbang mit am Start. Der Teleport ist unterwegs. Gerade nochmal Zeit rausgeholt mit dem Softwatch. Audi ist verdammt blau. Jetzt geht's hinterher. Crash holt sich einfach mal den Double-Kill. Und dann nochmal Kick-W-Ehre genommen in dem Fall. Isurus Gaming kann da gar nichts machen, denn hier macht's Balla-Balla-Ala für Hongkong Attitude. Die melden sich hier mit einem dicken Ausrufezeichen zurück. Ja, war natürlich kein Kick, was ich meinte. Das Q von dem guten Lee Sin hat hier in dieser Stelle dafür gesorgt, dass man auf jeden Fall zwei Kills noch bekommt. Jetzt hat man den ersten Move gelandet, dass man hier dieses Spiel vielleicht doch nicht verliert. Ja, dass man hier vielleicht nochmal zurückkommt. Und das war ziemlich unkoordiniert. Man geht hier für einen Red Buff, was in meiner Sicht ziemlich fatal endet. Also man sieht das Ganze jetzt hier nochmal. Man will unbedingt diesen Red Buff. Und ich verstehe es gar nicht. Oh, die geht viel zu weit vorne, kriegt den Red Buff nicht mehr. Die Laterne dann hier ausgelöst und Rakane mittendrin über die Gangplank Ultimate, was das Ganze natürlich nochmal verstärkt. Lee Sin, der kommt jetzt langsam auch dazu. Man hat die Stopwatch hier nochmal. Man geht halt wieder, ja, für den Flash und damit der Double Kill hier an dieser Stelle für Crash, der hier sogar noch rauskommt aus der Situation. Also wirklich schwierige Situation und das sollte man nicht wiederholen, denn dann würde Isurus Gaming dieses Game vielleicht nochmal abgeben, obwohl sie jetzt hier wirklich gerade die Oberhand hatten. Ja, da gab es einen ordentlichen Crashkurs in dem Fall. 15 Sekunden, bis der nächste Drache da ist. Ja, ich mag Wortspiele, auch wenn sie schlecht sind. Kick weh. Aber ich mag Musik, vor allem, wenn sie laut ist. Und hier spielt keine Musik mehr für 3Z, denn der ist hier abgeholt worden, währenddessen Drangelos versucht sich mit der Ultimate zu peelen. Oh, der nimmt ihn nochmal mit. Kick weh. Ja, du holst dich hier noch den Lissinus, der Jungler. Währenddessen kann man sich hier den Mountain Jake auf der Botside abholen und man kann nicht den Baron machen. Man kann ihn einfach nicht machen, weil Crash einfach gegen die Wand geknallt ist und somit hier sein Leben abgeben muss. Und das ist gerade nochmal gut gegangen. Ei, und die Drachen natürlich richtig gut für Isurus. Jetzt zwei Bergdrachen, zwei Höllendrache und der nächste ist auch nochmal so ein Feuerdrachen. Hier sehen wir, ja, Runglus ist quasi so der lebende Bait in dem Fall, aber ja, dass er da nochmal wen mitnimmt. Ja. Gute Ultimate, die jetzt natürlich rauskommt. Man wartet noch ein bisschen, bis man hier was bekommt. Und das Flash, das holt hier den Kill. Und die ganzen Federn, die knallen in den Crash rein. Und der, wie gesagt, dann auch erstmal ausgelöscht. Ja, da ist es nur raus aus den Federn, rein in den Baron. Und da ist der Baron da für Isurus. Ja. Stark. Ja, hat man sich nicht beirren lassen. Die Gangplank Ultimate sollte hier noch für Verunsicherung sorgen. Aber man ist hier ganz cool geblieben und hat sich hier diesen Baron geholt. Gegen die Wand gecrashed. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte es auch nochmal. Ja. Appreciate, ne? Appreciate, ja. Würdigen! Würdigen! Ja. Und der nächste Drake, wieder ein Infernal Drake. Und man hat bisher alle Drachen bekommen. Wenn man den jetzt auch noch kriegt, dann. Also, wenn man das dann verliert, dann muss ich sagen, dann wird es auch schwierig, hier im dritten Spiel nochmal was zu reißen. Aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass sie jetzt auch mit diesem Baron ordentlich was machen können. Dass sie jetzt hier auch wieder ihren Split-Push fahren, dass sie Klett wieder auf die Sidelane schicken, dass auch die Akali über die Top-Lane kommt. Und jetzt muss Twisted Fate einfach aufpassen. Wenn er jetzt keine Stun-Card rausbekommt, man hat sich nicht mal eine QSS besorgt auf Seiten von Sayal. Man hat einfach gesagt, Stopwatch und das war's. Braucht man auch nicht. Man hat die Shroud. Man wird eigentlich nur zurückgehalten. Also TF wird das hier nicht contesten können gegen Sayal. Der ist einfach so immens gefeedet, dass das hier auf jeden Fall fatal für ihn enden würde. Auch mit den beiden Infernal Drakes, das spielt ihn einfach super in die Karten. Ja. Was natürlich jetzt ein bisschen Tempo rausnimmt, ist, dass die Waves hier nicht allzu sehr prepared sind. Aufgrund des schnell unternommenen Nashers, ja, einfach aus der Situation heraus. Das heißt, das muss jetzt erstmal vorbereitet werden. Spielt gerade ein 1-3-1, Sayer auf der Topside, Bugax auf der Botside und der Rest pusht die Mitte bzw. nimmt sich da den Jungle vor.
Man muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Ich meine, man hat jetzt schon einiges an dem Baron Buff von Zeit verloren. Und wenn man jetzt gar nichts dafür bekommt, keine Objectives, dann war es nicht so wirklich worth. Und dann strahlt dieser Baron auch nicht so viel Gefahr aus. Trotzdem sollte man natürlich verhindern, dass man jetzt bei Hong Kong Attitude überhastet reagiert. Ah, und Bogex, der kann jetzt hier zumindest mal ein bisschen Druck ausüben. Die Gameplank Ultimate aktuell noch nicht zur Verfügung. Das wird hier also eher in Favor für Isurus ausgehen. Auch der Midlane Turret, der geht jetzt erstmal an sie. Und jetzt wird man auf jeden Fall die Inhibitor verteidigen wollen. Und jetzt ist natürlich die Frage, welches Team spielt es schlauer aus? Ja, ich meine, der Vorteil natürlich hier bei Isurus, nur noch ein Tier-2-Turm, den es unten zu holen gilt. Die zwei Bergdrachen helfen auch. Dazu die Mobilität, die man hat. Letzter Tier 2 fällt jetzt und sie haben noch eine Minute Nash, also damit durchaus die Möglichkeit hier entsprechend zu rotieren für die Inhibitoren. Hong Kong Attitude muss da immens aufpassen. Vor allem Dive-Gefahr. Ja? Sayer steht 5-0-2, hat Rabadons fertig. Ja. Ja, die Todeshaube. Also ich glaube, dass wenn der gute TF hier einmal sein W falsch setzt, also die Karte falsch zieht, ja, nicht ans Herz der Karten glaubt, dann wird es zu dem Dive kommen. Aber ja, der Baron Buff, der ist bald weg. Man hat jetzt aber alle Tier 2 Turrets bekommen. Das ist in Ordnung. Den ersten Top Lane in Nip Tower, den wird man jetzt hier auch bekommen. Das kann man auch nicht mehr verhindern. Und das ist sehr stark. Und Sayer, der macht wirklich ein bärenstarkes Spiel hier. Der geht hier kein zu großes Risiko ein und ist immer dann zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Er ist gerade der wichtigste Spieler und deswegen weiß er, er darf sich hier nicht catchen lassen, aber der Inhib ist offen und das macht es natürlich deutlich einfacher. Auch der Botlane-Inhib-Turm, so viel Leben hat er nicht mehr. 20 Sekunden noch, bis der Nash da ist. Wenn man das dann sauber resetten kann, sollte man dann bald auch zum Drachen gehen können, der dann in einer Minute da ist. Und man merkt schon, Isurus Gaming, die wollen jetzt keine Fehler mehr machen. Ja. Die wollen das jetzt hier sauberer spielen als in der Meister-Proper-Werbung. Lol. Ja, das ist auf jeden Fall eine cleane Geschichte bisher. Ja, man hat natürlich hier auch sich einige Sachen geleistet. Die Situation da am Rap-Buff ist fragwürdig gewesen, aber im Endeffekt ist jetzt nochmal gut gegangen und man konnte auf jeden Fall nochmal hinten raus profitieren. Wenn sich das gehäuft hätte, dann wäre es hier vielleicht nochmal ein anderer Standpunkt, auf dem wir uns befinden würden. Was man jetzt gut gemacht hat, man hat jetzt hier wirklich gut was bekommen. Das Powerplay ist auf jeden Fall akzeptabel. Hong Kong Attitude hat auf jeden Fall hier keinen unnötigen Fight forciert. Sie hätten jetzt hier nicht fighten müssen. Sie haben keinen Inhib verloren durch diesen Baron. Beim nächsten Baron, da wird es auf jeden Fall kritischer und da sollten sie auf jeden Fall ein bisschen anders reagieren. In 30 Sekunden sehen wir dann den letzten Drake und das ist ein Infernal. Ja, und wenn der ja auch nochmal angeht, also drei Infernal, zwei Bergdrachen, ist halt wirklich die beste Ausbeute, die du bekommen kannst. Ja. Der nächste Drache wäre dann der Elder Drake und mit denen ist dann wirklich ja gute Nacht, Licht aus und letzte Runde. Vor allem, die dann rückwärts. Vor allem der erste Drake, den man bekommt, ist ja einfach viel wertvoller als der zweite. Das bedeutet, wenn jetzt Hong Kong Attitude diesen irgendwie contesten kann, dann kommt man zumindest, was das angeht, so ein bisschen wieder zurück. Und der Goldvorteil ist jetzt auch nicht so hoch, dass man jetzt hier komplett an die Wand gespielt wird. Im Gegenteil, man kann hier definitiv noch ein paar Plays landen, um zurückzukommen. Es wird aber nicht so einfach. Aber dieser letzte Infernal Drake, der geht jetzt hier tatsächlich an die Jungs von Isurus Gaming. Und jetzt wird es echt schmerzhaft für alle Beteiligten. Ja, also drei Infernal Drakes, also da stellt sich die Frage nach dem Scaling gar nicht mehr. Und wenn wir schauen, Xayah jetzt mit 4 Items, Sayer halt auch noch Rabadons, Morellos auch noch fertiggestellt. Ja. Also da brauchst du eigentlich einen Waffenschein, ja, für dieses Setup, was sie da haben. Und Hong Kong Attitude, das wird alles andere als einfach. Da muss man jetzt schon auf Mitarbeit von Isurus hoffen, das Team aus Lateinamerika. Ja. Ja, sie haben Kraft und Ehre zurückgefunden. Definitiv. Wenn man jetzt aber mal eben drauf geachtet hat, man hat jetzt eben die Stats von Bugex gesehen. Jetzt sieht man unten links die von 3Z. Man hat 180 mehr, ein bisschen weniger als der Gegner. Und ja, itemtechnisch ist man zumindest auf dem gleichen Level, was die Anzahl angeht. Klar sind da auch Unterschiede zu bemerken, aber diese drei Infernal Drains, die klatschen. Da kommt der Hook, drauf geht's. Crash gerade noch in der Stopwatch. Die Federn werden schon mal ausgeteilt, aber jetzt gibt's nochmal den Knock-Up hier. Sofort die erste Runde mit durch Sayer und da kommt Kletten rein. Das ist auf jeden Fall drin. Hat hier die Ultimate gezündet. Hat Xayah hat jetzt hier den ersten Kill abgeholt. Double Kill jetzt hier an dieser Stelle von Varangelos. Und somit wird man hier die Gegner klein halten können. Und das sollte doch reichen, hier diesen ersten Win abzuholen. Man ist auf der Flucht. Man geht jetzt hier noch hinterher. Sayer an der Stopwatch. Muss aufpassen, dass er hier nicht sein Leben verliert. Aber das wird reichen. Und da geht's hier nochmal weiter. Huckt ihn nochmal. Er flasht weg. Aber Burgax folgt ihm hinterher bis nach Malle. Und noch viel weiter. Der Inhib ist down. Und jetzt geht's hier ab an die Party. Man ist dran, die nächsten Stürme, die Hütte wird eingerissen und Hong Kong Attitude muss hier den Ausgleich hinnehmen. Isurus Gaming ist wieder am Start. Ja,
11.000 Gold ist man hier am Ende vorne. 5 Dragons hat man bekommen. 14 zu 5 Kills. Isurus Gaming hat sich zurückgemeldet und das mit einer ordentlichen Schelle in die... Ich sag's jetzt nicht, aber auf jeden Fall war das ziemlich eindeutig und man hat sich hier definitiv, ja... Ein Standing in dieser K.O.-Phase, in diesem Best of Five, erarbeitet und hat gesagt, wir sind die Isurus Gaming, wir können hier mithalten, wir wollen auch in die Gruppenphase und mit dem 1:1 hat man hier ein eindeutiges Statement gesetzt. Und das wird auf jeden Fall eine spannende Series. Wir werden jetzt hier noch mindestens 2 Spiele sehen und ich gehe von 3 aus, beziehungsweise, ja, das Best of Five wird komplett ausgereizt. Ja, auf alle Fälle, das wäre super, super schön, auch wenn die meisten ein 3:1 getippt haben, aber ich hätte ja nichts gegen 5 Games, also hier ist wirklich Party. Stimmung, Leute. Und gerade Isurus, sehr, sehr schöner Sieg für sie, sehr, sehr verdienter Sieg für sie und vor allem auch natürlich gegen den großen Favoriten. Also gerade diese Underdog-Stories, das schaut sich oder schaut man sich natürlich sehr, sehr gerne an. Der Chat ebenfalls am Eskalieren. Finde ich gut. Ja, da auch nochmal ein schönes Kick-Weh an den Chat. Ja. Dass die das so schön mitziehen heute, wenn wir da schon Stimmung machen. Ja, ich meine, wir spielen uns ja auch immer besser ein. Es hat schon sehr gut funktioniert gerade. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel hat mir sehr gut gefallen. Isurus Gaming hat im Draft schon gezeigt, dass sie da auf jeden Fall Bock haben, zurückzukommen. Sie haben einfach eine aggressivere Comp gespielt. Ich hoffe, sie lassen sich jetzt gleich nicht wieder von der Red Side beirren. Ich gehe ganz stark davon aus, dass sie jetzt wieder auf die Red Side forciert werden. Da müssen sie einfach aufpassen, dass sie dort an dieser Stelle sich nicht wieder klein spielen lassen. Weil auf der Blue Side, da haben sie sich gerade mega wohl gefühlt. Der First Pick, der hat ihnen gut geschmeckt. Und wenn sie da jetzt weiter dran arbeiten können und auf der Red Side genauso arbeiten können, dann sehen wir hier einfach ein sehr, sehr spannendes Best of Five. Ja, auf alle Fälle. Spannend ist es nicht nur in diesem Best of Five, sondern auch bei Tippspielen. Die zeigen wir euch natürlich jetzt nochmal. Ja, die haben wir auf summonersinnen.de, unser Tippspiel. Da steht es mit 15 Punkten bei mir. Nicht so gut wie bei Maxim oder bei der Community. Ja. Ihr könnt Maxim ist raus! Ja. Maxim ist raus! Mittippen, aber ja, stimmt. Maxim ist für diesen Spieltag raus. Noob! Aber ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich nicht so getippt habe, wie du es hast mit 3:2. Ja, ich bin ja nicht umsonst der Prediction-König. Ich habe in allen Disziplinen, die wir bisher hatten, alles geholt. Und ich werde auch in diesem Jahr oben mitspielen. Da gehe ich ganz stark von aus. Da sehe ich dann die Krone auf. Ja, wie gesagt, bei The Main machen wir dann die Krönung. Das ist ja quasi jetzt mein Ziel. Wir schauen in die Replays mal kurz rein. Sehr gut. Denn da gab es einiges, was hier... geschüttet und gescheppert hat. Ja, hier dieses First Blood, das war sehr schön. Auch hat auch die Aggression, die ich mehrmals angesprochen habe, sehr gut gezeigt. Sehr, oh, schönes Replay. Man sieht einfach natürlich auch das Potenzial in Akali. Ich erwarte jetzt auch, dass die Jungs von Hongkong Attitude da mal reagieren und in Akali bannen, weil wenn die jetzt weiter gespielt werden darf, dann kann es hier wirklich zu Problemen in diesem Best of Five für sie kommen. Aber generell natürlich hier, man hat es gesehen, Crash kommt dazu und das ist das gute Perfing von Crash, dass er hier das so ein bisschen gerochen hat und in der Nähe ist. Er ist nämlich auch straight auf die Lane gelaufen. Er ist gar nicht so gelaufen, als würde er jetzt Camp gehen. Er hat straight den Weg auf die Lane genommen, weil er wusste, hier wird gleich geknallt und da kriegt er diesen Double Kill und das ist sehr wichtig. Leider konnte man im Endeffekt nicht komplett davon profitieren. Auch diese Szene sorgt hier dann gleich für den Double Kill für Seiya, der einfach einen atemberaubendes Spiel gemacht hat und vor dem sich hier alle Beteiligten im Gegnerteam wirklich gefürchtet haben. Und ja, also man sollte jetzt Akali bannen, weil sonst wird es echt eklig. Ja, denke ich auch. Also gerade der Triple Kill hat sich nach vorne gebracht, nachdem es da oben noch mal ein bisschen wackelig aussah. Hier jetzt zwar der Engage, aber das hat man super turnen können. Ja, Bengalus hier an dieser Stelle mit der Möglichkeit natürlich noch ein bisschen was zu tun. Aber generell muss man auch einfach sagen, dass Crash hier auch einfach immer gefährlich ist. Ja, Crash wird hier immer auch natürlich an höchsten Stellen priorisiert, weil er einfach so Dreh- und Angelpunkt dieser Combo immer wieder geworden ist und auch war. Und wenn er dann down ist, dann kann man einfach nicht mehr so viel machen. Und hier holt man sich wirklich alle ab, kriegt jetzt hier einige Kills an vielen Stellen, Double Kill, wie gesagt, hier für Rangelos. Und dann ist es einfach nur noch ein Abfrühstücken und man holt sich dann den Sieg und den hat man sich hier auch wirklich erarbeitet und total verdient. Ja, das war wirklich jetzt gerade am Ende nochmal schön all-inclusive und verdient für Isurus 1:1, wunderschöne Series und wunderschön geht es jetzt hoffentlich auch gleich weiter, denn wir haben ja mindestens noch 2 Spiele in dieser Series und danach haben wir ja noch EU gegen EU2, wenn man so möchte, oder EU4. Bleibt da also East dran. Gegen EU West, wenn man, ja, wenn man so möchte. Ne? Ja. Also einfach alles EU, Leute. Heute ist Party und wir sehen uns gleich wieder mit ordentlich Stimmung. Ran an den Kühlschrank und bis gleich. Mit Games kannst du in eine Welt voller Abenteuer eintauchen. Aber jedes Abenteuer birgt auch Gefahr. Du klickst auf einen Phishing-Link in einem Gaming-Forum und dir wird dein Passwort geklaut. Du lädst dir das falsche Programm runter und plötzlich ist Malware auf deinem Gerät. Du verlierst ein Multiplayer-Match wegen einer Botnet-Attacke. Oder du benutzt NordVPN und schützt deinen Traffic mit der modernsten Verschlüsselung.
Spiel nicht mit deiner Sicherheit. Bleib auf der sicheren Seite. Zu viel Hype? Es gibt kein zu viel Hype, Maxim. Tell me, where do I go? Tell me, where do I take us? Your heart is starting to slow. May the water be safe. As I dive in, bloodstains wash under. Yeah!
Und da sind wir wieder zurück und ich muss sagen, wir haben wirklich den besten Chat am Start, EU West, und ja, machen dann natürlich alle mit uns Party. Kick weh, Freunde. Kick weh. Genauso schön natürlich auch diese Series, bisher sehr ausgeglichen, zwei eindeutige Begegnungen. Insgesamt wirkt zwar, muss ich sagen, über beide Spiele hinweg Hong Kong Attitude etwas stabiler, denn auch im letzten Game hatten sie durchaus Chancen zurückzukommen. Das erste Spiel war etwas eindeutiger, trotzdem steht es 1-1. Ja, definitiv. Also das erste Game war von Azurus Gaming so ein bisschen zurückgehaltener. Sie haben sich so ein bisschen an die Wand spielen lassen, auch ein bisschen einschüchtern lassen. Im zweiten Game waren sie deutlich stärker. Sie haben sich deutlich stärker präsentiert. Sie haben viel mehr Aggression gezeigt, das, was ich mir eigentlich schon im ersten gewünscht hätte. Aber der Draft lief auch deutlich besser für sie. Also sie haben halt eine Comp gepickt, mit der sie auf jeden Fall was machen konnten. Der Clad hat sich da hier und da wirklich beweisen können. Und auch die Elise, die hat mir deutlich besser gefallen als jetzt der Skana zum Beispiel. Und ja, es gab diese kleinen Hiccups, gerade auch im Jungle, wo man dann für diesen Red Buff geht, wo man sich so denkt, okay, warum? So, der Baron ist ab. Ja, das könnte wirklich in die Hose gehen. Ja, das kann wirklich in die Hose gehen. Wobei der Toplane-Gank, das war wirklich eine geplante Sache von Crash, dass er sofort wusste, okay, der Jungler muss jetzt kommen. Da muss man einfach aufpassen, dass man da einfach nicht zu viel verliert. Ja, und du hast es gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Die Picks haben dir durchaus besser gefallen. Mal schauen, wie es jetzt in der dritten Runde wird. Denn auch da gibt's Peaks. Ja, und wir sehen schon ein paar Bands auf jeden Fall. Gragas, Tassana, das sind so die Namen, die auf jeden Fall da immer fallen werden. Azurus Gaming jetzt wieder auf der Red Side und ich habe es eben kurz angesprochen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so läuft wie im ersten Game, dass sie sich hier nicht so viel trauen. Ich habe das Gefühl gehabt, auf der Blue Side, da fühlten sie sich nicht nur wegen ihrem Logo, auch generell tatsächlich sehr wohl, und das sollten sie hier auf der Red Side auch verkörpern können. Jetzt der Gangplank Band tatsächlich auf Seiten von Hongkong. Und das bedeutet, hier ist immer noch eine Akali offen, die für Sia wieder gepickt werden könnte. Aber was wir aussehen, sind Pantheon, eine Syndra und ein Pikeband. Ja, Syndra gebannt, war im ersten Spiel First Pick, hatte da auch gut funktioniert. Denkbar natürlich jetzt, Akali selber zu First Picken. Die Möglichkeit bestünde durchaus. Xayah Rakan ist offen, Yumi ist offen. Also die Optionen sind vorhanden tatsächlich. Und wir sehen halt immer wieder einen riesigen Champion-Pool. Und diesmal sagt man sich auch, gut, ne, Rakan nehmen wir als erstes. Kann mir also vorstellen, dass ihr so ist, dann sagt, ja, dann nehmen wir halt wieder Xayah. Wranglos hat mir durchaus gut auf Xayah gefallen. Manchmal ein bisschen, sehr offensiv, beziehungsweise das Positioning nicht ganz optimal. Ja. Aber mechanisch ansonsten durchaus stark unterwegs. Ja, man hat auch nicht zu viel riskiert. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Man hatte mit Thresh und mit Xayah in der Kombination wirklich viele Möglichkeiten, aus schlimmen Situationen wieder rauszukommen und natürlich auch ein Engage zu finden. Wir erinnern uns an die eine Situation, wo Varangelos in der Mitte stand und drei Leute ihn gechased haben und er trotzdem noch den Kill auf Crash bekommt. Und da ist wieder die Akali für Sia. Und da muss man jetzt mal schauen. Hong Kong Attitude, vielleicht einfach noch zu confident, aber vielleicht wird sich hier auch das erste Spiel so ein bisschen wiederholen. Wie gesagt, jetzt Red Side für Azorius Gaming. Das sollte
aber auf jeden Fall ein guter Move gewesen. Da muss ich sagen, da kommt aber jetzt ein bisschen wenig von Hong Kong Attitude, dass sie quasi eigentlich die Pick-and-Bun-Phase so ein bisschen wiederholen, wie gerade eben. Ja, auch wieder Ezreal Rakan. Hat mich nicht allzu sehr überzeugt. Ja, warum dann nicht einfach wieder den Thrash? Also, ich glaube, das ist das erste Mal bei diesen Worlds, dass wir eine ähnliche oder fast gleiche Pick-and-Bun-Phase sehen. Möglicherweise ändert sich das natürlich jetzt noch. Elise Bun würde ich mir wünschen auf Seiten von Hong Kong Attitude, denn Oddi war da gut und stark unterwegs. Ich würde wahrscheinlich Elise und Rek'Sai bannen, beides starke Early-Game-Jungler, die hier Isurus in die Karten spielen würden. Also ich würde jetzt auf einen TF verzichten. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass er generell einfach so den großen Impact hatte. Vielleicht gibt man hier einfach mal für was anderes. Eine Irea wäre jetzt hier auf jeden Fall nochmal offen. Gorki ist auch noch zu haben. Das sind auf jeden Fall Sachen, mit denen man ein bisschen besser skalieren kann, weil der Ezreal auch eben einfach überhaupt nicht ins Spiel gekommen ist. Aber Gorki war letztes Mal gebannt und ich denke, Isurus wird es auch diesmal bannen. Da kam der Rek'Sai-Bann, wie angesprochen. Jetzt dürfte der Gorki-Bann kommen, schätze ich. Ja, falls nicht, ist es auf jeden Fall eine Option. Ansonsten, ja, mit Ezreal hat man, wie gesagt, nicht das beste Scaling. Und da muss man einfach schauen, was man dann jetzt scaling-technisch dazu holt. Weil auch ein TF, ja gut, der hat eine Sunguard. Und dann ist es auch ganz schnell wieder gegessen. Jetzt hier der nächste oder letzte Bann erstmal für Isurus. Die nehmen jetzt den Mordekaiser tatsächlich raus, was wirklich bedeuten würde, der Corki wäre zu haben. Aber vielleicht wittert man da auch ein bisschen was. Ja, Elise-Bann, ich hab's angesprochen. Finde ich gut, dass sie die Elise rausnehmen. Da hatte Oddi durchaus zu überzeugen gewusst, viel Pressure machen können. Olaf wäre so die nächste Wahl, der stark ist im 1 gegen 1, im Early, Face-Checken kann, früh Pressure machen kann. Nicht so gangstark wie die Elise, halt kein Kokon, keinen direkten eigenen CC. Sollte aber natürlich trotzdem reichen, die Mobilität. Nocturne. Darkness, ja. Auch ein guter Engage ab Level 6 vorher. Ein bisschen zurückhaltender, würde ich jetzt mal vermuten. Also Crash hat da auf jeden Fall die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu machen. Trotzdem, gerade auch in den späteren Fights, könnte das hier zum Fängnis werden. Gerade wenn man jetzt bedenkt, was jetzt vielleicht noch gepickt wird. Ein TF wäre offen, aber der Corki, der wird es wahrscheinlich eher werden. Und der würde mir auch besser gefallen. Ja, Hong Kong Attitude jetzt mit dem Corki. Höchstwahrscheinlich, ja. Heißt aber, es ist halt auch kein wirklicher Flexpick, ne? Also das heißt, Isurus kann jetzt auch die Toplane-Counter picken, wenn jetzt sowas wie Gnarl kommt oder sowas. Es ist halt auch noch so viel Toplane offen und Toplane ist in der aktuellen Meta zwar etwas, was häufiger mal blind gepickt wird. Hier natürlich auch zwangsläufig geblindpickt werden muss. Das könnte ein Renekton werden. Und da wäre natürlich jetzt so ein Range-Pressure-Matchup ganz gut gegen so einen Renekton. Kennen wir hier auf jeden Fall eine Option, aber hier nehmen wir jetzt erstmal den Gnar und den hatte man noch im ersten Spiel. Und jetzt würde ich eine Irelia feiern. Ja. Ist die gebannt? Nein, ne? Nee. Diesmal nicht. Die war gebannt zwischenzeitlich mal. Ja, im ersten Spiel. So, kennen Irelia. Ja. Da fehlt einem natürlich wieder ein bisschen Frontline. Also vielleicht geht man noch so ein bisschen mehr auf Frontline. Das würde ich auf jeden Fall begrüßen. Klett war auf jeden Fall eine gute Option im zweiten Spiel. Jetzt kommt aber tatsächlich Irelia und the still the main. Ja, auch unser Stichwort für den 10.11. Ja, Freunde, das finde ich richtig geil. Ja, da ist er wirklich mal auf den Tisch gelegt, Bogax. Und sagt, alles klar, picken wir mal den Gnarl-Counter schlechthin, Irelia. Natürlich ist so ein Stück weit natürlich skillabhängig, also jetzt nicht Auto-Windy-Lane, aber Irelia ist ein gutes Matchup in nahe rein und man sagt sich, okay, ja, Frontline, scheiß drauf, ja, wir brauchen Damage, ja, und also Damage haben sie und vor allem haben sie jetzt auch den Split-Push. Ja, sie haben auf jeden Fall eine rein in die Gegner-Comp gepickt, mit Irelia, mit Nocturne, mit Akali und auch mit einem Thresh, der dann über die Laterne auch noch Varangelos dazu holen kann. Da wird auf jeden Fall wieder richtig viel geballert, auf der Gegnerseite aber ähnlich, man hat hier auch auf beiden Seiten auf jeden Fall Lust zu fighten und da bin ich sehr gespannt, wer hier die Oberhand gewinnen wird. Ja, Corki, der wird sich eine Zeit lang erstmal noch zurückhalten, aber wenn der erstmal ins Spiel kommt, dann knallt er die Leute natürlich auch noch mit im Süd. Ja, und ballern ist hier das Stichwort, Freunde, weil das sollt ihr natürlich auch ordentlich. Während des ganzen Spiels will ich sehen, wie hier wirklich die Ultras mit den Schals kommen und richtig Party, Krawall und Remi Demi gezündet wird. Freunde, schreibt aber rein, für wen seid ihr in diesem Spiel? Hong Kong Attitude, Isurus Gaming oder doch für Böllermeister Kalle? Kick W, ja, Kick W in den Chat. Ich glaube, Franz hat jetzt sogar alle einen Kick W Emote. Kick W Emote, das muss kommen. Es muss ein Kick W Emote. Es muss einfach nur so ein Fuß von Maxim sein. Nee, das muss auch wie so ein Kick W, so ein Face sein, so ein Lull-Face. Kann man so ein Lee Sin-Foto? Oh, so ein Maxim Lee Sin-Face, so ein lachendes. Nein, ich will Maxims Fuß.
Ich will Maxims Fuß. Bist du jetzt der neue Quentin Tarantino oder was? Ja, egal. Wir gehen jetzt mal rein in die nächste Partie. 1-1 steht das Ganze hier. Hongkong Attitude auf der blauen. Isurus Gaming auf der roten Seite. Im letzten Spiel haben wir wirklich eine gute Performance gesehen von Isurus Gaming, die gut aggressiv gespielt haben, die sich auch behauptet haben tatsächlich über das ganze Spiel. Kleinere Hiccups auf jeden Fall sich geleistet haben. Im Endeffekt ist alles gut gegangen und sie haben einen eindeutigen Sieg eingefahren. Beide Spiele nach hinten hinaus tatsächlich auch sehr eindeutig gewesen. Und wir sind gespannt, wie es jetzt im dritten abläuft. Ja, ich muss auch sagen, mir gefällt diese Kombination von Isurus. Also ich finde den Draft diesmal sogar noch besser von Isurus. Und ich kann euch auch sagen, warum. Ja, sie haben quasi so zweieinhalb Assassins, wenn man denn so möchte. Ja, wir sind sowieso in der Meta, wo diese sehr, sehr stark sind. Sie haben in meinen Augen die stärkere Botlane, das hatte man vorhin schon gesehen, also vor allem für den Teamfight, das bessere Scaling auf der Botlane. Und vor allem, sie haben ein extrem starkes 1-3-1. Ja. Denn Nocturne ist ein Champion, der die Sidelanes sehr stark macht und sehr gut ins Spiel bringt. Später natürlich auch für ein 1-3-1, der sehr stark ist. Und wenn man jetzt guckt, wer ist denn auf einer Sidelane? Irelia, die zerstört den nah. Und dann haben wir natürlich eine Akali, wo der Korkitzer reingepickt worden ist, allerdings auf offener Lane. Ja, ohne dass er da jetzt eine Passiv-Valkyrie hätte, hatten Corki trotzdem Probleme gegen die Akali. Also auf der Lane, ja klar, da will er halt scalen. Aber wenn die da auf der Sideline aufeinandertreffen, dann musst du halt dennoch aufpassen. Insofern, ja, zusammen mit dem Nocturne hat Isurus Gaming hier unglaublich viel Potenzial und mir gefällt dieser Draft sehr, sehr gut. Ja, also wenn man auch einfach mal bedenkt, wie weit die Distanz zurückzulegen ist hier im Team von Isurus. Man hat eine Akali, die sehr weit kommt, Nocturne, der einfach von Insel zu Insel springt, mehr oder weniger. Dann hat man auch eine Irea, die natürlich über die Minions sehr viel Distanz zurücklegen kann. Also man muss einfach aufpassen, dass man sich gut verteidigt. Und wenn der Gnar nicht in seiner großen Form ist, dann könnte das tatsächlich auch in Teamfights sehr, sehr schwierig werden. Und das sollte man auf jeden Fall gut timen, das sollte man gut abpassen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier ablaufen wird. Und hier natürlich schon ordentlich Damage rausgehauen auf Level 1, beziehungsweise den Levelvorteil ausgenutzt. Ja, wir sehen von beiden Junglern den Full Clear tatsächlich. Aber beide auf der Bot-Side gestartet. Ordi da an seinem Blue-Buff. Links gespottet worden, gerade eben noch mit dem Ward. Also man weiß, dass er jetzt Topside sein muss. Macht es natürlich noch deutlich unangenehmer für 3Z. Bordline ist jetzt so ein bisschen auf sich allein gestellt. Aber ja, beide Jungler da mit der Full-Clear. Links Ordi mit Nocturne etwas schneller als der Lee Sin. Ja, hat hier auch Liefer Tempo mit dabei, womit er dann natürlich generell auch ein bisschen schneller zuhauen kann. Und jetzt geht er hier für den Blue-Buff Invade. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, dass man jetzt hier wieder den Druck hochhält. Weil Crash muss sich so oder so danach zurückziehen. Das bedeutet, die Krabbe ist dann vielleicht in seinem Favor. Irea, die kommt noch dazu. Und jetzt muss man hier aufpassen, weil das wird jetzt hier ein Flash nach sie ziehen. Nein, wird's nicht. Man hat noch eine Ward und somit kommen wir hier nochmal raus. Aber der Grump, der geht jetzt an den Gegner. Und das ist halt der Vorteil von Toplane Prio. Also das macht man hier sehr, sehr gut. Kann da den Jungle invaden. Kann da den Ward-Jump erzwingen. Ja, das war jetzt Ward W in dem Fall. Oh, wow. Das ist ja wirklich so. Uff weh. Uff weh, ja. Uff weh. Fail Uff. Fisch weh. Fisch weh. Fisch weh. Gut, lassen wir das. Krabbe geht jetzt hier erstmal in Ordi. Ich hab's angesprochen, nach dem Grump kann er sich die auf jeden Fall snacken. Aber Lee Sin hat auch gut reagiert. Ne? Crash hat sich gesagt, okay, ich gehe aus der Situation einfach raus und gehe für die Botside-Krabbe. Mein Team ist sowieso hier mit der Pressure gesegnet. Das bedeutet, auch da hat man jetzt hier natürlich die Möglichkeit. Kopfweh. Kopfweh. Oh, wow. Das ist halt kreativ. Oder Bauchweh. Ja. Bei Kragas. Der hat Bauchweh, ne? Ist Bauchhammer, ist das Weh? Ist das E. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist E, aber er hat ein Weh. Bauch-E. Macht halt ein Weh danach. Der knallt sich erstmal mit seinem Weh einen in den Bauch, Alter. Und dann gibt es den Bauchrammer mit E. Kombination. Ja. Grüße gehen auch raus an Eis. Ja, also das lese ich jetzt nicht vor. So ein Schweinkram. So. Ja, auf der Joblane eben der Druck hoch gewesen bei Irea, aber jetzt Gnar natürlich mit so einem gewissen Potenzial da auch so gegenzuhalten. Ist jetzt sogar ein Levelvorteil auf seiner Seite. Obwohl wir ja noch keinen Back gesehen haben. Hat aber jetzt hier auch einfach schon bei mehr Minions geslayed nach der Wave ist. Beziehungsweise jetzt ist Bogex natürlich auch Level 5. Und hier würde jetzt auch eine gewisse Zeit wahrscheinlich erstmal nichts passieren. Es sei denn, man kriegt natürlich ein bisschen Damage initial auf den Gegner raus. Dann kann man für einen Follow-Play gehen. Solo-Kill sehe ich auf der Lane aber wahrscheinlich erstmal nicht.
Ja, also Solo-Kill sollte natürlich auf Profiniveau an sich nicht unbedingt passieren, aber wir sehen es halt eben, dass Corki all diesen ganzen Poke hat und dann in diesem Range-Matchup einfach einen guten Vorteil gegen die Akali. Und weißt du, wer diesen Trend eigentlich erfunden hat mit Kekwe, Lulwe und sowas? Sag's mir. VW. Oh. das ist eine Marketingaktion. Oh Leute, ja, da solltest du halt echt Kalle the Brain. Alter, mein ganzes Gehirn ist gerade einfach nur eine Pampe. Das ist ja insane. Ja, sowas entsteht, wenn man zu viel 5% haltige Milch trinkt. Ja. Also, Alter. Wir sollten uns einfach engagieren als Marketingagentur. Ja, Marketing-Meeting auf Ballermann. Alter Verwalter. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ja. Aber dann machst du so ein V mit dem W. AW finde ich auch gut. Ja, gut. Beide Teams jetzt aber in den ersten Minuten noch ein bisschen zurückhalten. Dann wieder ein kleiner Farmvorteil hier dann insgesamt für die Jungs von Hong Kong Attitude. Sie haben sich jetzt gerade den Cloud Drake geholt, mit dem sie natürlich ein bisschen schneller agieren können. Auch das Package wird dadurch schneller. Das bedeutet, wenn Corki wieder mit dem Package ab Minute 8 dazukommt, ist er natürlich über den erhöhten Movement Speed nochmal mit dabei. Wieder den Bait. Ultimate Level 6 ist ready. Ja, Level 6 für Audi. Ja, kann er nicht machen, weil Mission zu schnell da wäre und auch Kai Wing rotiert ist. Ja. Ja, also er kann da halt einfach ein bisschen nerven, Mission generell natürlich durch Klepto gut im Spiel, gar keine Frage. Wir hatten halt früh die Rotation von Kai Wing, das hat gerade sowohl Mission als auch Crash ein wenig gerettet. Mori, ja. Das mit dem VW, ne? Hm? Das tat weh. Ich krieg gleich Zahnweh, ey. Alter Kalle. Ich hoffe, wir haben nicht noch mehr 5-0 fetthaltige Milch im Kühlschrank. Alter Verwalter, ey. Schön. Schön. Leute, ihr merkt schon, Stimmung ist oben, man wird dich loben. Und in dem Fall also weiter mit League of Legends. Drittes Spiel Azurus gegen Hong Kong Attitude. Was ist es, wenn man den Gegner in der Kluft so ein bisschen harasst, wenn man so ein bisschen quasi mit dem Geplänkel spielt, so ein bisschen nervt, so Emote-Spam und sowas? Huh? BMW. BMW hätte ich auch sagen können, aber das ist. Ja. Na. Nee, ist nicht ganz so stark. Ach komm, Mori, du kannst gar nicht reden. Doch, deine gerade Witze deswegen kann ich mitreden und ja, Crash ist sein Flash los in dem Fall. Der macht ihn einfach. Dive W, Alter. Der hat ihn einfach weggemacht. Der ist weg. Der ist wirklich weg. Der ist gelöscht. Ja. Ist er. Ja. Gut, 1-0 jetzt hier auf der Top-Lane. Ich habe gesagt, es wird keine Solo-Kills geben, aber damit habe ich echt nicht gerechnet. Jetzt hier der Tower-Dive und das Ganze schon. Da siehst du, der Irelia-P gegen Nahl ist halt einfach so stark. Ja. Ja, denn Irelia kann der Nahl eben nicht kiten. Ja, vor allem, er war kurz vorher gerade groß, das heißt, er hatte noch Cooldown und das hat man jetzt hier eiskalt ausgenutzt und in kleiner Form ist so ein Gnar wirklich auch ein kleines Opfer und hier wirklich stark gemacht. Hat hier wirklich den Timer gesetzt und das erwarte ich im weiteren Verlauf des Spiels auch, dass man einfach wartet, bis Gnar wieder in seine kleine Form geht und dann geht's los. Ist halt wirklich so. Dann ist Böllern angesagt und Irelia hat das direkt zum Anlass genommen. Also First Blood erneut für Azurus Gaming. In allen drei Spielen im Übrigen bisher. Ja, dass das nichts heißen muss, haben wir im ersten Spiel gesehen. Ich möchte, glaube ich, das Spiel nicht weiterspielen. Ich glaube, wenn wir das jetzt ausreizen, dann kommen wir... Du machst dir die ganze Zeit Gedanken, oder? Ja, weil nachher kommt noch so Atommüll aus unseren Mündern wie im AKW. Alter. Abwehts, ey. In dem Fall... Der Busch auf jeden Fall bei der Top-Lane. Großer Farmvorteil nach wie vor für. Ich wusste, dass du dir gerade so einen zurechtlegst, ne? Sorry, Leute, aber es ist halt einfach so. Du bist auch Fan von WN Wiesbaden, oder? Okay, das verstehe ich nicht. So heißt ein Fußballverein. Ach, Wehen? Mit W? Ja, ja, aber das ist jetzt noch schlechter als meiner Form. Ich weiß, deswegen. Ich konnte das doch nicht so stehen lassen, Kalle. So, ja, gut. Eieiei. Und der ist der Müll. In dem Fall, ja, machen wir allerdings weiter. Ja. Ja. Ja, ist ausgelaufen. Deswegen hat er es vorher noch benutzt. Ah, gut. Ich dachte, er hat einfach Angst vor dem nein. Shuriken der Verdammnis von Akali.
Ja, sie ist jetzt mit dem Hextech-Revolver auch schon wieder unterwegs. Es wird sich auch nichts ändern an dem Bild. Also sehr wenig tatsächlich. Und da muss man einfach aufpassen, dass sie nicht so gut ins Spiel kommt. Das Fürstblatt diesmal auf der Toplane für Rehe, aber auch die freut sich über Kills. Jetzt muss man hier aufpassen im Jungle. Da wird aber auf jeden Fall ein Engage gegangen. Aber das Spell Shield verhindert hier den Knock-Up. Ja, Spell Shield natürlich sehr, sehr nützlich bei Nocturne, gerade wenn es auch um solche direkten Duelle geht. Er hat momentan Oddi mit dem Nocturne-Pick extrem richtig gelegen. Man sieht es halt im Farm unglaublich weit vorne, genauso wie Bugax. Also die Top-Jungle-Synergy ist gegeben. Und gerade deswegen hat man jetzt auch einen Vorteil, was den Herald angeht. Es ist wieder schön gelaneswappt, das hatte man im ersten Spiel noch komplett vermissen lassen, Hongkong Attitude. Sie wollen aber um den Herald spielen. Teleport. Jetzt gibt's den Teleport. Freunde, die Party ist eingerichtet. Da ist der Knockout für drei Mann. Das war mittendrin und die Ultimate geht natürlich gleich raus. Und Irea, die will natürlich was Mickey Mouse. Zay holt sich den ersten Kill. Jetzt ist aber genau in der großen Form. Und jetzt muss man hier erstmal wieder ein bisschen runterfahren. Und das war die erste große Aktion. Man kriegt aber wieder einen Kill auf Sayer und das ist sehr wichtig. Jetzt muss man nur schauen, wie man das Ganze ausspielt. Und wenn jetzt hier Freezy länger dran bleibt, dann ist er gleich wieder klein und wird abgeholt. Aber ja, wieder ein Trade in favor für Isurus Gaming, aber der Herald steht noch. Der Herald steht noch, den konnte man auf jeden Fall erstmal verhindern, trotzdem Kill für Akali, ein Kill für Irelia, das ist auf jeden Fall eine schöne Killverteilung für Isurus, sie holen sich jetzt noch den Drachen, so als Sahnehäubchen obendrauf. Und natürlich, weil Lee Sin down ist, kann man hier den Herald nicht weiter contesten. Ja. Gut, dass man sich aber hier frühzeitig schon nach unten hinaus zurückzieht. Man ist natürlich hier so ein bisschen geklammt und die Rakan-Ultimate geht auch raus, aber man kriegt hier keine Ziele down. Die Stopwatches, die gehen raus, zwei an der Zahl und dann holt man sich hier relativ schnell den ersten Kill ab und kommt sogar aus der gesamten Situation nochmal raus. Die Gnar-Ultimate bzw. Gnar konnte hier überhaupt nichts machen in dieser Situation, wurde viel zu spät groß und somit hier. Also der Kill, zumindest für Isurus Gaming, auch der nächste Cloud-Track, jetzt ist wieder der Herald ab und ja, diesmal zu spät hier, keine Sicht von Isurus und der Herald, der sollte hier an Hongkong Attitude gehen. Ja. Wobei aber auch alle Turrets noch sehr, sehr lebendig sind, bis auf der Midlane-Turret. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass der jetzt in der Mitte nicht gezündet wird und auch nicht sein Ziel erreicht. Und dann könnte man tatsächlich diesen Midlane-Turret hier frühzeitig verlieren. Auf der anderen Seite geht man jetzt hier für die Platings auf der Botlane. Bogex holt sich jetzt hier schon mal ein, zwei ab und kann jetzt hier den Druck auf jeden Fall hochhalten. Auch Nocturne ist in der Nähe. Und da würde jetzt auch keine Antwort erstmal kommen. Das bedeutet, der Herald, der wurde jetzt auf der Toplane gezündet und damit wird man jetzt hier auf jeden Fall für den First Tower gehen wollen. Nocturne sollte jetzt auf der Botlane helfen und dann kann man den auf jeden Fall securen. Ja, Slow ist da und jetzt rumstet, da gibt es auf jeden Fall ordentlich Platings hier für Hongkong Attitude, Rungalos zur Stelle, genauso mit Slow. Die wollen für den First Turret gehen und das sollte sogar gelingen. Nocturne geht in die Base. Ja, ich meine, er ist Botside, ne? Also er ist so dann schneller, aber das Problem aber ist halt einfach... Man kriegt den First Turret so nicht. Ja, die verlieren sowieso den First Turret. Nein, wenn er ihm geholfen hätte, hätte man den bekommen. Fragwürdig, finde ich. Man hätte auch danach noch basen können, weil dann ist man auf jeden Fall schnell genug dran. Hat mich jetzt echt ein bisschen gewundert. Der Nocturne war auf der Botlane, der hat die Golems gemacht. Der hätte einfach nur mithelfen müssen, hätte man den First Turret bekommen. Ist natürlich jetzt nicht allzu tragisch, aber trotzdem, ja, hat mich jetzt ein bisschen gewundert, warum er das so gelöst hat. Er wollte wahrscheinlich frühzeitig in die Base. Aber es gibt auch kein weiteres Objective, was man hätte holen können. Es gibt keinen Dragon, der ab ist. Der Baron ist nicht da. Also da hätte man ruhig noch kurz da bleiben können. Ja, jetzt ist er auf jeden Fall schnell Base gegangen. Turret und das Solo-Gold allerdings für Bugax. Das ist für seinen Split-Push echt nicht verkehrt. Generell eine offene Karte würde Isurus hier durchaus helfen mit der Combo, die sie haben. Wie gesagt, sie haben mit Abstand der Stärke 1 zu 1, zwei Assassins und einen Nocturne, der auch einer ist. Aber letzten Endes Isurus trotzdem noch vorne im Gold. Golems, Schmolems, sag ich immer. Ja. Weißt du, was eigentlich so eine richtig OP-Rumble-Kombo ist? OP-Rumble? Mhm. Er macht Feuer, WR. Feuer, WR. Nein? Okay. Sorry. Ja, in der Mitte gibt es jetzt einen Teamfight. Und einen Tower. Und einen Tower, Hongkong Attitude. Also weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich meine, wir sind ja beide so dafür talentiert, echt schlechte Witze zu bringen. Aber der war ziemlich geforst. Genauso wie der Turm gerade eben. Und das mit Erfolg für Hongkong Attitude. Ja, gut. Hongkong Attitude jetzt hier im Tower-Vorteil. Im Gold liegen sie tatsächlich noch ein bisschen zurück, aber es sind nur einige hundert Taler. Und das ist auf jeden Fall verkraftbar. Gut, Leute. Ja? Wir schauen mal, wie das Ganze jetzt hier gleich weitergeht. Also wie gesagt, die Botlane-Situation hätte man eben anders lösen können. Man hätte sogar zu zweit vielleicht noch ein bisschen weiter pushen können, um so die Gegner weiter zu forcieren, auch frühzeitig in die Base zu gehen. Aber jetzt hat man hier zumindest eine ausgeglichenere Situation, was das ganze gesamte Spiel angeht. Der gute Sayer hier auch noch nicht so wirklich den großen Vorteil bekommen. Im Farm ist er so ein kleines Ticken hinterher.
Ich muss ein bisschen aufpassen, dass der Corki jetzt nicht zu krass ins Spiel kommt. Und das sollte man auf jeden Fall zu verhindern wissen. Trotzdem auch Sayer natürlich hier schon mit dem ersten Kill. Der Orb, der wird jetzt als nächstes in den Itembild reinkommen. Und danach wird es vielleicht sogar schon Richtung Sonjas gehen. Ja, zumindest eine Stopwatch könnte man sich dann demnächst holen. Je nachdem, ob man jetzt noch ein paar Kills bekommt. Ja, wäre auf jeden Fall sinnvoll, einfach um dann nochmal Zeit zu überbrücken, wenn man dann All-In reingeht. Da gebe ich dir recht. Ja. Es ist auf jeden Fall ein schnelles Spiel, was Objekte angeht. Also ja, wir haben jetzt die 16. Minute, natürlich damit der Nasher noch nicht da. Zwei Türme schon für Hongkong Attitude, einen für Isurus, ja, die vielleicht sogar swappen sollten mit Irelia auf der Topside, dann den Toplane-Turm forcen. Eine Möglichkeit wäre es. So allerdings macht sie natürlich auch weiter Druck. Turret Plating technisch ist es ähnlich, also ist jetzt nur zwei Platings der Unterschied. Ja. Ja, ich finde es okay. Sie hat auf jeden Fall Teleport dabei. Das bedeutet, sie kann schnell reagieren, während die Akali kein Teleport, sondern Ignite dabei hat. Und dadurch natürlich so ein bisschen an die Objectives gebunden sind. Als nächstes gibt es jetzt hier gleich den nächsten Drake. Wir sehen gerade nur noch nicht, welcher das ist. Ansonsten, der Baron lässt auf jeden Fall noch auf sich warten. Das bedeutet auch jetzt, gibt es die Rotation vermutlich, die du angesprochen hast. Ah, der Dive vielleicht. Ja. Aber er hatte halt die Valkyrie. Ja. Also. Oh, direkt zack drauf und keine Chance. Der Hook hinterher. Licht war aus. Ja. Und da machst du gar nichts mehr. Hab mich ein bisschen gewundert, aber ja gut, er hat das Flash jetzt hier auch gut nicht genutzt dann, als er gemerkt hat, es ist eh vorbei. Ja, die Nocturne Ultimate, die hatte auch einfach eine Range bis nach sonst wo. Also das hätte hier wahrscheinlich eh nicht gut ausgehen können. Hätte man hier gewusst, dass die Gegner da sind, hätte man sich hier schon vorher zurückziehen können. Der Dragon, der ist gleich da und holt sich jetzt hier diesen Top-Lane-Turret ab. Damit ist das auch ausgeglichen. Man hat wieder einen kleinen Vorteil und das gefällt mir wieder sehr gut von Isurus Gaming. Und ja, das könnte jetzt Dragon gegen Tier 2 Turm sein. Mhm. 3Z ist da an dem gleichzeitig noch Tier 1 Turm. Ja, aber es ist auch wieder ein Cloud-Drake. Also von daher ist es auch überhaupt nicht schlimm, dass man den jetzt hier abgeben muss. Ja. Also wie gesagt, die weiten Lanes helfen tatsächlich Isurus einfach in ihrem 1-3-1. Ja. Und da ist der Tier-2-Turm dann natürlich nochmal doppelt so viel wert, auch wenn sie hier den Tier-1 dafür verlieren. Sie wären sowieso nicht rechtzeitig für den Cloud-Drake da gewesen, dadurch, dass sie hier für den Dive gegangen sind. Trotzdem muss der Midlane-Turm jetzt das nächste Ziel sein. Einfach aus der Tatsache heraus, dass du sonst Schwierigkeiten hast, die Kontrolle über den Gegner-Jungle zu übernehmen. Und das möchtest du, insbesondere, weil in 2,5 Minuten der Nasher spawnt. Ja. Generell wäre auch wahrscheinlich der Bot, der den Tier-2-Turm ein bisschen mehr wert gewesen. Auch weil dann in 2,5 Minuten, wie gesagt, der Nasher dabei ist. Und der nächste Drake ist ein Infernal Drake und den würde man contesten wollen. Und da sollte man auf jeden Fall schauen, dass man da die Prio auch entsprechend aufbaut. Der Baron wird wahrscheinlich vorher nicht gemacht werden. Das bedeutet, das wird jetzt das nächste große Ziel. Es kann auch sein, dass dadurch die Irea, weil der Tier-2-Tower jetzt auf der Toplane schon weg ist, weiter auf der Botlane sein wird. Jetzt die Engage in der Mitte, aber die Laterne verhindert Schlimmeres. Ja, Vorteil, dass bald St. Martin ist. Slow ist auf jeden Fall prepared. Und Bugax, sehen wir sogar Goldleader. 8200 Gold hat er bisher auf dem Konto. Den Solo-Kill und natürlich auch viele Solo-Plates und Turmen. Ja, wer auf jeden Fall nicht so auffällt, dieses Spiel ist Crash. Also der auf seinem Lee Sin hier in dieser dritten Partie äußerst unauffällig bisher und kann... Ist ja aber auch hart invaded worden jedes Mal von Oddi. Also der hat er vor allem mit der Toplane Prio super gearbeitet. Ja. Ja gut, er hat natürlich die beiden Dragons Gold, das ist auch gut, das ist okay. Und den Herald haben sie auch bekommen. Also er ist nicht komplett useless, bitte versteht mich da nicht falsch, aber generell hat man in den beiden Spielen zuvor natürlich deutlich mehr von ihm gesehen. Und da hat Oddi auf jeden Fall einen guten Weg gefunden, ihn da so ein bisschen zu bändigen. Und das spielt natürlich wieder gut in die Karten von Isurus Gaming. Und wie gesagt, der nächste Drake, der wird wahrscheinlich gleich eine hitzige Situation nach sich ziehen. Ah ja. Der muss atmen, der Spruch, weißt du? Der kommt über die Zeit. Über den Pegel. Ja. Ich merke schon. Ja? Das glaubt uns keiner, dass wir nüchtern sind. Aber. Vor allem, wenn ich hier bin. Ich glaube, ich habe ein ganz, ganz schlimmes Standing mittlerweile in der Welt. Hä? Was ist denn daran schlimm, Junge? Ja, weiß ich nicht. Ja, manchmal weine ich abends. Echt? Nachdem ich die letzte Milch getrunken habe. Anyway, so. In der Kühlschrank alles. In der Kühlschrank alles, genau. Kalles Albtraum. Und dann wachst du morgens auf und stellst fest, ah, ich war doch noch einkaufen. Gut, da wird geklatscht, ich weiß nicht warum, aber ist okay. Ja, ist in Ordnung.
Ja, jetzt der Aufbau, der wird gleich um den Dragon rumgehen. Man schaut natürlich aber trotzdem, dass man hier um den Baron nicht die Kontrolle verliert. Nicht so ganz, weil ja so ein Sneaky Baron, der tut natürlich weh. Keines dieser beiden Teams sollte das aber jetzt forcieren. Ich gehe mal davon aus, dass man hier für kleinere Plays gehen wird. Das hat man jetzt hier schon mal gesehen. Stay und Oddi, die haben sich jetzt hier so ein bisschen versteckt. Wir hatten ein bisschen gehofft, dass die Sinn sich da bemerkbar macht. Währenddessen, ja, auch die gute Xayah hier gut am Farm, ist hier auch gut da vorne und wird gleich das Infinity Edge dann fertigstellen. Was mir gut gefällt, ist auf alle Fälle, dass, wie gesagt, die Isurus mit dieser Split Push kommt, dann auch möglichst versucht, dieses 1-3-1 oft anzusetzen. Also da immer wieder Burgs auf der Sideline lässt, auch Sayer immer häufiger auf der Sideline unterwegs ist. Nesha jetzt auch live. Top Lane Vision ist vorhanden. Du hast es angesprochen, jetzt gleich der Drache. Ja, der für den Nash, da fehlte nochmal ein bisschen DPS auf beider Seiten. Xayah erst mit anderthalb Items. Das heißt, da willst du halt erstmal nochmal ein bisschen Zeit ins Land ziehen lassen. Ja. Umso entscheidender, dass man hier vielleicht sogar einen Catch landen kann. Es ist trotzdem aber die ausgeglichenste Partie bisher. Ja, wir sehen jetzt auch den Hextrinker auf Ezreal. Da sieht man auch einfach, wie viel Respekt er hier einfach vor dieser Akali hat. Und mir gefällt auch besser, dass er diesmal die Iceborne Gauntlet dabei hat. Dadurch, dass man auch einen Corki hat, ist der Slow einfach ultimativ viel wert, wenn dann so ein Corki einfach rein Auto-Attacken kann. Und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt meine Ezreal, und die knallt richtig rein. Und da geht der Rakan rein mit der Ultimate. Sofort wird das Licht hier ausgemacht. Ja. Und mit der Laterne nochmal zurückgezogen. Also schön disengaged hier von Isurus. Trotzdem, das war eine Nackenschelle, die zwiebelt noch nach. Ja, aber ein bisschen zu früh, meiner Meinung nach, weil der Dragon ist noch gar nicht ab. Sayer war nicht dabei. Freezet war nicht dabei. Das war auf jeden Fall ein Statement. Man hat sich hier auf jeden Fall bemerkbar gemacht. Aber der Dragon, der ist gleich ab. Und na gut, die Ezreal Ult, die hat gefühlt keinen Cooldown, weil du ihn ja resetten kannst, mehr oder weniger durch die ganzen Spells, die du triffst. Push jetzt auf die Mitte möglich. Trotzdem aufpassen, wenn die da engagen. Der Engage von Isurus ist nicht so brachial wie der von Hong Kong Attitude mit dem Rakan natürlich, aber er ist natürlich doch gegeben, auch wenn Nocturne Ultimate gerade auf Cooldown. Oh, der ist der mega nah. Flash Ultimate, schwierig. Drauf geht's. Knock-up, Laterne kann nicht genommen werden. Bugax schafft's aber trotzdem raus, muss die Ultimate ziehen. Flash hier. Wow, der Snipe. Warum ist Xayah die ganze Zeit am Farmen? Ich meine ganz ehrlich, das sind ein paar Minions, aber man hätte da auf jeden Fall committen können. Da gute gesetzte Federn, die waren alle geklumpt. Da hätte man was machen können. Jetzt geht hier dieser Infernal Drake an Hong Kong Attitude, man hatte keine Rakan-Ult mehr, man hätte auf jeden Fall committen können. Sehr, sehr fragwürdig, dass man da weiter in der Mitte geblieben ist und nicht für diesen Fight geht. Und ja, die Ezreal Ultimate, ich habe es angesprochen, die hat gefühlt kein Cooldown und ist jetzt schon wieder fast ab. Die war hier gut gesetzt. Ist jetzt schade, dass man diesen Dragon nicht contesten konnte, aber fragwürdig meiner Meinung nach von Varangelos, dass er da sich hat nicht beteiligt. Ja. Auch interessant, dass Mission halt immer sofort seine Passive aufnimmt, wenn sie da ist. Vor allem, weil jetzt gerade kein Teamfight in Sicht ist. Also das würde ich auch gerne ein bisschen taktischer sehen. Also man merkt, es ist Play-In-Phase, es ist noch nicht Worlds-Gruppenphase. Ja. Ja, hier nochmal der Engage und auch der Gnar, der ist demnächst wieder klein und man sieht es auf der Minimap. Ja, man hat sowohl Oddi als auch Varangelos in der Mitte und Bugex, der wird jetzt hier natürlich unglücklich nochmal abgeholt, das ist einfach tragisch, aber einfach schade, dass man sich da nicht hat abgesprochen offensichtlich und diesen Fight wirklich genommen hat, weil ich glaube, man hätte hier gut was machen können und vielleicht sogar den Infernal Drake für sich selbst bekommen. Der nächste ist jetzt ein Mountain Drake, der wird gleich dann natürlich auch wieder zum Thema werden, aber ja, kein eindeutiges Game. Es ist komplett ausgeglichen im Gold. Ja, beide haben genau den gleichen Wert. Und ich bin sehr gespannt, wer jetzt hier gleich den Vorteil auf seine Seite holt. Ja, Bugax muss sich da zurückziehen. Drei Mann kommen da zu ihm. Ja, gerade wenn du hart pushen kannst, stößt natürlich so ein 1-3-1 auch an seine Grenzen. Währenddessen diesmal Akali im Duell gegen den Nah. Oddi hat den Flash ziehen müssen. Ja. Ja, es wird gerade wieder ein bisschen unkoordinierter, was Isurus Gaming hier macht. Aber trotzdem, ja, nicht die Hoffnung verlieren, nicht alles abgeben. Hong Kong Attitude, die melden sich jetzt hier aber so langsam zurück. Also da muss man jetzt einfach schauen, wie man das Ganze ausspielt. Und ich muss sagen, es ist gar nicht mal so unsmart, Sayer jetzt gegen den Nar zu schicken, weil Nar hat natürlich im Duell gegen Irelia für Rüstung gebaut. Ja. Ja, und wer ihn da gut einen in Rüstung schütten kann, ist nämlich Sayer, denn ja, der hat die Double Pen, aber magischer Natur. Ja. Oh, ja. Also die Ezreal Ults, die sind natürlich jetzt hier ein bisschen wirksamer als im Spiel zuvor. Ja, auch generell Ezreal hier deutlich besser im Game, als wir es eben gesehen haben. Und
grundsätzlich, ich meine, sind nach 25 Minuten hier gerade mal 4 Kills gefallen. Jetzt holt man sich hier den Tier 2 Tower. Und das Team von Zerus Gaming muss sich jetzt wieder ein bisschen zusammenreißen. Also man verliert jetzt hier diesen Tower einfach ohne Grund. Ja, das Ding ist halt gerade, dass Hong Kong Attitude sehr viel groupt und deswegen dieses 1-3-1 so ein bisschen outpressured. Einfach weil du, wenn du zu 5 gruppierst und dann drückst, bist du schneller, als du über die Sidelines solo pushen kannst, logischerweise. Ja. Push die 3er-Konstellation ein und so ein Hard-Push. Damit hast du als 1-3-1-Team Probleme. Vor allem, wenn du nicht vorne bist, dann kannst du das halt auch diesen Druck da nicht aufrechterhalten. 1-3-1 klappt halt, wenn du vorne bist und wenn du dann letzten Endes schneller bist als diese 5er-Gruppe oder die 3er-Gruppe in der Mitte sich halten kann. Ist hier nicht der Fall. Du hast halt mit Corki eher so sehr, sehr viel Poke. Dazu halt mit Nah eine Frontline, die du respektieren musst, und das spricht hier für Hong Kong Attitude in diesen Szenen. Definitiv. Man hat es auch gerade nochmal gesehen, Hong Kong Attitude hat sich einfach den kompletten Jungle auf der Topside von Isurus gesnackt und ja, das wird einfach komplett zugelassen. Aber wie gesagt, der Goldvorteil nicht wirklich präsent. Das sind ein paar hundert Gold jeweils und das gleicht sich dann auch wieder ganz schnell aus. Also, das Spiel ist wirklich ausgeglichen. Aber Hong Kong Attitude benimmt sich in einigen Situationen so ein bisschen reifer, ein bisschen koordinierter, und da muss einfach das Team von Isurus Gaming jetzt hier aufpassen, dass sie sich jetzt hier nicht wieder vernaschen lassen wie im ersten Game, weil das kann ganz, ganz schnell in eine Richtung kippen, und gerade, wie gesagt, das Gleichgewicht noch präsent, aber der nächste Teamfight, und es wird wahrscheinlich der Baron sein oder der Mountain Drake, da erwarte ich auf jeden Fall, dass sich hier eine Tendenz widerspiegelt. Ja, wir sehen hier die Gold Difference und das ist wirklich ein Hin und Her. Also auch minimal, also wirklich, ja, ja. Also das schlägt jetzt so aus, aber wenn man auf die Werte links guckt, das ist halt nichts. Man sieht es ja auch oben gerade, es sind ein paar hundert Gold. Insofern, wie du schon gesagt hast, einfach alles offen. 40 Sekunden, bis der Bergdrache da ist. Der Nashor natürlich immer wichtiger und gerade dieser Bergdrache könnte noch entscheidend sein, wenn es darum geht. Der trifft aber nicht. Aber der Engage of Crash mit dem Ausbreitchen. Dann nochmal die Doctor Ultimate. Allerdings ist Slow schon down. Teleport. Sehr spät. Irelia mit der Ultimate. Und da geht er nochmal rein. Oh, da geht man für den Tower Dive. Man kriegt auf jeden Fall ein paar Shots ab. Aber man muss sich jetzt wieder zurückziehen. Sayer, den. Oh, der knallt richtig weg. Eieiei, der hat sogar nicht ganz laufen. 3Z jetzt hier sogar noch mit der Ultimate. Und der kann jetzt gleich, wenn er groß ist, auf jeden Fall ulten. Also wieder ein bisschen schlechter. Und der hat Flash noch. Da muss man wirklich an den Situationen aufpassen. Da muss man wirklich den sicheren Hook landen. Man hat jetzt gesehen, man hat sofort die Rechnung bekommen. Slow, der ist einfach super schnell down gegangen. Crash hatte die Stopwatch ready. Und jetzt der Nashor. Das ist der Nashor. Ja, keine Nocturne Ultimate mehr, kein Flash auf ihn, keine Vision, kein gar nichts. Hong Kong Attitude. Jetzt gibt's nochmal Teleport. Sind in der Überzahlsituation. Ja, was willst du denn da machen? Rein! Ja, Kerngedanke ist da, aber das ist hier maximal ein 50-50 Nisch, aber ohne Vision läuft da gar nichts. Der Nashor für Hong Kong Attitude. Und damit reißen sie das Spiel wieder an sich. Ja. Ja, schwierige Situation. Man wollte für den Ambush gehen. Wir werden gleich ein Replay sehen, wo man das Ganze nochmal sieht. Und jetzt gibt es sogar noch den Mountain Jack und den, ja, weiß ich auch nicht, ob man den contesten kann. Man bricht ihn hier sogar ab auf Seiten von Isurus. Man zieht sich direkt wieder zurück. Und der wird auch an Hong Kong Attitude gehen. Und jetzt ist die Tendenz da. Jetzt haben sie den Push. Jetzt haben sie den Baron Buff und auch den Mountain Jack, Infernal Jack. Sie machen auf jeden Fall jetzt hier deutlich mehr Schaden. Und da wird es dann auf jeden Fall schwierig werden. Isurus Gaming braucht jetzt eine gute Idee, wie sie das Ganze unterbinden können. Nächster Drake, wie gesagt, jetzt an Hong Kong Attitude. Und jetzt müssen sie die Zügel in die Hand nehmen. Ja, also das Spiel gerade gedreht worden mit dem Nashor, ist natürlich die Frage, wie viel ist drin. Auch was Drachen angeht, Hong Kong Attitude deutlich stabiler aufgestellt. Da haben sie sich deutlich mehr in die Rüstung kippen können. 2-0 steht hier auch der Ezreal entsprechend mit 4 Items gesegnet. Und ja, letzten Endes gilt es jetzt für sie, die Tier-2-Türme entsprechend anzugehen, den Vorteil zu erhöhen, und Isurus, ja, hat dann Schwierigkeiten, denn wenn sie mit diesem Team nicht vorne sind, dann können sie die Sideline-Matches sich bedienen und dann fällt ihre Team-Comp wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Ja, 2 Minuten Baron-Buff sind noch auf der Uhr, da kann man auf jeden Fall einiges noch mit anstellen. Jetzt geht's hier mir vielleicht für den nächsten Ambush, jetzt sitzt der Hook und jetzt gibt's keine Stopwatch. Man kann hier nicht committen, muss jetzt hier auf jeden Fall aufpassen. Die Rakan-Ultimate geht rein, Unified holt sich den ersten Kill ab. Und jetzt will Sayer natürlich was machen, Crash, der wird jetzt hier auf jeden Fall nochmal low gepusht. Oder beziehungsweise von Sayer auf jeden Fall gut in die Mangel genommen. Bogax ist noch Bogax da. Von hinten. Der hat Bock, jetzt mit der Nocturne-Ultimate, die Reda-Ultimate mit rein und da geht's hinterher. Der Damage Boom. Reicht hier aber um Crash mit zu, der erste, der zweite, der macht es Boom und wieder Boom in mein Room. Flash durch die Gegend versucht, nochmal wegzukommen. Dem Team gelingt das auch, aber sein Team hat da weniger Glück. 3 Mann raus und Isurus schlägt hier zurück.
Ja, sehr schön gemacht, sehr gute Aktion. Das hat mir sehr gut gefallen. Es sah am Anfang wieder so ein bisschen clunky aus, aber man hat hier niemanden verloren in der ersten Instanz und dann keine Möglichkeit mehr für Crash, irgendwie an die Gegner ranzukommen. Saya hat das sehr gut gemacht, hat hier wirklich nochmal ordentlich Schaden ausgeteilt und Bugex ist hier in den Flank gegangen. Und das war hier das Wichtige in der Situation. Wir werden wahrscheinlich irgendwann mal ein Replay kriegen, weil die Situationen, die stapeln sich hier natürlich gerade. Aber trotzdem, ja, da hat man sehr gut auf diesen Baron Buff reagiert. Man hat den einen Tower verloren. Jetzt gibt's das Replay. Man sieht hier, Crash wird wieder gehookt. Und 3Z, das ist ganz wichtig, ist gerade oben mit dabei. Der Hook eigentlich gar nicht mal so gut, weil kein Follow-up da ist. Und dann geht's halt in den Fight. 3Z ist halt immer noch nicht da und plötzlich sagt sich Isurus, oh Moment, der Narl, der geht ja gerade Richtung Top-Lane. Ja. Jetzt sehen sie es, pingen sofort und reagieren instant. Also Fehler hier ganz klar von 3Z, die erste Instanz des Fights war eigentlich gewonnen und war ein Fehler von Isurus, dass sie da gehookt haben, weil sie kein Follow-up haben. Aber der zweite Fehler, der passiert auf Hong Kong Attitude sein, dass sich 3Z Top-Lane gezeigt hat und Isurus damit das Setup für diesen Engage geliefert hat. Ja, also ich finde die Idee des Ambushes gar nicht so schlecht, dass man für diesen Hook geht. Ich meine, Crash wäre vielleicht nochmal rausgekommen, ist ja auch in der Situation, aber man hätte da auf jeden Fall für einen gewissen Burst gehen können. Ich finde aber sehr gut, dass Oddi da nicht committed hat, dass er nicht auf diesen Hook reagiert hat, weil du hast es angesprochen, Freezet, der war auf dem Weg nach unten und dann wäre das vielleicht ja auch alles anders ausgegangen, weil da hätte die Leute einfach an die Wand gehauen und da hätte es ordentlich gewackelt. Hier aber jetzt die Möglichkeit gewesen zu reagieren. Man hat Freezet auf der Toplane gesehen und somit hier für den kompletten Full Engage gegangen, drei Leute bekommen und auch drei Baron Buffs und das ist natürlich sehr wichtig. Ja, wir sehen hier Damage und da siehst du halt sofort, wenn du Poke Champions im Spiel hast, denn die haben dann den meisten Schaden, das löppert sich über die Zeit. Ja, ja und das ist natürlich dann in der, ja, das ist Isurus Gaming einfach in der Pflicht natürlich auch zu reagieren und dieses Gepoke auch so ein bisschen ja, zu unterbinden und deswegen die Ambushes, auch die Flanks und sowas. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine gute und richtige Strategie. Man muss es noch jetzt so ein bisschen ausweiten, man muss noch ein bisschen schauen, dass man da auf jeden Fall ansetzen kann. Man hat jetzt wieder so einen kleinen Goldvorteil. Jetzt gibt es gleich den letzten Dragon und das ist ein Mountain Drake. Und wenn der jetzt auch noch in die Hände von Hong Kong Attitude fällt, dann hat man zwei Mountain Drakes und dann fällt der nächste Baron und sowieso alle Türme, das wären dann einfach nur geschnetzelte Trümmerhäufchen. Oh, schöner Catch hier auf den Nao. Der geht nochmal in die Mega-Nah-Form. Ja, kann auch lange überleben. Slow kommt dazu, genauso Rankless, das sollte der Kill sein, aber man schafft es hier nochmal rauszukommen. Ei, 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 jetzt geht's weiter, Irelia Ultimate und damit der erste Kill auf Kai Wing. Sie wollen es immer noch feiern, dass der immer noch lebt. Irelia hat allerdings Savage mit eingepackt. Ja, war auf jeden Fall ein guter Catch an sich. Er hat wirklich überlebt, das ist interessant, aber man verliert hier trotzdem wieder zwei Leute. Tradet hier natürlich nochmal Irelia rein, das war nicht so glücklich. Sie war aber auch schon eine ganze Zeit lang low, hat hier tatsächlich noch den Kill bekommen. Und ja, also diese Fights, die wünschen wir uns natürlich noch ein bisschen stärker aus Zuschauersicht. Aber hier so weit vorne zu stehen, das könnte natürlich fahrlässig enden. Gut, dass er hier noch lange in seiner großen Form überleben konnte und dass das Team reagiert hat. Das hätte sonst einfach der Single-Catch sein können. Und in 30 Sekunden ist der Dragon up. Oh, krass, wie tanky dieser Name natürlich ist, gerade mit Gargoyle Stoneplate logischerweise. Ja. Auch wenn er es jetzt auf Cooldown hat, aber das ist zu vernachlässigen. Also, wir sehen es jetzt nochmal, man sieht ihn, ja, er ist noch in der Flauschi-Form, allerdings kurz vor der Megana-Form und das ist sein Glück. Ja. Was natürlich ein bisschen kritisieren kann, dass man ihn hier nicht schnell genug down bekommt. Die Ultimate trifft nur Irelia an der Stelle und er lebt und er lebt und er lebt. Und es sind vier Leute, die natürlich einfach schneller da sein müssen. Dann geht der Kill hier auf jeden Fall auf das Konto von Isurus Gaming. Man bekommt jetzt hier noch den Kill. Und warum Irelia hier noch mit dem Q committed? Gut, kann man natürlich machen. Kriegt den zweiten Kill auch noch. Aber ich glaube, wenn man jetzt einen Hook gehabt hätte, hätte man einfach wieder jemand rausziehen können. Und Irelia überlebt das Ganze eventuell sogar noch. 2-2-1 straight, aber jetzt verhindert man wenigstens mal den letzten Dragon. Das finde ich sehr gut und den holt man sich selber. Und das ist auf jeden Fall ein Mittel, mit dem man hier gut arbeiten kann. Ja, der Bergdrache natürlich gerade im Punkto Nesha wichtig. Nesha ist hier Stichwort Isurus. Die sind hier gerade blind, die haben keine Vision. Ja, es geht sofort auf den Nesha. Die Frage ist, kommen sie da rechtzeitig hin? Oh, schau mal, wie schnell das geht. Auch sie haben den Bergdrachen. Die sind ja viel zu spät, Jungs. Da war doch schon der Aufruf zum Flieger nach Malle. Oh, Rakan, der will direkt reingehen. Der geht jetzt über den Ultimate, kriegt aber nur ein Ziel. Bugex, der kommt jetzt hier nochmal raus. Oh, genau, und die sind auch die zwei Leute. Das aber jetzt sind die Leute richtig. Die wollen sie auf jeden Fall wissen. Da wird auf jeden Fall reingetan, aber man kriegt hier niemanden down. Crash kriegt einen Kill. Ezreal kriegt zwei Kills. Jetzt Xayah hier nochmal mit einem Kill. Aber das reicht. Oh nein! Er nimmt aber den Rakan mit und schafft es dadurch nach Hause. Er nutzt den Rakan als Escape und nimmt nochmal einen raus. Und damit der 3-2 Trade. Das hätte deutlich, deutlich schlimmer ausgehen können. Und Hong Kong Attitude hier mit dem Nash und mit viel Glück Isurus Gaming
Eieiei, also der Damage von Xayah, der ist vorhanden, das sehen wir ja auch nochmal im Graphen, aber trotzdem zu hektisch, viel zu spät am Nasher, das hätte man wissen können, wissen müssen, dass das sofort angegangen wird und jetzt heißt es hier Deffen. Ja. Man kann das vielleicht noch halten. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit drin. Der erste Turn ist jetzt wieder da. Bogart geht nochmal rein. Der will nochmal durchschlitzen. Der hat ja hier das Video auf jeden Fall gesehen von Max. Eieiei. Bruder, das ist aber auf jeden Fall nicht schlecht, was der Bogax hier austeilen kann. Man verliert jetzt den ersten Nexus Turret. Das ist natürlich tragisch, aber es ist auch gut, dass man das Spiel nicht verliert, definitiv. Und das kann man hier nochmal halten. Man muss jetzt diesen Baron-Buff irgendwie verteidigen. Das heißt, den Tier 2 auf der Top-Lane, den kann man abgeben. Bitte jetzt nicht noch mehr Leute verlieren, das ist das Wichtige. Uff. Ja. Die eher so ult. Die sitzen auf jeden Fall in diesem Spiel, aber. Ja. Ein weiterhin ergebnisoffenes Spiel. Hier sehen wir, der Engage tatsächlich von Rakan trifft hier sehr gut rein. Dadurch kann man die Laterne nicht nehmen. Ja. Erst später und dann diese Nah-Ultimate, die rettet da wirklich mehr als nur den Tag. Ja. Gute Federn tatsächlich. Wranglers kommt die ganze Zeit zur Autotext, das ist wichtig. Deswegen kommt er auf diese Damage-Werte und deswegen kann Bogax gleich nochmal reindüsen. Ja. So schade. Ich meine, der 1000 Gold-Shutdown, das hat man jetzt ja auf der linken Seite nochmal gesehen. Was gut von Gnar eben lief, er ist schon frühzeitig nach vorne gelaufen, weil er wusste, er wird gleich groß und kann hier zwei Leute ulten. Die Xayah-Federn, die waren auch richtig stark. Was hier ein bisschen schlecht gelaufen ist, dass man hier Unified nicht bekommen hat, weil der dadurch noch zwei Kills bekommt. Die Ultimate hat auch noch was rasiert und der 1000er Shutdown, der ist natürlich jetzt auf das Konto. Ich weiß gar nicht, wer den bekommen hat. Ich glaube, Bogax war es an der Stelle. Ist natürlich gut, aber das ist nicht so ganz sauber gelaufen. Und jetzt haben wir hier wirklich... Also, Achterbahn. Das ist eine Achterbahn, aber gut. Ja, das spricht hier trotzdem immer noch nicht so viel, was das Gold angeht, aber... Oh, lol, was war das denn? Das war eine Damage. Rakete! Ja, da war die dicke, ne? Das dicke Ding. So, jetzt auf jeden Fall belagern sie diesen Turm und haben natürlich noch einen Ash-Buff. Zumindest auf drei Leuten und das nutzen sie ja auch aus für den Inip. Bogax versucht da zu flankieren. Gnar gerade in der Flauschi-Form, also vom Timing her da gar nicht mal so verkehrt. Der Inip. Oh, können sie den noch deffen? Ja, nehmen hier das Ken-Minier mit. Also eigentlich nur noch ein Auto-Tag, dann ist das Ding Geschichte. Ja. Dann liegt der. Den kriegen sie auf jeden Fall. Oh, Hook hier nur auf den Vasallen. Der wirft sich nochmal heldenhaft dazwischen, um den Rakan zu retten. Ja, Baron Buff ist jetzt gleich abgelaufen. Das bedeutet, es ist okay, ja, dass man hier nochmal den Schaden begrenzt hat. Wenn die Toplane jetzt hier nochmal in Bedrängnis genommen hätte, dann wäre es schwierig geworden, aber da hätte man maximal den Tier 2 Tower bekommen, noch mit diesem Baron Buff. Und ja, jetzt geht es noch darum, wirklich ein bisschen koordinierter zu spielen. Die Öffnung, die ist immer wieder da. Was man machen muss, ist, wenn man auf einen Unified committet, dass man den auch bekommt, weil der hier wirklich stark im Spiel ist. Von Gorki haben wir noch gar nicht so viel gesehen, außer diese Böllerbus-Granate, Rakete, was auch immer der da schießt, eben auf der Bot, denn das hat auf jeden Fall richtig gezischt. Und wenn die jetzt gleich den 4 Drake, Elder Drake bekommen, dann wird es auch nochmal richtig unangenehm. Also da wird man jetzt gleich den nächsten und vielleicht sogar letzten Fight sehen. Ja, hier sehen wir nochmal... Xayah hat da ganz gut die Damage-Werte hochboosten können, genauso wie Bogax. Ja. Gerade in diesem letzten Fight. Aber du hast angesprochen, jetzt der Ahndrache, der wird nochmal interessant und knackig für beide Teams. Ja. Und könnte zum nächsten Fight führen. Also total ausgeglichene Begegnung hier. Und das macht es sehr, sehr schön zum Ansehen. Ja, immer mehr Champions nähern sich dem Full-Item-Build. Wranglers ist schon Full-Item-Build. Also klar, ja, es sieht immer wieder beeindruckend aus, wenn Bogax da reingeht mit Irelia. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass Wranglers hier frei zum Schuss kommt und unbedrängt durchknistern kann. Ja, und ich meine, Mission hat zwar noch keinen Kill, aber wir haben es gerade gesehen, er hat den meisten Damage im Spiel. Book auf Crash. Er macht auf jeden Fall einiges. Unified, oh, die sind alle auf einen Haufen. Ja, es knallt. Wenn die Rakete trifft, dann macht es richtig Aua. Macht richtig Bauchweh. Wow, Bogax, der kriegt hier die nächste Ezreal-Ult ab. Ist nicht so schlimm, er stirbt natürlich nicht, aber der Elder Drake, der geht jetzt hier ganz, ganz einfach ans gegnerische Team. Ja, mit diesem Poke-Damage da tut sich hier Isurus natürlich super schwer. Ja. Kommt viel zu spät für den Stier und jetzt können sie nicht fighten. Also sie haben 4 Elemental Drakes, ja, und dann den Elder... Oh. Der wird geslowed und der wird jetzt gleich down. Also... Wow. Das war... Das war ein bisschen traurig. Er war eine Auto-Check und er hat dann gesagt, okay, ich hänge jetzt hier am Seitenfaden. Aber die haben den Elder, aber ja, seiner Faden ist gut, ne? Das ist natürlich... Na. So, und jetzt müssen es zu 4 deffen, nur noch ein Nexus-Turm. Die Frage ist, kann Isurus Gaming das nochmal deffen? Er will natürlich in die Backline, aber auch ein Ezreal, der hat mittlerweile ein GA. Es gibt 3 GAs, wenn ich es richtig sehe, im Team von
Hong Kong Attitude. Das bedeutet, man muss Leute zweimal töten. Wave. Womit, ist die Frage. Wave ist down, aber jetzt kommen gleich zwei Super Mini-Waves und dann nutzt man die Nocturne Ultimate. Vielleicht einfach nur zum Wave. Jetzt geht's rein mit der Reel Ultimate. Und jetzt wird uns wissen, ja. Nochmal schon mal geschwindet. Flash raus und die gehen rein. Aber da ist so viel CC mit dabei. Na, immer noch. Da ist wieder Ultimate. Und jetzt League of Guardian Angel. Sie werden alle nochmal wieder beleben. Und Rangelos, der Böller hat einen Fehler, ist immer noch am Leben. Der AD Carry macht so viel Schaden. Jetzt allerdings down, das reicht nicht. Slow wieder am Start, nochmal der Hook da. Burgax der Einzige, der noch überlebt. Aber das reicht nicht mehr. Sie sind da, Hong Kong Attitude. Jetzt zu dritt haben dieses Spiel. Und haben die 2-1 Führung. Verangelos, hör auf die Minions einzutreten. Das ist das zweite Mal in diesem Spiel, dass er sich lieber was farmen will. Er hat doch schon Fullbild. Ja klar, das Super Minion, das hat da natürlich gute Arbeit geleistet und Schaden ausgeteilt. Aber wenn man für den Fight committet, dann hört man auf die Minions drauf zu kloppen. Ja, da hätte man vielleicht noch ein bisschen was machen können. Er hat den Kill noch bekommen, aber hier letzten Endes tatsächlich für Hong Kong Attitude ein solider Sieg. Man wird jetzt hier sich nochmal im letzten, möglicherweise letzten Spiel anstrengen müssen. Also hier ist noch nichts gegessen, aber ja, Verangelos, der hat mir in diesem Spiel wirklich nicht so gut gefallen. Fragwürdige Aktionen immer wieder, auch im Fight eben am Baron Pit. Da sollte man gleich nochmal drüber schauen. Aber ansonsten, ja, verdient er sich hier von Hong Kong Attitude, die sich hier behauptet haben. Und es war wieder die Blue Side, die gewinnt. Mal schauen, wie das vierte Game aussieht. Ja, auf alle Fälle starkes Spiel, schön anzusehen. Und ich muss sagen, also es ist League of Guardian Angel, was wir hier haben. Wow. Mit dem Guardian Angel konnte man auf jeden Fall diesen Fight hier dann doch nochmal für sich entscheiden. Zwischenzeitlich super, super knapp. Ich würde gerne nochmal den Damage-Balken von Rangelos sehen. Der hat ja wirklich einiges rausgeböllert, aber als dann GA durch war, ja, da stand er auch noch da plötzlich vor einem kompletten gegnerischen Team. Wahnsinn. Also vom Timing her natürlich dann gut geklappt. Der Elder Drake hat ihnen das Genick gebrochen und das hat man ja einfach nochmal ganz eindeutig gesehen. Ja. Am Ende muss man sagen, dass ja, Isurus nicht stark genug war gegen Hong Kong Attitude. Ja, das ist definitiv. Wenn der Nexus platzt, dann ist er weg und damit auch der Sieg tatsächlich in dieser Partie für Hong Kong Attitude. Du hast gerade auch nochmal Verangelos angesprochen, also ich muss ihn wirklich nochmal stark kritisieren. Ja, er hat das Potenzial, viel Schaden auszuteilen, aber er hat es selten so genutzt, wie es notwendig war. Wir haben Nocturne, wenn man sagt, man committet jetzt für den letzten Fight, ja klar, in der Situation ist die Suppe eh schon ausgelöffelt, aber ist egal. Ja, der geht da auf die Super Minions. Also dann können wir auch gleich sagen, wir gehen nach hinten in der Ecke und spielen Schach, wenn wir keinen Bock haben zu gewinnen. Wirkt ein bisschen lustlos, auch in anderen Situationen hat man es bei ihm ein bisschen bemerkt. Es gab diese eine Baron-Situation, wo er alle Leute mit der Feder gesnärt hat. Das war insane wichtig. Man hat aber da den Kill auf Unified nicht bekommen. Also da muss man auch so ein bisschen Target-Management betreiben und wenn man da dann die richtigen Ziele frühzeitig rausnimmt. Unified hat fast alles überlebt, dann kann man hier auch wirklich was rausholen. Am Ende natürlich Corki mit mehr Schaden, aber trotzdem war es sehr wichtig, dass man hier den Sieg holt. Oh. Wir gehen rein in die Replays, denn ja. Es gab hier einige Aktionen am Start. Ja, wir sehen jetzt hier natürlich das First Blood. Bugex hat hier natürlich eine gute Arbeit geleistet, auch im weiteren Verlauf des Spiels. Auch hier muss ich sagen, hat sich das Team von Isurus Gaming deutlich besser gezeigt, als man es anfangs vielleicht an der Situation erwartet hat. Dass Seiya hier auch noch rauskommt, ist natürlich auch fragwürdig aus Sicht von Hong Kong Attitude. Und hier sehen wir es. Ja, man geht hier für diesen Fight und oben ist Verangelos, der macht Minions. Das ist wie bei der Nixter Boy Gold Promo vor 2 Jahren. Das ist einfach nicht richtig. Ja, der muss einfach zu seinem Team gehen. Diese Wave, die kann ruhig mal in den Tower gehen und dann kann man hier auf jeden Fall ein bisschen mehr rausholen und das hat mich wirklich ein bisschen geärgert im gesamten Spiel, dass man von ihm so wenig gesehen hat. Da warte ich jetzt in der vierten Partie deutlich mehr. Er hat einen guten Champion, wenn nicht sogar den besten AD Carry, den man momentan spielen kann. Bitte nutz ihn auch. Ja. Wunderschön, wie man nochmal diese Todesanimation dann sieht. Ja. Und hier ging es dann langsam natürlich so in die Richtung für Hong Kong Attitude. Die Ultimate sitzt hier gut. Und da alle Federn sitzen, bis auf einem. Und Unified kommt hier irgendwie so mit -3 HP nochmal raus. Fragwürdig natürlich, aber trotzdem hier diese Ultimate, die knallt einfach rein. Er kriegt natürlich nochmal, oder muss hier sein Leben nochmal abgeben. Und Verangelos kriegt sogar das 1000 Gold Shutdown. Hat also hier gut was abgeholt, aber es war overall leider ein bisschen zu wenig. Bugex und Verangelos, die hätten hier wirklich gut carryen können. Seiya, der kam hier auch nicht so wirklich zum Zuge. Und hier sehen wir es gleich auch nochmal auf Verangelos. Ich will einfach so ein bisschen Fokus drauf legen, weil der Inhib, der ist sogar wieder da. Ja, und er geht hier mit 3-4 Auto-Attacks auf die Super-Minion. Ich weiß, dass ihm die Minion verfolgt, aber dann steht er auf der Stelle und wird hier dann einfach nur noch zermürbt. Und na klar, spielt auch CC noch eine Rolle. Aber hätte ein paar, ich meine, die sind alle nicht Full-Life. Wenn er da er ist voll Bild. Wenn er die richtigen Autotext da rausholt, dann kann man hier diesen Nexus verteidigen. Bin ich mir fast sicher. Gut möglich, aber in dem Fall
ist es halt nicht geglückt und damit haben wir die Führung erneut für Hongkong Attitude. Wir schauen mal, wie das nächste vierte Game ausgehen wird. Ja, für euch heißt das, ihr habt nochmal die Chance, euch gerade was zu trinken, zu holen, zu essen, wie auch immer, seid vorbereitet, denn es gibt noch mindestens ein Game und danach gibt es ja noch ein weiteres Best of Five. Also wir sehen uns gleich wieder mit dem nächsten Spiel, Azurus Gaming gegen Hongkong Attitude. Mit Games kannst du in eine Welt voller Abenteuer eintauchen. Aber jedes Abenteuer birgt auch Gefahr. Du klickst auf einen Phishing-Link in einem Gaming-Forum und dir wird dein Passwort geklaut. Du lädst dir das falsche Programm runter und plötzlich ist Malware auf deinem Gerät. Du verlierst ein Multiplayer-Match wegen einer Botnet-Attacke. Oder du benutzt NordVPN und schützt deinen Traffic mit der modernsten Verschlüsselung. Spiel nicht mit deiner Sicherheit. Bleib auf der sicheren Seite. Zu viel Hype? Es gibt kein zu viel Hype, Maxim.
Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless, you survive. Und wir sind wieder da, jetzt gleich mit dem nächsten Spiel. Vorweg allerdings nochmal ein Herz an die ganzen Mods, an Franz und Feli, die ein neues Emote erstellt hat. Kick W in den Chat. Auf Summoners Inn. Ja, es gibt jetzt ein Summoners Inn Kick W. Ja, finde ich schön. Und es ist hier geboren worden und ihr wart live dabei. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir das heute hier zusammen erleben dürfen. Wir haben gerade ein sehr, sehr starkes Spiel gesehen. Beide Teams haben sich zerrissen. Am Ende lief es dann besser für Hong Kong Attitude, aber jetzt gleich die vierte Partie. Mal sehen, was an der Pick-and-Bun-Phase passiert. Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Man kann auf jeden Fall schon sagen, das Büro weiß, dass heute Worlds ist. Ja. Also das. Ja. Man hat uns gehört. Man hat uns gehört. Ich glaube, es geht noch ein bisschen lauter. Ja. Klar, natürlich auch noch ein bisschen koordinierter. Ja, wir kommentieren das erste Mal in dieser Kombo zusammen. Ja. Alle ja auch ein ganz, ganz neuer Caster. Dafür, ja, Freunde, alle mal ein Kick-W in den Chat und Kick-W-Herz. Ja, Kick-W-Herz. Für Kalle. Denn, also wirklich dafür, dass du das zweite Mal jetzt Play-by-Play castest oder dritte Mal ist das schon echt... Ja. Geil. Ja. In dem Sinne Champ Select. Champ Select, ja. Wir freuen uns. Nächste Partie jetzt zwischen Hong Kong Attitude und
Isurus Gaming und die sind wieder auf der blauen Seite und das könnte bedeuten, wir sehen vielleicht ein fünftes Spiel, aber dann ist vielleicht Hongkong Attitude wieder auf der blauen Seite. Also heute 100% Winrate auf der Blue Side, aber ich muss sagen, Isurus Gaming hat mir eben auch schon besser gefallen als im dritten Spiel, da hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr rausholen können und das sind natürlich genau die Punkte, die wir hier ansprechen wollen. Also Isurus Gaming hat sich im ersten Game so wirklich zurückdrängen lassen. Im zweiten haben sie dann das Zepter in die Hand genommen. Eben in der dritten Partie war es dann tatsächlich so, dass es echt knapp war, bis zu einem gewissen Punkt, wo dann einfach Hongkong Attitude den stärkeren Teamfight ausgenutzt hat. Jetzt wird sogar mal reagiert und den Ezreal nimmt man jetzt hier raus bei Isurus Gaming und deswegen schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Ja, bin ich gespannt. Also du kannst halt nicht alles bannen und in Sameta ist so vieles offen. Sehen immer wieder neue Champions und da bin ich mal gespannt, was da jetzt nochmal einfallen wird. Du hast es angesprochen, Blue Side scheint den Teams aktuell ein bisschen besser zu liegen aufgrund des First Picks. Ja, ich sehe den Chat, wie sie ganz viele KickWs spammen und ich bin stolz. Kalle, das ist unser Baby. Ja, ich freue mich. Eigentlich müsste ich jetzt auf jeden Fall nochmal auf Crash und Lee Sin geben. Ja. Weil, also sonst wäre es ja ein bisschen schade. Aber ja. Trotzdem, Qiyana wird jetzt auch weiterhin rausgenommen. Also da auch die... Oh, Akali wird gebannt. Das ist wichtig. Jetzt bin ich gespannt. Xayah ist offen. Yuumi auch. Mal gucken. Ja. First Pick. Syndra ist diesmal offen. War die letzten Male immer wieder gebannt. Man entscheidet sich wieder für Xayah. Finde ich gar nicht mal schlecht. Ja. Aber warum sagen wir eigentlich immer die ganze Zeit Wrangelus, wenn das eigentlich War Angelus ist? Was mir jetzt mal gerade nochmal so auffällt. Ich finde, Varangelos hört sich besser. Varangelos. Aber ja gut. Ist natürlich immer so eine Auslegungssache. Tut mir natürlich leid, wenn ich jemand damit auf die Füße trete. Nee, Nautilus. Ist scheiße, Karl. Mensch, Kalle. Ja. Ist noch keinen aufgefallen. Ja, du hast es jetzt angesprochen. Ja, weil es mir selber gerade so. Katus. Hm. Spannend. Rakan fällt mir stimmt, auch besser. Saya Rakan, ja. Wir haben gegen Nautilus Syndra, das wäre die Botlane-Antwort höchstwahrscheinlich von Hongkong Attitude. Na, Feuer mit Feuer bekämpfen, CC mit CC beantworten und Feuer mit Burst. Na, feurig ist auch die Klinge von Gangplank, der wird jetzt hier eingeloggt und ist wieder ein Blindpick von vermutlich Bugax. Ich meine, der gute Sia, wie auch immer, muss sich hier natürlich jetzt auch einen neuen Champion suchen. Sollte es soweit kommen. Oh, Tristana ist ja noch offen. Oh, also, da merkst du halt, du kannst halt nicht alles warten. Tristana ist halt ein insane guter Flex, wird hier aber extrem wahrscheinlich in die Mitte gehen. Wobei, auch gegen Gangplank stelle ich mir sie gar nicht so schlecht vor. Du hast halt den Push, du hast die Range dann, um die Fässer zu böllern und auch noch den Jump. Ja, letzte Bannphase jetzt. Und der Jungler, der ist auf jeden Fall noch offen bei Hongkong Attitude. Das gleiche gilt auch noch für Isurus Gaming. Das bedeutet, man kann jetzt in dieser zweiten Bannphase eine Elise rausnehmen. Man könnte sogar auch einen Lee Sin rausnehmen. Man könnte noch einen Jarvan rausnehmen. Das sind auf jeden Fall ja, Champions, die hier eine Rolle spielen könnten. Lee ist jetzt die erste Reaktion. Und wenn der Lee jetzt aufbleibt oder beziehungsweise rausgenommen wird, dann können wir unser KickW gar nicht so richtig nutzen. Ach doch, da geht immer noch ein KickW. Freunde. Gibt es noch einen anderen Champion, der durch die Gegend kickt? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht gibt es ein Team, was ziemlich gut reinkickt gleich. Feier. Oh, war ja. Wir haben jetzt Wladimir auf jeden Fall gebannt. Elise, ja. Die Sinn wurde von ihm gepickt. Nocturne war ein starker Pick von Oddi. Ja, Nocturne hat auf jeden Fall ja an einigen Stellen was gemacht, aber es hat am Ende, wie gesagt, nicht gereicht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Oddi jetzt so ein bisschen schauen muss, was er machen muss. Das Garn am ersten Game hat mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt die Elise gebannt, wie gesagt, der Nocturne auch raus. Bin gespannt, ob er jetzt vielleicht dann Olaf bringt. Jetzt erstmal der letzte Bann und das könnte jetzt auch in Richtung Jungle gehen. Mal schauen, worauf man sich hier konzentriert. Man lässt sich auf jeden Fall noch Zeit. Und es ist tatsächlich der KickW. Oh. KickW gebannt. Einmal Trauer KickW in den Chat. Oh Mann. Hongkong Attitude jetzt mit dem nächsten Pick. Es gibt natürlich noch starke Early Jungle Picks. Also generell viele Jungle Buns, wie wir hier sehen. Olaf wäre denkbar jetzt. Oder Jarvan, stimmt. Den haben wir jetzt auch schon länger nicht gesehen. Und der wäre auch gar nicht so schlecht gegen den Olaf ja. Wegen der Ultimate. Ja, da kann er nämlich nicht rauslaufen. Auf einmal hat er eine lange Lanze. Oh. Sir Lancelot am Start, ja. Sozusagen. Ja, schade, dass wir jetzt hier keinen KickW haben, aber wir können uns natürlich auch in Erinnerung rufen. Und vielleicht sehen wir noch ein fünftes Game und dann könnte es auch wieder in die Sinn geben. Muss aber auch ehrlich gestehen, ich verstehe den Bann nicht ganz, weil
ja, Crash hat auf jeden Fall gut was gemacht, aber mit Javan ist er mindestens genauso mobil, hat auf jeden Fall ähnliche Möglichkeiten und nichtsdestotrotz auch Möglichkeiten, hier Leute in so eine Art Cage natürlich mit seiner Ultimate zu bringen. Jetzt wieder der Skarner. Und wenn da jetzt nicht mehr kommt als im ersten Game, dann sehe ich hier wirklich schwarz für Azurus Gaming, die hier mit diesem Skarner auf jeden Fall deutlich besser spielen müssen als in Partie Nummer 1. Oh, jetzt holt den Donger raus. Das ist der Corki. Diesmal der Corki für sie selber. Das ist eine gute Antwort auf Tristana, finde ich. Da kann man auf jeden Fall mit dem Scaling so ein bisschen spielen. Ja, die Range ist für die Auditechs dann natürlich nach hinten raus höher bei Tristana, aber wir haben die Raketen gesehen. Ja. Es wird der Weiger, wie geil ist das denn? Das heißt, es wird tatsächlich, wie ich schon vermutet hatte, Tristana auf der Toplane gegen den Gangplank. Und wobei, es könnte auch Weiger Botlane sein. Ne? Weiger Toplane sein. Mittlerweile ist League of Legends, kannst du alles machen. Das ist halt aber sehr geil. Ja, ja. Ja, Weiger Bot. Ja. Ja, gegen Gangplank ist vielleicht eine Syndra ein bisschen besser bestückt. Weil aus dem Cage kann man sich ganz easy rausfressen. Auf dem Scatter the Wig natürlich auch, aber der Gangplank geht auf die Toplane und ja, gut. Ist wahrscheinlich sogar das Beste, weil die Orange wird gegen Tristana nicht viel bringen. Du kannst dich aus der Bombe nicht rausfressen, du frisst dich aus dem CC raus und das wäre die Ultimate und ja gut, ob dich jetzt aus der rausfrisst oder nicht, das juckt die nicht, der Damage ist halt entscheidend. Aber Weiger Nautilus Botlane, also das ist natürlich sehr viel All-In-Burst. Das ist halt, Weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Also ich mag Weiger als Champion. Ist der schon gepickt worden beim Worlds? Ich glaube nicht, ne? Es gibt so viele Champions, die inzwischen jetzt gepickt worden sind. Ich bin mir gar nicht sicher. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Weiger den Rakan natürlich auf Distanz halten kann. Ja, der Cage und dann macht Rakan nichts mehr. Ja, es bleibt spannend. Ich hoffe, dass Oddi sich bei diesem Skarner-Pick wirklich was gedacht hat. Weil wenn der jetzt hier so ein bisschen gegen die Wand fährt, dann ist es das gewesen. Dann ist Hong Kong Attitude in der Gruppenphase. Und dann gehen wir ins nächste Best of Five zwischen Splice und Unicorns. Wie heißt das Team? Splice. Das habe ich extra nochmal gesagt. So, aber ja, vielleicht hilft es jetzt auch, dass man hier ja den Gangplank vielleicht mit dabei hat, dass man hier Rakan und Xayah bekommen hat. Und bitte, War Angelus. Hauptsache, du hörst auf Minion zu kloppen, wenn da Gegner sind. Und jetzt gibt es erstmal eine Pause. Und jetzt müssen wir schauen, woran es liegt. Das hat man aber eben schon ein bisschen andeuten sehen. Woran hat es hier liegen? Und das fragt man sich am Ende. Oh, die haben nicht mal die Dosen, sondern jetzt haben die Flaschen auf dem Tisch stehen. Ne? Die hatten doch sonst immer Dosen. Mhm. Vielleicht liegt es daran. Guck mal, er hat nämlich noch schön ja, die fettreiche Milch mit 5,0% Fett. Der hat sich eine schöne gemischte Milch hingestellt. Ja. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Ich sag mal, dass die das jetzt gewinnen. Ja. Schauen wir mal. Also, kleine Ingame-Pause. Wir werden gleich erfahren, woran es gelegen hat. Vermutlich technische Schwierigkeiten am Pult dieses jungen Herrn. Und da wird auch schon kommuniziert. Man sieht es im Hintergrund. Übrigens habe ich gesehen, ist auch der Robert wieder da. Robert, unser ehemaliger Praktikant, ist auch bei diesen Worlds wieder als Referee vertreten. Ja, der passt auf, dass da nichts passiert. Ja. Also, ja, ich sagte ja, am Ende gewinnen die wegen den Dosen, die Jungs aus Hongkong. Hongkong Attitude. Ja, wir haben gerade gehört. Außer für World Song, das wäre es natürlich. Ja, gerade gehört, es gab einen kleinen Crash und somit wird das Spiel einfach gerade gerestartet. Man muss sich wieder einloggen, Ladebildschirm. Crash for Crash. Oh. Gucken wir mal. Ja, ansonsten, in dieser Series muss ich ganz klar sagen, hat sich zwar jetzt punktuell Hong Kong Attitude behauptet, also sie stehen 2-1 vorne, haben jetzt ein Matchballspiel. Wenn sie jetzt gewinnen, sind sie in der Gruppenphase. Aber Azurus Gaming hat sich bisher nicht kampflos aufgegeben. Auch im letzten Spiel haben wir gesehen, sie haben Potenzial zurückzukommen. Das zweite haben sie wirklich dominant gespielt. Und wenn sie jetzt hier nochmal nachlegen können, dann gehen wir in ein fünftes Spiel und da kann ich keinen Favoriten ausmachen. Also ich muss sagen, ich kann eigentlich nur gewinnen. Weil das Ding ist, wenn Hong Kong Attitude jetzt gewinnt, geht mein Tipp voll auf. Hm. Wenn Azurus jetzt gewinnt, habe ich noch ein fünftes Game, was ich mir casten darf. Hab ja auch gewonnen. Ich habe Kick-W-Herz. Ich muss sagen, ich habe ja 3-2 für Hong Kong Attitude gestimmt. Also für mich soll es natürlich noch ein fünftes Game geben. Und dann wäre Hong Kong Attitude vermutlich wieder auf der blauen Seite, was sie dann vielleicht gewinnen. Und dann habe ich natürlich meine Prediction richtig. Ansonsten bin ich auch einfach Fan davon, hier das Best of Five durchzucasten. Das macht auf jeden Fall richtig Bock. Und naja. Einfach mal so richtig einen durchcasten jetzt. Schön einen durchcasten jetzt hier nochmal. Ehre. Auf den Dienstag hier, du. Schön. Ja, ich bin gespannt, ob ich nochmal ran darf während dieser Worlds. Aber wer auf jeden Fall nochmal ran darf, sind wie gesagt diese beiden Teams, die jetzt hier gleich
in diese Partie gehen und wir sehen auch schon wieder, die starren auf ihre Bildschirme und es werden Mäuse bewegt. Das ist auch der Indiz dafür, dass es jetzt weitergeht. Ja, Freunde, da haben wir's. Das vierte Spiel, Isurus Gaming gegen Hong Kong Attitude, Taiwan gegen Lateinamerika. Das sind die Teams, das sind die Ausgangsbedingungen. 2-1 steht's für das Team aus Taiwan. Und wir sehen einen Vega Botlane. Und wir sehen auch wieder früh 5-Mann-Party-Böllerbus am Start. Ja, finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Aber man muss, wie gesagt, schauen, dass man daraus auch Nutzen trägt. Man sieht jetzt auch, im Gegner-Jungle, beziehungsweise im eigenen Jungle, befinden sich jetzt auch schon Javan und Tristana, die natürlich Ähnliches vorhaben. Jetzt geht man hier für den Backport. Beide Teams tatsächlich ziehen sich wieder zurück und werden die eigenen Red Buffs vermutlich jetzt angehen. Und dann schauen wir, oh nee, Scanner geht tatsächlich zum Blue, der jetzt hier aber auch gewardet ist. Nee, er geht zum Red Buff. Also wurde gepinkt, dass man da die Vision hält. Bugex wird jetzt hier nochmal schauen, ob hier was passiert. Aber ansonsten wird man jetzt hier für den... Nee, er geht doch auf die Top Lane. Also was war das? Gut, ich bin verwirrt. Jedenfalls beide Teams gehen für den Blue Buff. Das ist schon mal... Mittlerweile ist es klar. Haben wir es jetzt, ja? Ja, wir haben es jetzt. Gut. Ja, ich meine, der läuft Schlangenlinien. Ich weiß nicht, wie viel Milch der schon Intus hat. Noch nicht genug. Oh, ja. Es ist immer die Antwort, noch nicht genug. Ja, da geht noch was. Und, könnt ihr mal gerne uns Bilder auch auf Twitter schicken, Hashtag WorldsGear, ja, wie ihr entweder den Hardbass-Song nachtanzt oder wie ihr euch ja, eure fettarme, fettfreie, fettvolle Milch gönnt. Oder das Spiel verfolgt. Wir haben das bei Baal immer gemacht. Die sollten die immer zeigen, wie sie tatsächlich auch Baal verfolgen. Und im Sommer war das immer besonders schlimm, weil die alle gegrillt haben. Wir saßen hier in der heißen Bude. Also wir leiden dann auch. Ne? Wenn ihr da uns schöne Bilder schickt, können wir dann... Also ich gucke mir das auf jeden Fall an dann auch. Twitter ist offen. Mach das eigentlich immer. Wenn ich über sowas rede, dann gucke ich mir eigentlich immer die Posts an. Und manchmal sind auch echt witzige Sachen bei. Also gerne den Hashtag WorldsGear benutzen. Und ich finde, da wird eh zu wenig gemacht. Ne? Ich glaube, wir müssen selber, ja, das nächste Spiel casten wir nicht, aber ich glaube, wir müssen da mal mehr selber aktiv werden. Hm. Ja, das stimmt natürlich, aber ich bin ja immer so ein Freund, also ich finde, Nix hat das damals echt immer gut gemacht. Er hat die Leute immer zu Mimen animiert. Ja, kann ja auch ein Bild von einem Fuß machen mit einem W drauf, Kick-W. Weiß ich nicht, Ist das schwierig. Ein Fußfetisch? Du hast damit vorhin angefangen. Ich habe gesagt, ich will Maxims Fuß, der ist einfach schön. Ja. Maxim ist generell einfach schön. Da kann auch keiner was gegen sagen. Das stimmt. Ich träume immer noch von seinem Caitlyn-Cosplay. Hier auf jeden Fall sehen wir, warum das Matchup für Tristana sehr, sehr gut ist gegen Gangplank. Ja, sie hat einen guten All-In mit der Bombe, hat die Möglichkeit, die Fässer aus der Reichweite zu bekämpfen und mit dem W rauszujumpen. All das macht es halt sehr, sehr schön für sie. Gleichzeitig scaled sie ebenfalls. Also... Da hat der Gangplank nicht so viel zu melden. Sehr, sehr gutes Matchup, was Hong Kong Attitude hier gedraftet hat. Und auch das Syndra-Corki-Matchup, muss ich sagen, sehe ich in dieser Phase eher auf Seiten von Syndra. Folgerichtig hat Hong Kong Attitude da auch einfach einen guten Draft hingelegt. Ja, definitiv. Aber ich bin sehr gespannt, wie sich hier der Scanner macht. Weil ich habe wieder so ein bisschen Angst, dass Oddi so ein bisschen untergeht in dieser Partie. Die Spiele vorher gefielen mir sehr gut. Aber in der ersten Partie hat er schon Scanner gespielt und da war es halt natürlich ein bisschen schwierig. Knockup geht jetzt hier nicht raus. Cage ist da. Ja, und da muss man, also da kriegt man natürlich auch einiges an Schaden rein. Irgendwann ist das Scaling bei Vega natürlich auch so absurd, dass er dann einfach mit einem Q das halbe Leben nehmen kann. Oder mit der Ultimate einfach komplett auslöscht. Ja, da kann dir direkt die Ehre nehmen. So. Und... Jetzt hat man hier wirklich ziemlich hart getradet, also Morangelos hier wirklich in die Mangel genommen worden. Nächster Cage, der sitzt jetzt. Direkt das Vega-W hinterher. Vega-W. Ich hab da schon gar nicht mehr dran gedacht. Oh mein Gott! So, da ist er. Der Oddi. Ja. Ist aber nur als Backup da, wird jetzt hier in die Base gehen. Förster Back. Förster Back. Erster. Jetzt ist aber überall mit dem Denglisch. Wollten wir eigentlich nicht Deutsch casten? Ja, du wolltest das. Ja, auf geht's. Ja. Soll ich? Ja, gönn dir. Was sagt der Chat? Chat! Ja? Chat. Ich heiße Chat. Oh Gott. Alter, wir haben zu viel Milch. So ist es. Ja? Auf Deutsch casten oder nicht? Das heißt keine englischen Wörter mehr. Schreiben Sie jetzt. Deutsch. Englisch. Rega. Spanisch. Spanisch wäre auch schön. Wenn ich es könnte. Gib Gas. Ja, gut, gönn dir. Gönn dir, Mori.
Okay, meine Freunde, ja, wir haben dieses wunderschöne Spiel und sehen gerade oben Bugax, wie er die Vasallen einen nach dem anderen abernten kann. Wichtig für ihn, er ist da ordentlich reingedrückt worden, während 3Z im Busch lauert. Er ist nicht gesehen worden, ja, denn dort hat er keine Augen. Bugax, da kriegt er die Bombe auf den Kopf, fühlt sich wie ein Döner und muss sofort nochmal ordentlich Vitamin C zu sich nehmen, um da nicht Gefahr zu laufen, ich hab Angst, weggeklatscht Mori. Zu werden. Ich habe wirklich Angst, das fängt schon nicht gut an. Ich habe schon das Gefühl, das eskaliert hier gleich. Das ist doch noch ist doch alles ja, legitim. Ja, aber ich meine, ja, definitiv. Oh, das W, das geht hier komplett daneben von unserem guten Slow. Das Slow darf man sagen, ne? Ist ja ein Name. Was? Oder? Ja, also Namen sind ja wohl... Achso, du probierst dich auch, ja, gerne. Nee, Alter, ich kann das nicht. Ich kann kein Deutsch. Ich bin froh, wenn ich irgendwie überhaupt überlebe im Leben. Ja, also, gut. Schauen wir mal. Ich versuche es, okay? Aber ich glaube, ich krieg's nicht hin. Okay. Ja. Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Mach es. Weil ich hab 10 Jahre lang League of Legends auf Englisch gespielt. Ich wollte sagen, ich hatte 10 Jahre lang Deutschunterricht. ja, das auch. Sogar länger. Ja. Ich hatte sogar Abitur im Deutsch, aber das ist egal. Nur weil du Gymnasium bist. Gymnasium? Kennst du es nicht? Wow, starke ultimative Fähigkeit. Sofort die Bombe oben drauf. Der Schaden Orange. Reicht nicht. Die Orange hat's ja gemacht. Die kam aber instant. Die kam aber direkt. Die kam sofort. Ja. Ja. Auf der Stelle. Und da muss man sagen, ja, Vitamin C rettet offensichtlich Leben. Gerade wenn Tristana so viel Schaden auf einmal durchbringen kann. Ja, durchbürsten kann. Orange darfst du schon sagen. Orange ist ja auch ein deutsches Wort. Ja. Für eine Frucht. Siehst du, weil du immer Vitamin C sagst. Ja. Ja, jetzt hier die blaue Verstärkung, die wird jetzt hier angegangen. Audi muss ich hier aber zurückziehen. Der blaue Golem. Ist wirklich ein Golem? Das sieht so aus wie ein Golem, oder? Ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall eine Sagengestalt. So, jetzt reist man hier durch diesen Dschungel und versucht gerade weiter um diese Verstärkung zu kämpfen. Währenddessen haben wir gerade momentan das 2 gegen 2 schnell normal das pinke Auge reingestellt, um sicherzugehen, dass der Gegner hier überhaupt keine Sicht hat. Aber mit dem zweiten sieht man offensichtlich besser. Schön zerschmettert das Ganze. Und dann hochgeworfen geht's jetzt drauf. Der Stachel ist ausgefahren. Der Gegner erstmal unterdrückt, aber sofort der Käfig gestellt. Ran nochmal mit dem Anker. Und der Schaden reicht aus. Wir haben die erste Tötung des Spiels erzielt. Währenddessen nochmal die Federn rausgezogen. Schnell nochmal den Gegner kurz festgehalten mit dem Blitz über die Wand. Hinterher, da kommt der Kataklysmus, aber die Ultimativfähigkeit reicht nicht, um direkt nochmal rauszukommen. Die nächste Tötung erzielt worden. Und jetzt steht's 3-0. Für Hong Kong Attitude. Warum macht man das? Warum geht man hier wieder für so einen Invade? Warum committet man so hart auf diesen Blue Buff? Es ist wirklich wieder fatal, wie man das hier gelöst hat. Im Endeffekt verliert man hier 3 Leute, einen Dragon und somit wirklich ein früher Vorteil hier für die Jungs von Hong Kong Attitude. Und das kann wirklich nach hinten raus wirklich ja, sehr schmerzhaft enden. Warum man da jetzt so lange drin bleibt, nur wegen eines Blue Buffs, verstehe ich überhaupt nicht. Ja, das versteht hier überhaupt keiner. Jetzt wird mir schon gesagt, man dürfte Pink nicht sagen. Also wäre mir neu, dass diese Farbe jetzt nicht deutsch sei, aber nun gut. Ja, manche Leute sind auch einfach farbenblind. Hier gibt es den Drachen, den Bergdrachen, um genau zu sein. Ja, und da sehen wir nochmal etwas zu offensiv dort reingegangen. Der Schaden reichte nicht, um Nautilus sofort wegzunehmen. Und dann sehen wir sehr viele Kontrollfähigkeiten beim roten Team vorhanden. Und ja, der Schaden, den ein Weiger mitbringt, der ist natürlich immens. Ja, hier versucht Warangelos nochmal rauszukommen. Nutzt jetzt hier nochmal die Ultimate, um den Schaden zu verhindern. Aber gut, er kommt aus dem Cage halt mit der Ultimate nicht raus. Hat er dann vielleicht auch gemerkt und somit hier auch der Kill für Crash. Ja, also wieder fragwürdig, was hier passiert ist aus Sicht von Isurus Gaming. Aber gut natürlich für Hong Kong Attitude. 2 Kills jetzt hier. Für Vega übrigens, ich habe aufgegeben. Das heißt rosa in Deutsch. Leute, rosa und pink. Pink ist wird mir immer wieder gesagt, sind 2 verschiedene Farben. Davon abgesehen ist es aber auch keine Pink Ward, sondern eine Control Ward. Ein Kontrollauge. Kontrollauge. Das heißt auch tatsächlich blauer Wächter. Echt? Das Monster, ja. 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 Also der Kommunikationsraum, der hat auf jeden Fall die Antworten. Chat der heißt jetzt Kommunikationsraum oder was? Ja, warum nicht? Weiß nicht, ich bin raus. Warte, du kannst ja weiter normal kommentieren und ich werde mir noch ein bisschen Spaß gönnen, sofern der Kommunikationsraum das möchte. Gebt uns da gerne Rückmeldung.
und lasst es uns wissen. Die deutsche Sprache ist doch durchaus sehr facettenreich. Mach keine Oder Angst. Ist euch das zu hanebüchen? Man weiß es ja nicht. Alter Mori, bitte, es sind Kinder im Haus. Wirklich. Gut, ja, also jetzt der Vorteil hier für Hongkong Attitude, die sich jetzt auch schon mit 2000 Gold behaupten nach 10 Minuten. Das war wirklich sehr, sehr teuer, was da gerade passiert ist im Jungle. Und das alles wegen eines Blue Buffs. Naja, muss man jetzt abhaken, die Situation. Das aber ist auch der Herold. Ja, muss man einfach abhaken und jetzt schauen, dass man am Ball bleibt. Ne? Man hat jetzt hier die Krabbe auf Seiten von Hongkong Attitude. Das heißt, man wird hier jetzt auf jeden Fall für das Play gehen wollen. Muss auf jeden Fall aufpassen, dass man hier jetzt nicht wieder overextendet und zu viel verliert. 4 Leute, 5 Leute sind auf jeden Fall von Hongkong Attitude. Die Sicht ist gesetzt worden. Sie übernehmen den Herold soweit und möchten ihn natürlich für sich haben, um diese Türme einzureißen und die Turmplatten abzureißen. Mordi muss sich da zurückziehen und damit geht der Herold hier an Hongkong Attitude. Ja, gut gesehen, vor allem gut übernommen. Die Rotation von ihnen sehr, sehr stark und auch mit einer guten Spielübersicht. Ja, jetzt wieder der Lane-Swap auf die Top-Lane von Unified und Kaiwing, die jetzt sich hier Hongkong oben... Attitude. Hongkong Attitude. Na, das ist ein Name, Leute. Ja, also Name ich mein, Namen, ist, hey, hört der Spaß auf. So, ich meine, man nennt ja jetzt hier nicht... McDonald's, ne? Oh, nicht McDonald's, oder was? Ist ja auch, na, ist einfach ein Name. Gut, hätten wir es geklärt. So, ja, wie gesagt, Lane Swap ist jetzt durch und somit also auch die Rollenverteilung dementsprechend angepasst. Freezet jetzt hier auch schon frühzeitig wieder da. Man hat jetzt hier, ich glaube, ein Plating hat man verloren. Aber das ist so aufpassen, sie bauen sich hier sehr, sehr gut auf und damit läuft man hier Gefahr, dann unter den Turm hindurchzutauchen und ihn mitzunehmen. Schön nochmal hochgeworfen und dann sollte der Schaden ja ausreichen, zusammen mit der Fähigkeit von Skarna, den Gegner zu unterdrücken, hat die Tristana überhaupt keine Chance. Blitz ist raus und jetzt werden die Turmplatten genommen. Gleichzeitig allerdings der Herold auf der oberen Linie eingesetzt und der rumst hier nochmal ordentlich durch. Bumm, da ist er auf jeden Fall mit dem Initial-Damage drin. Man tradet jetzt hier den Turret. Auf der Botlane wird man ihn jetzt auch gleich in wenigen Augenblicken bekommen. Nee, wird man nicht, weil der hat echt noch viel Leben. Ja, gut, dann halt nicht. Man hat sich da auch zurückgezogen. Also Arcane ist in die Base gegangen und jetzt geht er für die Top. Den habe ich jetzt nicht so genau beobachtet. Sorry dafür. Aber trotzdem, ja, der Herald wurde hier natürlich entsprechend eingesetzt. Kriegt den nächsten Charge auch noch raus. Corki muss jetzt hier aufpassen. Worden, aber da ist man sofort zur Stelle, um da nochmal zu retten. Der Arcane, sehr, sehr wichtig, den Gegner da Schilde zu geben, beziehungsweise den Verbündeten. Ja. Hier nochmal das Kanonenfeuer, das Sperrfeuer. Wie heißt es? Artilleriefeuer? Das ist gar nicht Kanonenfeuer, müsste es, glaube ich, sein. Der Kommunikationsraum weiß sowas. Ja. Ja, sichtliche Verwirrung beim Kalle. Beim Kalle. Gut. Auf Malle. Malle Kalle. Malle Kalle. Ich bin der Kalle-Caster. Lul. Aber du bist kein, Achtung, englischer Begriff, Kalla-Kommentator. Du darfst keine englischen Begriffe benutzen, das ist gecheatet. Du hättest Farbenkommentator sagen müssen. Ein Farbenkommentator, aber dann haben wir die Alliteration nicht mehr. Das ist aber nicht mein Problem. Du musst sein, du hast ja die Challenge. Okay, die Herausforderung ist angenommen worden, meine Freunde. Jetzt die Rotation von Tristana. Sie ist momentan eine Stufe hinter dem Corki tatsächlich. Sogar 2 jetzt. Da hast du aber recht. Gut. Ja, also ich finde das einfach arschwitzig. So, Crash jetzt hier am nächsten Drake und holt sich jetzt hier diesen Cloud Drake ab. Der nächste ist ein gleicher. Damit ja, könnte man arbeiten, muss man aber nicht. Viele Cloud Drakes tatsächlich heute. Ja, sehr viele Wolkendrachen generell. Bis auf, ich glaube, im zweiten Spiel, da hatten wir Berg- und Höllendrachen. Und stimmt. Da nimmt man jetzt nochmal ein bisschen die Turmschüsse entgegen auf Seiten von Mission. Allerdings sind die Platten gefallen und damit der Turm deutlich schneller Geschichte. Es könnte jetzt das erste, wobei das erste Turmgold ist schon vergeben worden. Aufgepasst jetzt. Trotzdem sind sie sehr, sehr schnell und ja, sie kriegen gleich den nächsten Turm, denke ich, mit der nächsten Vasallenwelle. Der Kommunikationskanal wettet schon, wie lange ich das durchhalte. Und auch Kalle ist die ganze Zeit fasziniert. Mit einem Grinsen im Gesicht. Der hat gute Laune, der Junge. Ja, ich bin gespannt, wie es dann in den Teamfights wird. Jetzt erstmal hier der nächste Turret, der angegangen wird. Und oh, schöne Tiefenladung gesetzt, auch hochgeworfen. Keine Chance, durchbetäubt. Also da reicht diese Orange nicht aus, um rauszukommen.
Schwierig. Da hätte man sich früher zurückziehen müssen, tatsächlich. Aber Burgex hat sich gesagt, nö, ich bleib hier. Aber im Endeffekt verliert man sein Leben und auch den Turret. Und ja, das ist natürlich jetzt eine Situation, in der man sich befindet, wo man auf Seiten von den Zerus Gaming wieder so ein bisschen hinterherhängt. Und ich kritisiere nochmal diesen Skarner-Pick, denn man wird... Der verpufft ein wenig. Der verpufft nicht nur, der ist einfach non-existent, der ist quasi in einer ganz anderen Galaxie, weil der einfach gar nicht da ist. Also man hat hier tatsächlich keine Möglichkeit, ihn bisher gut einzusetzen. Klar, die großen Situationen, die lassen noch auf sich warten, aber ich meine, man hat jetzt 3 Turrets mittlerweile auf Seiten von Hong Kong Attitude. Man hat 2 Dragons bekommen, das waren alle, die es bisher gibt. Man hat den Herald abgegeben, man hat eigentlich nichts bekommen und man kann jetzt sagen, don't blame the jungler, aber in dem Fall muss ich den Pick einfach blamen, weil du einfach den Druck nicht so hast wie jetzt ein Jarvan. Du hast jetzt hier einen Lee Sin rausgenommen, wie könnte ich mehr Kick W-Spam? Das macht alles nur noch schlimmer. Ja, grundsätzlich gebe ich dir da vollkommen recht. Also Isorus hat sich da in eine Schieflage gebracht und es wird schwierig werden, da nochmal den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Denn der Vorteil von Hong Kong Attitude ist einfach schon ein sehr, sehr großer, wie du gerade festgestellt hast, ja, mit den Türmen, die man da bekommen hat. Goldtechnisch sieht es ebenfalls mau aus. Und die Frage ist, wer soll das Spiel jetzt noch auf seinen Schultern tragen? Ja, es ist... Sie haben wirklich gute Skalierung, also sie kommen da sehr gut in die späteren oder in der späteren Spielphase weg von den Helden her, die sie ausgewählt hatten in der vorherigen Phase, ja, die sie sich ausgewählt hatten, in der Auswahlphase, so. Alter, in der Charakterauswahl. Ja, ja. Aber ein guter Charakter ist immer wichtig. Heldenauswahl wäre es, glaube ich, richtig gewesen. Gut. Ja. Schauen wir mal, ob Isurus Gaming hier einen Plan hat, weil aktuell wirkt es ein bisschen planlos. Sie lassen sich jetzt hier wieder so ein bisschen zurückdrängen und das wollen sie hoffentlich noch verhindern, denn wenn sie dieses Spiel nicht gewinnen, dann ist Hong Kong Attitude sehr safe in dieser Gruppenphase und sie fahren morgen oder vielleicht übermorgen, ja, wenn sie heute noch... Ja, das bleibt ja in Berlin erstmal noch. Ja, ja, aber ich meine, Isurus Gaming muss dann nach Hause. Und das stimmt. Das ist natürlich dann der springende Punkt. Ja, vielleicht gönnt man sich ja trotzdem noch mal ein bisschen Urlaub. Gut möglich, dass man sich da noch ein bisschen was in die Rüstung schütten kann. Ja gut, aber vielleicht will man auch einfach die Gruppenphase erreichen. Und das sollte ich auf jeden Fall das denke ich sein. Natürlich viel mehr. Nach Lateinamerika ist durchaus ein weiter Weg. Dennoch, ja, sie sind hier ganz klar unterlegen. Der Favorit ist Hong Kong Attitude von Anfang an gewesen. Ich meine, mit Sayer hat man hier wirklich jemanden, der gut skaliert. War Angelus kann das auch sehr gut machen. Und wenn man da, wie gesagt, die nötigen Ziele frühzeitig rausnimmt, das werden Vega sein, das wird eine Syndra sein, aber auch eine Tristana. Und da muss man einfach, wie gesagt, aufpassen, dass man da den entsprechenden Schaden auch rausbekommt. Die Rakan Ultimate, die wird hier auf jeden Fall auch nochmal wichtig. Da hat man im Gegensatz zum ersten Spiel auf jeden Fall mehr Follow-up-Möglichkeiten. Vielleicht gibt es sogar den Rakan Engage und dann erst die Skarner Ultimate auf ein entsprechendes Ziel. Ich kann mir vorstellen, dass, wie gesagt, eine Syndra oder sogar eine Tristana hier ausschlaggebend sein werden. Aber auch ein Vega ist schön, wenn er frühzeitig raus ist, dann hat er kein Cage mehr. Die Ultimate ist dann erstmal aus dem Spiel. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man hier den Engage finden kann. Mehr auf jeden Fall als im ersten Spiel. Aber aktuell sehe ich noch nicht so viel von den Isurus Gaming. Und das macht mich so ein bisschen dutzig. Oh, jetzt direkt aktiviert. Geht's hochgeworfen, aber sofort der Käfig nochmal gesetzt. Die Tiefenladung drauf. Man versucht hier nochmal rauszukommen und das Ganze deeskalieren wirken zu lassen. Aber gleichzeitig die Tristana mit dem Sprung sehr, sehr offensiv. Das Kanonensperrfeuer von Bugas hilft nochmal. Und er macht es nicht schlecht. Tristana viel Leben hat sie nicht mehr. Aber setzt auch da nochmal den Rückstoß ein. Bugas, ein Treffer noch. Das könnte reichen und der Blitzer nach vorne und macht die Tristana. Der Blitzer nach vorne. Zack, auf der anderen Seite holt man sich aber den Top-Lane-Turret. Also klar, man hat sich hier einen Kill geholt, aber das hat jetzt hier nicht so wirklich geholfen. Man kriegt jetzt aber den Bot-Lane-Turret, das ist ganz nice. Aber das dass er das nicht respektiert hat. Ja. Jetzt noch den Turm mit eingerissen. Also das war ganz klar eine Fehleinschätzung von 3Z. Das hätte er so niemals machen sollen. Ja, der Blitzer einfach nach vorne. Also das war wirklich schön gemacht. Können ja auch Kurzraumteleportation sagen. Nein, jetzt wird es aber ein bisschen unangenehm. Gut. Ja,
Nächster Cloud Drake, der wird jetzt hier abgeholt und diesmal von Oddi. Also man gibt hier nicht alle Objectives ab, jetzt sehen wir nochmal ein Replay hier von diesem 1v1. Ja, die Ultimate, die von Gangplank jetzt rauskommt, die ist auf jeden Fall nicht schlecht gesetzt, weil er muss jetzt auf jeden Fall rausspringen. Und er hat noch seine Orange, das bedeutet, die kann er jetzt natürlich den entsprechend einsetzen, hat noch einen Healport ein und jetzt hat er einfach die nötige Distanz, weil es gibt keine Vision auf diesem Busch und da weiß ich auch gar nicht, warum man da jetzt so hart committed. Gerade spätestens jetzt geht man immer noch mal ran, will sich hier noch mal flüchten, aber vielleicht hat er es einfach nicht respektiert, dass Bugax noch seinen Blitz abhat und deswegen geht er ran. Ja, er hätte es selber rausblitzen können und Bugax, er hat da sehr schön mit den seinen Abklingzeiten gearbeitet. Bugax hat einfach blitzschnell reagiert. Ja, so. Potzblitz, so. Sag ich da nur. Aber ja, durchaus Fehleinschätzung hier von 3Z, das hat er selber verbaselt. Und dann stehst du da und guckst mit heruntergelassener Hose. Basel ist übrigens eine schöne Stadt. Findest du? Ja. Ist aber nicht in Deutschland. Das macht ja nichts. Ja, das stimmt. Ich bin vielleicht dieses Jahr noch in der Schweiz im Urlaub. Da freue ich mich schon drauf. Ehre. Ehre. 4 Minuten noch, dann kommt der Wolkendrache. Hier versucht man jetzt einen kleinen Hinterhalt aufzubauen. Allerdings wird das Ganze gesehen durch die Schmuckstücke, die immer wieder aktiviert werden. Ja, schnell nochmal eingekauft bei Bares. Schmuckstück. Bares für Bares, ne? Oder Bares für Bares? Ich weiß gar nicht. Weiß ich nicht. Da auf jeden Fall diese Sendung da. Mori, du verwirrst mich. Ich merke es. Kalle ist geistig umnebelt und komplett überfordert. Ja, es macht mich wirklich fertig. Gut, Krabbe geht jetzt. Konzentrier dich einfach auf das Spiel. Ja. Nicht auf die deutschen Begriffe und dann Party, Junge. Party hart. Party ist auf jeden Fall in nächster Zukunft auf jeden Fall angesagt. Wenn jetzt hier Hongkong Attitude dieses Spiel gewinnt, sind sie in der Gruppenphase und aktuell liegen sie hier vorne. Also sie haben hier das Spiel mehr oder weniger in der Hand. Sie sind 4000 Gold vorne und haben jetzt hier auch den Druck auf die Mitte, womit sie jetzt auch den nächsten Turret holen wollen. Und wir sehen auch schon Crash, der sich hier an der Seite aufstellt, aber man kann jetzt hier zumindest mit der Xayah nochmal gegenhalten. Also ich hoffe, dass die Teamfights besser aussehen als im letzten Spiel, dass War Angelus da auch tatsächlich mal was macht. Und klar, er ist ja nicht stillgestanden, er hat natürlich was gemacht, aber an einigen Stellen, da hat es mir so ein bisschen gefehlt. Und wenn er jetzt hier mit Rakan ein bisschen mehr machen kann, dann bin ich auf jeden Fall happy. Und da gibt es auch vielleicht ein 5. Spiel. Es ist gar nicht mal schlecht auch, dass Isurus gerade ein wenig das Spiel in die Länge ziehen kann. Ja. Denn sie brauchen halt die spätere Spielphase, gerade mit Gangplank, mit Corki, mit Xayah, das sind alles Helden, die sehr, sehr gut sind in der späteren Spielphase und vor allem sehr viel Schaden drücken können. Klar, auf der anderen Seite Tristana und Veigar ähnlich gut, aber ich denke, dass das Spiel dann ohnehin nicht darüber entschieden wird. Die größere Reichweite könnte ein Faktor sein. Ja? Mhm. Auf der einen Seite natürlich wieder Tristana, auf der anderen Seite gleich 3 Helden, die mit Reichweite glänzen können, auch wenn indirekt Gangplank mit seiner globalen ultimativen Fähigkeit. Ja, was man natürlich klar sieht, ist, dass die gute Tristana bisher erst ein Item hat und da noch so ein bisschen auf das zweite wartet, wird das Infinity Edge werden. Und ja, sie darf natürlich nicht so stark zu ihrem finalen Item-Bild kommen. Da sollte man auf jeden Fall das Ganze beobachten. Oh. Jetzt Oddi dabei. Da scheppert's richtig und der gibt hier nochmal Gas, aber der Sprung ist schon raus und er könnte nochmal blitzen, aber da ist der Stachel da. Wozu soll er es machen? Ja. Schnell genug ist er. Ja, er hat die Raubtierfähigkeit einsetzen können und damit diesen Temposchub erhalten und den kleinen Jordel abgeholt. Auch da wieder komplett nicht respektiert, wieder mal etwas zu offensiv von 3Z. Auch er könnte seine Abklingzeiten durchaus mal nutzen. Ne? Seine Blitzfähigkeit hätte ihn hier aus dem Schlamassel befreien können. Ja, in den letzten beiden Situationen hat er es tatsächlich nicht einsetzen wollen. Vielleicht weiß er gar nicht, dass er es dabei hat, aber schauen wir mal. Oddi hätte aber auch hinterher flashen können in der Situation. Er hat es nämlich auch ready und ja, also er bisher zumindest, also FreeZ hier, nicht so wirklich mit Glanzleistung in diesem Spiel. Auf der anderen Seite natürlich auch gut, dass man hier diese Tristana versucht klein zu halten. Das gelingt auch. Hier 2 Turret, den holt man sich jetzt. Und das ist tatsächlich der nächste für da die geht's Jungs an den Baron Nashor. Ja. Aber man bricht ihn ab. Ja, die Gangplank Ultimate, die verhindert hier jetzt erstmal Schlimmeres. Und somit kann man sich Zeit kaufen. Ich meine, das Teleport für den guten Bugex wäre auch ready gewesen. Man ist nur zu viert in der Base, aber auch das Teleport von in der Base schon beim Baron war man zu viert, aber auch der 3Z, jetzt habe ich es, der hätte dazukommen können. Okay, der Kommunikationsraum ist ein wenig polarisiert, Leute. Vielleicht nochmal Stellung beziehen, weiter auf Deutsch oder ganz normal. Kick weh. Kick weh. Oh, du hast Kick gesagt. Ich habe dich gebaitet.
Du hast verloren. Nein. Doch. Du hast Kick gesagt. Du hast Kick gesagt. Du hast verloren. Vielleicht ich hab gewonnen. Vielleicht meinte ich ja die Bekleidermarke. Nein. Doch, den Laden. Nein. Siehst du jetzt? Du hast alles kaputt gemacht. Ja, das ist kaputt, alles kaputt gemacht. So. Ja, da musstest du selber überlegen, ne? Nee, ich meinte wahrscheinlich. Aber die Leute wollen auch das normal, jetzt. Ja. Das machen wir wieder normal weiter, Leute. Ja, ja. Sonst machen wir das Ganze stellenweise. Aber damit haben wir. Wir haben es geschafft, Leute. Mori ist wieder back in the building. So. Wer wird jetzt als erstes engagen und abgehen, draufgehen mit den Ultimate Swift Flash hier nach vorne? Zucker in meinen Ohren. Jetzt Hype wieder. Schön. Vor allem Zucker in meinen Ohren. Hast du schon mal irgendwas, was klebt in deinen Ohren? Kein Kommentar. Oh nein! Okay, gut. Hier geht's erstmal gegen den Wolkendrachen, der da genommen wurde. Das ist ein Cloud Drake! Alles klar! Mann! Drake Air. Kannst du dich mal nicht so breit machen hier? Ich bin auch noch da. Junge. Stehen halt zwei Tiere. Das stimmt. Maschinen. Schränke. Ja. Ja, du kommst da nicht rein. Du kommst schon da rein. Gut, wer hoffentlich jetzt in die Gruppenphase kommt, ist eines dieser beiden Teams. Aber es wird definitiv so sein, dass hier am Ende des Tages ein 3-2 oder ein 3-1 stattfinden wird. Und aktuell sieht es für Hong Kong Attitude nicht mehr ganz so gut aus wie am vorherigen Teil des Spiels. Also wir sind jetzt so ein bisschen Midgame angekommen und Tristana bisher wirklich ohne wirklichen Einfluss auf dieses Game. Man hat hier einen Spieler zumindest rausnehmen können. Jetzt natürlich die Frage, wird sich das hier auch auf den weiteren Verlauf ein- oder auswirken vielleicht? Denn der nächste Drake, das ist ein Infernal Drake und der wird natürlich highly contested werden. Und der Baron sollte auch dann irgendwann in naher Zukunft ein wichtiges Ziel werden. Ja, ich denke auch. Also gerade DPS-technisch sieht es bei beiden Teams ziemlich ordentlich aus, wenn es um den Nash geht. Also Weiger, Tristan auf der einen Seite, Corki, Xayah auf der anderen Seite. Also es ist wirklich, wenn du da einmal nicht guckst, dann ist der Nash weg. Deswegen ist diese Vision so wichtig und deswegen ist das Spiel gerade ein wenig langsamer, als man das möglicherweise gewohnt ist. Es ist sehr viel Kluftschach gerade, was wir sehen. Ja, es geht aber auch um mehr oder weniger ein finales Spiel hier. Also man muss natürlich darauf achten. Isurus Gaming will natürlich jegliche Fehler vermeiden. Umso mehr hat mich natürlich diese Blue-Buff-Situation vorhin gewundert. Aber sie haben sich gerade wieder ein bisschen gefangen. Es ist ja auf jeden Fall wieder deutlich ausgeglichener. Und sie haben es geschafft, jetzt über die letzten Minuten diesen Vorteil, den sich hier Hong Kong Attitude zumindest im Goldwert erspielt hat, ein bisschen zu dezimieren und da auf jeden Fall auch zu reagieren. Jetzt wollen wir natürlich schauen, wie der weitere Verlauf dann gleich aussieht. Ja, jetzt versuchen sie natürlich diesen letzten Tier 1 Turm da nochmal einzureißen. Schöner Cage, der Knock-Up sitzt, Gangbang Ultimate allerdings nochmal reingesetzt und der Turm ist down. Ja, Weiger, viele haben es natürlich schon im Chat bemerkt, sein Power Spike kommt ein bisschen später, weil er den Freeze-Build hat, vollkommen richtig. Denke aber, Rabanons wird später nochmal unverzichtbar werden. Ja, der sammelt da fleißig weiter die Stacks, hat jetzt 460 AP. Das hat man natürlich auch durchaus schon krasser gesehen. Oh, sehr. Aber er hat die Passive. Und jetzt setzt sie sofort ein. Sehr gut. Ja, hat er noch Flash? Ja, hat er. Ja, aber das braucht er nicht. Nee. Du musst aufpassen, dass er da nicht geblitzt wird und ein Knöllchen bekommt. Ich möchte gehen. Das ist okay, Kalle. Ich möchte einfach gehen. Audi will auch gehen, weil der hier nämlich gerade mit einem Cage ist. Audi muss los. Audi muss los. Aber ja, das war auf jeden Fall stark, dass man da mal rausgekommen ist. Oder auch wichtig, vielmehr. Ja, und beide Teams, die sind hier auf jeden Fall mit Samtschuhen und Samthandschuhen unterwegs. Samtschuhen vielleicht auch. Und sind auf jeden Fall ein bisschen. Ja, leiser. Momentan ist es mehr ein Vorspiel als. Als richtiges Rein. Ja. Ah. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, man ist hier gerade noch in der Kennenlernphase in diesem Spiel. Erstes Date. Du hast schon Vorspiel beim ersten Date? Ja gut, Mori. Du bist also krasser als viele andere auf dieser Welt, scheinbar. Ist in Ordnung. Ja, alles gut. Also wenn wir so weitermachen, werden wir heute noch gefeuert. Definitiv. Also das sollte das Ziel sein, oder? Ja, ich will auf jeden Fall bei The Main noch dabei. Cast du jeden Cast, als wär's dein letzter, Kalle? Oh, lol. Ich will auf jeden Fall bei The Main noch dabei sein. So ein Showmatch da casten, da sehe ich mir auf jeden Fall. Ach, wofür gibt's Online-Petitionen? Change.org. Lul. Lass Kalle und Mori das Finale casten. KW. Nee, zu dritt, damit Maxim noch. Oh, boah, dann. Dann explodiert Spandau. Ja. Das wäre, glaube ich, Overload. Das wäre zu krass. Gut. Ja, schauen wir mal, wie dieser Baron-Tanz jetzt hier aussehen wird. Weil da geht's jetzt als nächstes drum. Zwar kommt in der Minute auch der Infernal Drake, aber
Darüber hinaus ist natürlich dieser Baron wahrscheinlich essentiell für den weiteren Spielverlauf. Wer den bekommt, wird hier Akzente setzen können, wird sich auf jeden Fall Tower holen. Und hat vermutlich auch vorher einen Teamfight gewonnen, also von daher... Ja, man merkt auf jeden Fall, Isurus traut sich auch weniger, einfach weil es das letzte Game sein könnte, wenn sie hier einen Fehler machen auf der anderen Seite Hongkong Attitude. Ja, sie wollen es gar nicht erst ins fünfte Game kommen lassen, also da merkt man auf jeden Fall, die Pumpe, die geht hier steil. Ja. Ja, da musst du ordentlich pumpen. Oh, Teleport jetzt von Hongkong Attitude. Und man will jetzt wahrscheinlich hier Richtung Baron stolzieren. Ja, weil Mission hat sich jetzt hier einfach mal dazu begeben. Und man erwartet hier auf jeden Fall Unterstützung. Tristana pusht jetzt die Mitte raus. Jetzt geht man Richtung Baron. Ja, man merkt auch, dass beide Teams ordentlich Wave-Clear haben. Und deswegen dauert das Spiel ebenfalls sehr, sehr lange, weil keiner sich nach vorne traut. Aber jetzt ist die Vision nicht da. Machen sie erstmal langsam. Und Unified, der lauert. DPS ist vorhanden. Ah, oh, die, ist fast da, down. Oh, das ist ganz wichtig. Die Gangplank Ultimate mitten im Pit natürlich sehr, sehr stark. Junge, und jetzt da ist der Nash, das safe, aber sie versuchen natürlich nochmal den Fight zu nehmen. Stormwatch am Start. Und jetzt geht's rein. Skala Ultimate. Jetzt ist auf jeden Fall der Corki mit am Start, der den ersten Kill bekommt. Jarvan ist raus. Susana kriegt aber hier auch den Kill auf Rakan. Man kommt hier nochmal raus. Und somit ist es ein 1-1 Trade, aber ein Favor für Hongkong Attitude, die sich hier diesen Baron wieder mehr oder weniger sneaky geholt haben. Ja, man hat zu spät reagiert, aber es kostet die wahrscheinlich jetzt den Infernal Drake. Eieiei. Da tut es mir leid, denn dann ist es zu spät für Isurus in dem Fall. Sind jetzt nochmal dran, holen sich jetzt zwar einen Infernal Drake, aber diese nächsten 3 Minuten, die musst du erstmal überleben, ohne zu viel Gold abzugeben. Ja, nächster Drake wird dann der Elder Drake werden. Und ja, man hat hier 2 zu 3 Dragons aktuell auf der Liste. Jetzt sehen wir den ganzen Bums hier nochmal. Die Gangplank Ultimate, die ist nicht schlecht gesetzt. Das Sound, die Leute auf jeden Fall gut raus. Aber Tristana, die steht hier hinter dem Baron, kann die ganze Zeit weiter den Damage ausüben. Und die Leute kommen nicht ran. Jetzt hier die Ultimate von Nautilus natürlich sehr gut gesetzt auf den Jungler. Das heißt, auch er kommt hier nicht ins Smite Range. Jetzt kann man natürlich schon schauen, ob man für Cleanup geht. Corki bekommt den ersten Kill auf den Jungler. Tristana, die kann sich hier nochmal retten. Gute QSS an der Stelle. Nutzt das Flash jetzt endlich auch mal und dann ist sie hier auch sicher. Ja, flasht einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Zu groß das Risiko, wenn du dann doch den Jump nimmst. Denn das wäre etwas, was man timen müsste. Wir sehen hier nochmal den Goldunterschied. Ja, erster... Oder jetzt wird es mal langsam größer, Lead für Hongkong Attitude und für Isurus Gaming wird die Luft eng. Scaling ist halt immer noch bei beiden Teams vorhanden. Also das wäre nichts, worüber das Spiel zwangsläufig entschieden würde. Dafür allerdings der Nasher jetzt ein gewaltiger Türöffner. Ja, jetzt natürlich, ich habe es angesprochen, die Tier 2 Turrets werden jetzt hier nur so runtergebürstet werden. Jetzt ist die Frage, will man hier committen, will man für diesen Fight gehen oder setzt man hier wirklich den, ja, den Ausgang dieses Spiels aufs Spiel, im wahrsten Sinne, und... Man entscheidet sich erstmal für den Wave Clear, du hast angesprochen, man hat ihn auf jeden Fall am Start. Man kann mit Corki, mit Xayah da sehr gut arbeiten, auch ein Gameplay mit seinen Fässern. Das läuft auf jeden Fall hervorragend. Und ich denke mal, sobald hier wirklich auf diesen Turret committed wird, dann könnte es einen Fight geben. Aber in der Zwischenzeit sollte man das Ganze auf jeden Fall stallen können. Ja, wir sehen auf jeden Fall, auch der Clean Feed hat hier sehr viel Spannung mitgebracht. Der ist am Zittern. Der ist ja wirklich am Zittern. Na, da muss er vielleicht nochmal einen hinterher schütten. Schöne Mischmilch. Ja, da sehen wir uns. Da sehe ich mich gleich auf jeden Fall. So, schön die Lanes auf jeden Fall prepared. Botlane pusht. Die anderen beiden Lanes werden gerade aktiv reingepusht. Botlane ist wie gesagt ein Slowpush, der gleich ankommt. Das heißt, da könnte man rotieren, sobald diese Ken-Mini-Wave dann geklärt ist. Das heißt, die Rotation nach unten wäre eine sinnvolle. Ja, 30 Sekunden noch im Baron-Buff und das bedeutet, wir werden hier entweder einen Turret fallen sehen oder wir werden einen Teamfight sehen. Und wenn Hongkong Attitude den gewinnt, dann können sie das Spiel hier beenden. Deswegen sollte man sich jetzt genau überlegen bei Isurus, wie man das macht. Jetzt muss Gangplank auf die Botlane und jetzt wird ein Tower fallen. Ziemlich sicher. Ja, dadurch, dass Gangplank runter rotiert, haben sie die Möglichkeit, jetzt einfach die Mitte rein zu pushen. Für Isurus natürlich auch das kleinere Übel, den Midlane zu verlieren, als dann die Botlane. Eieiei, oben der Turm. Jo. Gerade so, ja. Man hat sich ein Hauch von einem Turm. Ja, man hat sich nicht getraut, die Kenne-Minion zu clearen. Und damit hat er nochmal schön 3 Shots rausbekommen, die natürlich richtig reingeklatscht haben. Ja, klatschen muss es. Oh mein Gott. Das wäre es gewesen. Es wäre wirklich witzig gewesen. Ja, 90 HP noch, aber wenn diese Minion dann... Da reicht natürlich der Damage nicht. Ja. Wir sind ja alle Damages besser als Schaden. Das ist richtig. Wer hat das eigentlich damals eingeführt? Boah, ich glaube, das war Maxim. Echt? Krass. Ich weiß es gar nicht. Boah, das ist schon 1000 Jahre her. Vor Äonen. Ne, das fühlt sich so ein bisschen so an, so Herr-der-Ringe-Intro quasi, damals als die Ringe geschmiedet worden sind. Lul. Kick weh. Kick weh. Kick weh. Oh, oder Max war es. Oh, guck mal, siehst du,
Der Chat weiß sowas besser. Max? Hand of Blood. Ja. Das stimmt, bei dem ist damals auch richtig die Pumpe gegangen, als er erstes Mal moderiert hat. Jo, das stimmt. Mir aber auch, tatsächlich. Aber schauen wir mal. Jetzt ist man hier im gegnerischen Jungle unterwegs. Ja. Mit Hand of Blood würde ich auch mal gerne casten. Das finde ich auch gut. Aber der hat auch keinen Bock mehr auf LOL, glaube ich. Ja. Ach, man kann alles casten. Ich habe sogar schon Dönerbude gecastet. Oh, oh, Vorsicht! Oh! Xayah Ultimate, Cage rannt nochmal weg. Jetzt geht rein, der Kataklysmus sofort den Root-Up starten. Und da ist die Gangplank Ultimate und der Knockout. Ja, und da muss man natürlich schauen, wie man das Ganze jetzt hier nochmal nutzt. Jetzt kriegt man vielleicht sogar noch den zweiten Kill. Double-Kill jetzt hier für Bogax. Und das war mal eine gute Reaktion. Das war ganz, ganz wichtig. Ja. Zwei Mann rausgenommen und damit sofort Druck abgelassen. Ja. Ja, definitiv. Und das ist auf jeden Fall wichtig, dass man hier nochmal zurückkommt, weil es könnte das letzte Spiel sein. Tristana, die lauert jetzt hier auf Korkap. Ich weiß nicht, ob sie das contesten kann. Sie hat drei Items, aber sein Gegenüber natürlich auch, oder ihr Gegenüber mehr. Sondern hier hat man schon die Trinity Force auf Corki. Man hat hier den Finish. Das ist so wichtig. In 20 Sekunden ist der Elder Drake da. Ja. Und Jarvan ist noch down. Und das muss man natürlich jetzt vorbereiten. Trotzdem, sie versuchen das so ein bisschen... ja, durch die Hintertür könnte man fast sagen. 3Z ja. Oben auf der Top-Lane gegen die Corki. Die wurden gesehen. Und man verliert jetzt Teleport, jetzt sie wollen Druck. Ja, wenn man jetzt die Leute zurückhalten kann, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Man ist jetzt hier aber mit Syndra auch nochmal unterwegs. Also wenn die beiden Leute das Ganze jetzt hier verteidigen können, dann kriegt man hier vermutlich diesen Elder Drake, der jetzt auf jeden aber Fall schon im Mache ist. Aber Elder Drake gegen Inhib jetzt. Ja. Aber besser, als wenn der Gegner den bekommt. Also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, Jarvan ist noch unterwegs. Ja? Wenn der das jetzt zielt, dann ist durch. Nein. Elder Hamza. So, aber jetzt pushen sie zwei Nips offen, müssen natürlich jetzt nochmal weiter fighten. Oh, und die sind so tanky, Tiefenladung ist raus und wer das geht's gegen die Nexus-Türme. Drei Leute in der Gegnerbase, jetzt ist natürlich nochmal die Gangplank-Ultimate da. Jetzt verliert man aber vielleicht noch mehr Leute, Vega mit dem Cage. Man holt sich jetzt den nächsten Turret. Und der Nexus-Lucky, der ist alleine. Das war's doch. Wow. Ey, da holen sie es. Hong Kong Altitude outplayed hier einfach mal Isurus Gaming und holt sich das 3-1 Isurus am Ende dann doch etwas überfordert. Ja, sie wollten natürlich diesen Elder Drake verhindern. Sie wollten natürlich, dass es nicht noch schlimmer wird. Sie haben zwei wunderbare Catches gelandet. Sie haben zwei Kills bekommen auf den Support und auf den Jungler. Aber dann hat es leider nicht mehr gereicht. Man konnte hier, man sieht auch die enttäuschten Gesichter, leider nicht mehr zurückkommen. Und dieser Skarner-Pick hier auch in dieser Partie wieder für mich fragwürdig. Da muss man den Replay gleich nochmal genauer hinschauen, ob er wirklich so viel wettgemacht hat. Aber hier natürlich der verdiente Sieg und auch Best of Five Seed. Sieg für Hong Kong Attitude. Vier Games haben wir sehen dürfen. Wirklich eine schöne, schöne Series. Und spannende Spiele, so viel kann man sagen. Also ich hatte unglaublich viel Spaß. Was natürlich auch an meinem Co-Caster lag, gar keine Frage. An den Chat lag, an den Challenges, die wir uns gestellt haben. Aber eben vor allem auch an diesen beiden Teams, die eine wunderbare Show abgeliefert haben. Und ja, so muss Worlds laufen. Verschiedene Regionen, die darum kämpfen, weiterzukommen. Am Ende kann es nur einen geben und das war am Ende dann doch der Favorit Hong Kong Attitude. Ja, also ich muss wirklich diesen Skarner-Pick nochmal kritisieren. Es lief auf den anderen Lanes gar nicht mal so schlecht. Auch der Corki-Pick, der ja, hätte aufgehen können. Aber mit Skarner hast du auch hier wieder nicht viel machen können. Auch diese eine Situation, wir werden es gleich wahrscheinlich nochmal in einem Replay sehen, am Blue Bar war einfach kritisch und hat so viel gekostet. Man ist sehr weit zurückgefallen, hat dann irgendwie den ganzen Spiel nur so hinterhergehinkt. Aber dann hat man es sogar zwischenzeitlich geschafft, nochmal zurückzukommen. Aber es hat einfach nicht gereicht. Und somit hier Hong Kong Attitude tatsächlich verdient mit einem 3-1 weiter und in der Gruppenphase die Ziehung wird es am Ende des Tages geben und dann wissen wir auch, in welcher Gruppe sie landen werden. Ja, Hong Kong Attitude auf jeden Fall weiter und Thema Ende des Tages, ja, das war es jetzt noch nicht, Leute, ja, wenn ihr da jetzt ja, zu Hause vom PC, Fernseher oder was auch immer hockt, bleibt dran, wir haben noch ein komplettes Best of Five für euch. Es gibt gleich noch die Jungs von Splice, die werden gegen Unicorns of Love antreten, also wirklich zwei Teams, die unbedingt in die Gruppenphase wollen. Also, warum kassen wir das nicht? Ja. Ja, weil andere das casten. Ich meine, es gibt jetzt gleich, glaube ich, Eisene Waffel und Clark. Das sind auch tolle Typen. Definitiv. Ja, natürlich nicht so gut aussehend wie wir, ganz klar. Auch nicht so schön in der Ausdrucksweise. Und auch, ich meine, wir sind natürlich auch ein bisschen lauter. Ja, aber Challenge an euch, ja? Clarks und Eis.
Messlatte liegt hoch. Ne? Das stimmt allerdings. Ja, wenn man nochmal auf das letzte Game so ein bisschen zurückgeht, dann hat man auf jeden Fall gemerkt, dass Isurus einige Plays gebracht hat, wo sie sich einfach nicht sicher genug waren. Wo sie auch einfach nicht wussten, hey, wie weit können wir jetzt wirklich gehen? Das haben sie in der zweiten Partie am besten gemacht, finde ich. Und da haben sie das Spiel auch gewonnen, haben auch einen dominanten Vorteil aufbauen können. Im dritten war es dann wieder ein bisschen holprig. Jetzt sehen wir auch schon das erste Replay. Und das ist genau die Situation, die ich angesprochen hatte. Wieso muss man hier unbedingt für diesen Blue Buff gehen? Also es hat einfach viel zu viel gekostet. Und selbst dann committet man hier noch so hart rein. Man verliert einen Flash, man verliert Ultimates, verliert Leute. Man verliert einfach viel zu viel und dann auch noch den Dragon, den wir da unten sehen, der jetzt dann gleich ab ist. Das ist einfach zu viel des Guten. Hier diese Situation, ich muss sagen, 3Z wirklich unbemerkbar gewesen in der gesamten Partie, aber es hat auch auf jeden Fall gereicht. Es war auch nicht so wichtig, dass er nach vorne kommt. Man hat hier in dem letzten Push gemerkt, dass er natürlich gut Türme einreißen kann mit seiner Bombe. Ja, aber generell spielerisch oftmals zu weit. Also man sieht es halt zu gierig. Ich meine, was soll das? So, ja? Jedes Mal kann Bogax halt abwarten, bis er sein Q wieder zur Verfügung hat und dass er sich da halt so verarschen lässt, dass das tut dann halt auch weh im wahrsten Sinne des Wortes. Hier dann der Nash, der zur Entscheidung geführt hat. Ja. Wo ging das Weh von Rakan, ist natürlich die Frage. Also das war natürlich auch ein bisschen interessant. Er hat die Sentra leider nicht knockupen können. Und man hat hier sehr gut den Jungler rausgesaunt. Der hat die Nautilus Ultimate bekommen. Der Cage Warrior hat auch nochmal einiges gemacht. Die Tristana steht die ganze Zeit hinter dem Baron outside of the Gangplank Ultimate. Hier, ja, das war ein kompletter englischer Satz. Und hier, das fand ich nochmal ganz gut, dass man hier auf jeden Fall verhindern konnte, dass es jetzt zum finalen Push kommt. Dass man hier zwei Leute mehr oder weniger for free bekommt, das war sehr wichtig. Aber man hat nicht schnell genug reagiert. Man hat zwar direkt den Elder Drake gepinkt, aber man hat nicht hart genug committed. Die Tristana hat es natürlich sehr gut gemacht, ist gestayed. Dann kam das Teleport von der Syndra raus und naja, man verliert dann im Endeffekt das Spiel, weil die Leute nicht in die Base kommen. Das ist natürlich schade. Ja, der Elder Drake gibt ja halt keinen schnellen Backport und klar, hat Hong Kong Attitude das auch sehr gut erfasst, die Szene, hat gesagt, okay, scheiß drauf, wir fighten halt einfach am Elder, selbst wenn die den schon haben, einfach nur, damit die nicht backporten können. Ja. Und der Rest holt uns das Spiel. Und genauso ist es dann letzten Endes gekommen. Wir haben jetzt gleich auch nochmal ein Interview mit dem Siegerteam, also mit Hong Kong Attitude. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ja. Wie gesagt, Serie war jetzt nicht die sauberste, perfekteste, aber manchmal darf es auch ein bisschen dreckiger sein und das ist dann auch schön anzusehen. Ja, definitiv. Also was man auch ganz klar sagen muss, es gab in beiden Teams sehr viele Fehler, die passiert sind. Also da sollte man jetzt auch gerade, wenn man jetzt auf Hong Kong Attitude schaut, sollte man auf jeden Fall gucken, dass man sich jetzt nochmal auf die Gruppenphase ein bisschen besser vorbereitet. Also ich glaube, dass man hier in der Adaption, was die Pick-and-Bun-Phase angeht, schon ein bisschen was hinbekommen hat. Man hat hier und da auf jeden Fall schon gezeigt, wir nehmen eure starken Picks raus. Hat mir sehr gut gefallen, dass man die Akali dann angefangen hat zu bannen, dass die einfach keinen Druck mehr ausüben konnte. Und jetzt musste man sich so ein bisschen umstellen. Ansonsten, ja, sind natürlich diese kleinen Skirmishes immer noch so ein bisschen holprig. Also da wird es gegen bessere Teams auf jeden Fall schwierig, sich zu behaupten. Aber ich habe auf jeden Fall eine gute Zuversicht, dass die Jungs von Hong Kong Attitude ein paar Spiele holen können und vielleicht, wenn es gut läuft, auch die nächste Runde erreichen. Ja, generell muss man sagen, ist Taiwan ja auch immer so eine Überraschungsregion. Also wir haben ja gesehen, in der Vergangenheit, gerade Korea tut sich mit der taiwanesischen Region schwer und sie sind ja auch nicht der First Seed aus Taiwan. Das darf man nicht vergessen. Spannend wird es, in was für eine Gruppe sie letzten Endes landen werden. Davon hängt es, denke ich, auch ab, wie erfolgreich man sein wird. Du hast es schon angesprochen, am Ende des Tages ist man da schlauer. Ich bin persönlich super gespannt auch überhaupt auf die Worlds. Dieses Wochenende, glaube ich, geht ja auch die Gruppen. Samstag ist das erste Spiel. Ne? SKT gegen Fnatic. Ich kasse auch Samstag. Glaube ich. Ich bin Samstag auch da, aber dann bin ich wieder Host. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Gruppenphase. Also da geht es auf jeden Fall mit einem Knaller-Duell direkt los. Wir schauen mal rein ins Tippspiel mit den Ergebnissen einfach jetzt nach dem Tag. Und ja, das hat gut getan. Da habe ich jetzt nochmal gut aufgeholt und die Community führt. Ja? Mhm. Also ich meine, ich sag mal so, LOL-Experten, wer braucht die schon, wenn man die almighty Community hat? Ja, ich war letztes Jahr, glaube ich, zu dieser Zeit war ich nicht der Stärkste, was bei mir, ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, was bei mir dann immer kickt, sind dann die Gruppenspiele. Ja, also Kick W wird dann auf jeden Fall initiiert und dann hole ich mir auf jeden Fall wieder die Pole Position. Ich bin, glaube ich, sogar Letzter gerade, wenn ich das richtig sehe. Nee, doch? Ja, doch. Ich bin Letzter. Zusammen mit Clarks, aber der kann ja eh nichts. Ja, gut. Ja, ne, der hat ja auch die... Der ist so ein NA-Typ. Ja, vor allem beim Power-Ranking, wie hart der da die NA-Teams created hat. Ja, das ist halt NA-Cast. Ja, muss er wissen. Ja, aber entweder will man gewinnen oder man will loyal bleiben, ne? Kann man sich auch so. Oder mal eine Ahnung von League of Legends. So, das ist natürlich immer so schwierig in dem Fall. Schwierig natürlich auch, wenn es dann gleich zum Interview kommen wird. Klar, da braucht man nochmal einen Translator, deswegen verzögert sich das Ganze. Die
Stimmung, ja, ist halt auch erstmal da. Muss erstmal runterkommen, ja, bevor es da die ersten Milchduschen gibt und sowas. Ja, aber man muss auch dazu sagen, also wir haben ja sowieso den lateinamerikanischen Raum nicht so hoch eingestuft bei diesen Worlds. Also wir haben Flamengo gesehen, wir haben jetzt Isurus gesehen. Das waren auf jeden Fall zwei Teams, wo man jetzt nicht sagen würde, ja, die machen jetzt hier den Reverse Sweep von Lateinamerika und werden jetzt die Worlds gewinnen. Was man natürlich gesehen hat, ist, dass wir jetzt ein Interview wahrscheinlich sehen. Nee, tatsächlich nicht. Ja, das Interview kommt nach einer Pause, habe ich gerade nochmal gesagt bekommen. Also das heißt, wir müssen... Also hätte ich meinen Satz noch beenden können. Ich wollte dich nicht so abrupt, einfach beende ihn gerne. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich glaube, die Jungs von Isurus sich nicht verstecken müssen, glaube ich. Sie haben ein gutes Best of Five geliefert, zumindest nach ihren Möglichkeiten. Es gab viele Dinge, die sie jetzt improven können. Vielleicht greifen sie nächstes Jahr wieder an und dann geht es vielleicht ein bisschen weiter. Schöner Abschluss, Kalle. Ja, damit das Wort zum Dienstag in dem Fall. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Feedback natürlich zu dieser Caster-Kombo. Muss ich nochmal ein bisschen eingrooven, aber ich denke, Stimmung ist in der Haus und yeah. Stimmung gibt es gleich auch im nächsten Spiel. EU3 gegen EU4. Ja, inoffiziell EU4 natürlich. Dürft ihr euch freuen auf den Cast von Clarks und Ice mit Splice gegen Unicorns of Love. In dem Sinne, einen guten Kick W euch allen und Kick W in die Runde. Kick W in die Runde. Ja. Tschüss. Mit Games kannst du in eine Welt voller Abenteuer eintauchen. Aber jedes Abenteuer birgt auch Gefahr. Du klickst auf einen Phishing-Link in einem Gaming-Forum und dir wird dein Passwort geklaut. Du lädst dir das falsche Programm runter und plötzlich ist Malware auf deinem Gerät. Du verlierst ein Multiplayer-Match wegen einer Botnet-Attacke. Oder du benutzt NordVPN und schützt deinen Traffic mit der modernsten Verschlüsselung. Spiel nicht mit deiner Sicherheit. Bleib auf der sicheren Seite. Zu viel Hype? Es gibt kein zu viel Hype, Maxim. But never again. Back on our grind, you know what it is. We gotta win.